Hallo und herzlich willkommen hier zur Nickel-Nagel, neuesten Ausgabe des Tele-Stammtisch. Ausgabe 24 ist am Start und Ausgabe 24 ist wieder so eine Ausgabe. Die ist so ein bisschen was Besonderes. Denn diesmal geht es ausschließlich um Filmkritiken. Wie ihr wisst, habe ich die Gelegenheit, mir sehr regelmäßig, quasi könnte sagen täglich, irgendwelche Presseaufführungen anzuschauen, mir irgendwelche Streams von Filmen anzuschauen und werde eben zu eingeladen. Und diesmal hat sich so viel angesammelt, dass ich euch nicht die Gelegenheit vorenthalten möchte, das mal in der geballten Möglichkeit, in all seinen vielfältigen Möglichkeiten auch mal zu hören. Das heißt, ihr bekommt hier heute ganz viele Filmkritiken von mir auf die Ohren geballert. Da sind welche dabei, die habe ich alleine aufgenommen. Da sind welche dabei, die habe ich mit meiner Freundin aufgenommen, eine Kuschelfilmkritik, ihr kennt das. Und die meisten Kritiken, die habe ich eben aufgenommen mit Bekannten, Freunden, anderen Filmkritikern, YouTubern oder Leuten aus dem großen Internet, die die Filme genau wie ich gesehen haben und wir sprechen dann einfach drüber. Da sind Filme dabei, die laufen jetzt ganz aktuell im Kino, die werden noch im Kino laufen. Da sind ganz viele tolle Sachen dabei, die jetzt zum Beispiel auch erst fürs Heimkino zum Beispiel schon erscheinen, weil sie bereits vor einiger Zeit im Kino liefen. Ja, und da kommen jetzt eben eine ganze Menge Filmkritiken, quasi ein Filmkritik-Marathon auf euch zu. Ich habe viele Gäste am Start, unter anderem den Flo, den wir zuletzt hier bei den Filmkritiken häufiger am Start hatten. Die Nina ist dabei. Da ist der Jens dabei, da ist Lasse am Start, den kennen wir natürlich auch schon ein bisschen länger. Da ist Marlon wieder mit dabei, Patrick wird da am Start sein und der Alex natürlich auch, ganz klar. Ich hoffe, ich habe jetzt hier niemanden vergessen, der sich da auf den Schlips getreten fühlen könnte. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist eine ganz schön geile Sache, denn ich überlege ja tatsächlich hier so ein bisschen den RSS-Feed und das Podcast-Format so in der Form, wie ich es jetzt betreibe, ja einfach ein bisschen zu verändern. Ist ja so, dass ihr quasi von mir fast schon täglich eine kurze Filmkritik ja irgendwas zwischen 10 und 30 Minuten bekommt zu einzelnen Filmen. Das ist per se eine geile Sache, weil man sich runterladen kann, was man will und so eben auch nicht jede Folge laden muss, wenn man jetzt keinen Bock auf einzelne Filme hat. Aber ich möchte es gerne ein bisschen mehr kompakter machen. Das heißt also, ich werde vermutlich auf kurz oder lang die Filmkritiken zu einem wöchentlichen Format ändern und quasi innerhalb dieses Formats alles zusammenpacken, was es an Besprechungen einfach für die aktuelle Woche gibt. Da können auch mal Filme dabei sein, die eben jetzt in Streaming-Portalen zum Beispiel anlaufen. Das habe ich jetzt noch aktuell gar nicht so auf dem Schirm. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das im Detail aussehen wird, aber es wird vermutlich da so eine Zusammenfassung geben. Und es könnte sogar sein, dass die sehr zeitnah, vielleicht dann eben auch im neuen Jahr, in einem eigenen RSS-Feed erscheint. Keine Sorge, auf YouTube und Spotify würdet ihr das weiterhin alles komplett gebündelt, das komplette Programm, also quasi mit den regulären Ausgaben verbunden und Interview-Specials verbunden vorfinden. Aber die Filmkritiken werde ich vermutlich auslagern, damit das einfach nicht so ein überfüllter Feed wird. Ihr könnt euch gerne mal ein paar Gedanken machen, was ihr davon haltet und mir da auch Feedback hinterlassen. Ihr wisst ja auf Facebook, Twitter, Instagram, da könnt ihr das ganz gut tun. Ihr könnt das im Blog tun, der irgendwo draußen im Internet versteckt ist, in den YouTube-Kommentaren, die es gibt. Und an der Ausgabe, die euch jetzt erwartet, könnt ihr auch aufgrund der Kapitelmarken, die ich natürlich einfüge, einfach skippen. Also wenn ihr jetzt keinen Bock habt, euch über Film XY irgendwas reinzuziehen, ja, dann skippt den halt einfach und springt gleich zum nächsten Film weiter. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Filmkritik-Marathon, der jetzt hier auf euch zukommt. Und wie ihr wisst Bescheid, ne? Ich freue mich wirklich mega über Feedback und und würde mich übrigens auch freuen, wenn ich euch mal begrüßen kann. Also ich habe immer wieder mal die Gelegenheit, euch in Preview-Veranstaltungen zu schicken, bundesweit. Das heißt, ich kenne halt eine ganze Menge total crazy Termine und kann da, wenn ich entsprechende Kontakte habe, euch auch zu Veranstaltungen schicken, sodass ihr eben vorab vorm Kinostart bereits Filme sehen könnt und wie die dann hier beim Tele-Stammtisch besprechen. Also meldet euch mal, wenn ihr Bock habt, vorab, vor allen anderen, total exklusiv Filme zu sehen. Insofern ganz viel Spaß. Bis bald. Ciao. Willkommen zurück zum nächsten Film, den wir hier heute besprechen wollen in der Runde, wo ihr quasi einen Filmkritik-Marathon abbekommt. Ein Film, der jetzt schon ein paar Tage läuft in den deutschen Kinos und der mir aus vielerlei Gründen gefallen hat, aber durchaus auch ein paar Punkte bietet, über die man auf jeden Fall sprechen muss. Und wie das eben hier heute bei dieser Ausgabe immer der Fall ist, habe ich auch wieder einen geilen Gast am Start, den ihr, Überraschung, auch schon kennt. Moin, Alex. Moin, moin. Alles fit? Ja, klar. Man macht so das Beste aus allem.
Vor allem, wenn man ein geiler Gast ist, natürlich. Ein geiler Gast. Ja, mega, du hast nämlich auch vor einiger Zeit, habe ich gesehen, eine Filmkritik geschrieben zu 25 km/h. Genau, ja. Der jetzt seitdem, ich glaube, 1.11. in den deutschen Kinos läuft, vom Regisseur Markus Goller, geht nicht ganz 2 Stunden, ist ab 6 Jahren freigegeben und ist auf jeden Fall irgendwie so Comedy-Drama-Roadtrip-Movie. So würd ich ihn einordnen. Warum wolltest du den sehen? Du nimmst ja auch nicht jede Presseverführung wahr. Warum hast du dir den gegeben? Also den Film habe ich gar nicht in der Presseverführung gesehen, sondern in der Sneak. Und als ich den Trailer gesehen habe, da war ich auch ziemlich zwiegespalten. Also irgendwie war der so nichtssagend. Also das war der allererste Trailer. Und davon abgesehen hätte ich dann eigentlich eher so gesagt, boah, den gucke ich mir mal nicht an. Als ich ihn dann aber gesehen habe in der Sneak, war ich absolut positiv überrascht und ich wollte da eigentlich gar nicht drüber schreiben, aber so nach 2, 3 Tagen Überlegung habe ich dann gesagt, da schreibe ich jetzt einfach drüber, weil ich den Leuten mitteilen will, was für einen guten Film sie sich da unter Umständen entgehen lassen. Und kann dir sagen, die beiden Hauptdarsteller in dem Film sind niemand Geringeres als Bjarne Mädel, der den Georg spielt, und Lars Eidinger spielt den Christian, sind 2 Brüder. Welche Verbindung hast du denn zu den Schauspielern? Woher kennst du die vielleicht? Magst du die überhaupt? Also Bjarne Mädel mag ich auf jeden Fall sehr, schon allein wegen Stromberg. Ich bin großer Stromberg-Fan und natürlich auch vom Tatortreiniger. Also den feiere ich sehr hart, den jungen Mann. Und den Herrn Eidinger, den kenne ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren auf jeden Fall. Der spielt ja vor allen Dingen in letzter Zeit relativ in vielen Filmen mit abgeschnitten, zum Beispiel. Über den habe ich auch berichtet. Da hat er mitgespielt, hat mir da sehr gut gefallen. Und der ist einfach, ich weiß nicht, der hat einfach eine geile Präsenz, finde ich. Der ist immer sehr gut auf der Leinwand anzusehen. Ja, und wirkt zumindest auch da im Regelfall sehr sympathisch. Jo, also das kann man vielleicht schon mal so vorwegnehmen. Die beiden Hauptcharaktere sind aus meiner persönlichen Sicht auf jeden Fall auch eins der Highlights des Films. Denn das funktioniert einfach. Die Figuren sind super besetzt und auch die Interaktion untereinander gefällt mir wahnsinnig gut. Aber wir sollten natürlich trotzdem auf den eigentlichen Inhalt erstmal zu sprechen kommen, der vom Trailer dem Grunde nach auf jeden Fall auch schon mal ja, quasi verraten wird. Denn es ist wie gesagt ein Roadtrip-Movie. Die beiden Jungs, also Brüder, kommen nach Jahren mal wieder zusammen. Der Vater ist gestorben und die Beerdigung ist dann doch jetzt der Grund für, ja, diesen Christian, der ein erfolgsorientierter Business-Typi ist, der viel im Ausland unterwegs ist und eigentlich auch nur seine Arbeit kennt, doch mal wieder zurück in die Heimat zu kommen und ja, sich dort eben auch mal ein paar Stunden mit seinem verbliebenen Bruder, der im Endeffekt das Letzte, was er an Familie noch hat, zumindest also an direkte Familie und zumindest auch an regelmäßig noch kontaktierte Familie noch hat, zu besuchen. Und auf der anderen Seite eben ja, Bjarne Mädel, und der hatte sich in den letzten Jahren ja eher so ein bisschen aufs Land verkochen um seinen Vater gekümmert, ne? Genau. Und diese beiden Brüder, die haben nach der Beerdigung auch mal die Gelegenheit, ein bisschen miteinander zu quatschen und vielleicht auch einen Zwist, der da seit Jahren vorherrscht, ja, zumindest mal anzusprechen und entdecken da was auf der Unterseite einer Tischtennisplatte. Was entdecken sie denn da? Die entdecken da eine Deutschlandkarte mit allen möglichen Stickern drauf und halt so Pin-up-Zettelchen mit allen möglichen Plänen, die die halt geschmiedet haben damals, was sie in ihrem Leben noch erleben wollen, wenn sie mal älter sind. Zum Beispiel sich irgendwie durch die komplette Karte von dem griechischen Restaurant mampfen und irgendwie ins Meer pinkeln und keine Ahnung, lauter so Sachen, die man halt als kleiner Junge so sich erträumt vom großen Leben in der großen weiten Welt. Und ja, also damals waren die ja noch wirklich richtig klein. Das sind ja wirklich 30 Jahre, die sich nicht gesehen haben. Da haben sich natürlich beide in komplett andere Richtungen entwickelt und das merkt man dann natürlich dann auch recht schnell. Haben beide ihr eigenes Leben quasi ja weitergeführt und wie du schon sagst, auch in verschiedene Richtungen entwickelt. Und dann setzen sie sich eben nach, sagen wir mal, anfänglichen Motivationsschwierigkeiten auf ihre alten, sind das Mofas, glaube ich, ne? Die halt eben diese titelgebenden 25 km/h nur auf die Straße Genau. bringen und ja, fahren einfach mal diese Route durch die alten Bundesländer, quasi von ganz tief im Süden, im Schwarzwald, bis an den Norden, an die ja, Nordsee, und machen dabei noch den einen oder anderen Abstecher nach links oder rechts. Und
Ich muss mal sagen, ich fand den Anfang irgendwie geil schon. Also ich selbst habe mir gedacht, das ist ein Film, den muss der, ich habe auch einen Bruder, den muss ich meinem Bruder empfehlen. Nicht nur, weil er auch im Schwarzwald lebt, wo jetzt ja eben der Film beginnt und ich dachte, oh cool, das spielt alles im Schwarzwald, sondern eben auch, weil da tatsächlich einfach ein paar Dialoge drin sind, die ich einfach toll fand und deswegen den Film empfehlen würde. Zumindest ihm empfehlen würde. Aber gab natürlich auch ein paar Sachen, die mir jetzt vielleicht nicht so gefallen haben. Ja, wo wollen wir denn da anfangen? So Roadtrip-Movies, ist das was, was dich interessiert überhaupt oder hast du da irgendwie Vorteile? Also das Genre ist jetzt nicht irgendwie großartig auf meiner Agenda, dass ich jetzt da komplette Videotheken durchstöber danach. Habe natürlich schon einige gesehen und die fand ich auch alle recht unterhaltsam. Weil irgendwie kann ich mich schon damit identifizieren, weil ich bin ja selbst jemand, der jetzt irgendwie nochmal einen Neuanfang irgendwie starten will mit Anfang 30. Also raus in die Welt und einfach mal gucken, was man so entdecken kann. Mhm. Also ich kann mich damit den beiden sehr gut identifizieren. Mit dem Lars Eidinger fast noch ein bisschen mehr, weil der ist ja derjenige, der nach draußen geht und der andere bleibt eher so zu Hause. Und deswegen habe ich da schon irgendwie so eine gewisse seelische Verbindung zu dem Film oder zu solchen Filmen generell, würde ich sagen. Wie geht's dir dabei? Du meinst jetzt im Sinne von, ob ich mit Roadmovies was anfangen kann. Also, ja, grundsätzlich schon. Das ist jetzt ja, die haben, also andersrum. Roadmovies haben ja immer ein Problem. Roadmovies verbinden ja quasi, Ziel, Sinn und Zweck oder Ziel dieser Filme ist es immer quasi von Punkt A nach Punkt B zu kommen und dabei verschiedene Stationen abzuklappern. Man lernt häufig interessante Charaktere kennen und diese Charaktere, die haben dann irgendwie auch einen Impact auf das Leben und dann denken alle nochmal ganz doll über ihr Leben nach und kommen dann eventuell zu dem Schluss, dass da irgendwas schiefgelaufen ist und sie was ändern müssen. Und hier ist es ja so ein bisschen so, dass wir von Anfang an diesen Schlachtplan haben. Wir kennen also diese ganzen Punkte, die die alle machen wollen. Du hast jetzt zum Beispiel auch den Griechen angesprochen, ja, wo sie einfach die komplette Karte beim griechischen Restaurant leerfuttern wollen, Sex haben, Drogen nehmen und viele weitere Sachen. Und die Roadmovies haben immer ein bisschen das Problem, dass diese künstliche Zufälligkeit der Geschehnisse während der Road, also während des Weges, manchmal gar nicht so zufällig wirken. Und gerade hier ist es ja so, dass die Punkte eigentlich alle klar waren. Und es war auch klar, okay, sie müssen Sex haben, also müssen sie das irgendwie umsetzen. Ja? Oder sie müssen zwischendurch irgendwann mal zu einem Griechen gehen. Und das waren so, das, ich weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen die Spannung nimmt. Oder da waren halt so Sachen dabei, wo man, das wirkt einfach dann ein bisschen gekünstelt, ja. Also wenn sie jetzt zum Beispiel diese, wie heißt sie, diese Nina Hase, glaube ich, heißt sie, die hier aus den Fuck You Goethe-Filmen. Die Tellerhase, ja. Genau. Die treffen die und treffen ihren Freund und die kommen auf ein Hippie-Festival und dann kiffen sich ein und dann haben sie sehr tolle Gespräche und lieben sich abgöttisch. Was ich übrigens sehr gut finde. Also Dialoge funktionieren aus meiner Sicht wirklich gut. Die sind auch eins der Highlights des Films. Aber das wirkt natürlich ein bisschen gekünstelt, ne? Also wenn in der Liste steht, ja, Drogen nehmen und sie nehmen dann halt genau da Drogen, weil sie da gerade Leute treffen, die auf dem Festival mit denen wollen und so. Das ist halt dann schon arger Zufall irgendwie. Damit muss man sich halt anfreunden, dass das bei Roadmovies halt so ist. Finde ich. Ja, auf jeden Fall. Aber im wahren Leben ist es ja nun mal so, wenn ich mir jetzt irgendwie überlege, ich würde jetzt gern Drogen nehmen, dann suche ich mir natürlich Leute, von denen ich mir erhoffe, mit denen ich Drogen nehmen können kann. Und dann steigt die Chance natürlich auch. Die hätten ja auch einfach an denen vorbeifahren können, aber die haben sich gedacht, Moment, da kommen wir vielleicht ans Ziel und nehmen die ja dann mit. Und nur dadurch entsteht ja dann dieses Festival und alles, was dann danach kommt. Ja, die hätten natürlich auch, sagen wir mal, die sind ja auch in der einen oder anderen Stadt, einfach mal irgendwelche Leute anquatschen können. Das wäre auch ein Weg gewesen. So hätten sie, aber das wäre halt nicht so cool für den Film gewesen, wäre einfach langweiliger gewesen. Na klar, natürlich, ja. Das ist so das einzige das Ding halt. Dann haben wir auch natürlich so ein bisschen so Jagdszenen oder Action-Szenen fast schon, die dann auch in einem gewissen Spektakel dann eskalieren. Da will ich jetzt gar nicht zu viel verraten. Das ist ganz cool, aber ich weiß nicht, also... Ja, das gibt dem Film natürlich einfach eine gewisse Handlung. Das ist für einen Film schon mal gar nicht schlecht, wenn er was zu erzählen hat. Aber ob das alles so im Großen und Ganzen... Oder es waren auch zwei Szenen, um es mal konkret zu machen, die mir wirklich ein bisschen missfallen haben. Also ich sag mal, so viel im Trailer sieht man das schon. Es gibt eine Sexszene. Also das weiß ich nicht, das fand ich ein bisschen absurd.
Und Sexszene im weitesten Sinne. ja, eben, ne? Und das Ja. und eine Sache, also da ist mir fallen aber übertrieben, mir ist ein Schnittfehler aufgefallen. Gibt eine Szene, da wird getanzt und da regnet es auch. Ja, und dann siehst du halt Schnitt, es regnet nicht mehr, Schnitt, es regnet wieder. Das ist mir halt aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das jedem auffällt, keine Ahnung. Ich habe das halt gesehen und deswegen wollte ich es an der Stelle auf jeden Fall mal erwähnen. Ja, gibt es noch Sachen, die dir aufgefallen sind in dem Film? War direkt aufgefallen jetzt nicht, aber ich kann jetzt zum Beispiel auch zu dieser ganzen Action-Szene da oder den actionreicheren Part von dem Film sagen, dass er mir jetzt nicht so besonders gefallen hat. Das finde ich jetzt eigentlich so den schwächsten Teil davon. Der fällt dann zum Ende hin ein bisschen ab, meiner Meinung nach. Ja, aber ansonsten fand ich ihn eigentlich ziemlich, weiß nicht, idyllisch. Also zumal sich diese beiden Brüder ja immer weiter annähern und auch über sich selber natürlich sehr viel lernen. Und sich selbst weiterentwickeln und auch mal über ihre Grenzen hinausgehen und sich Konflikten stellen und so weiter. Das ist natürlich auch immer sehr wichtig. Aber hast natürlich schon recht, das sind natürlich einige Sachen dabei, die ziemlich gekünstelt wirken und wo man dann auch sieht, dass es zum Teil aber auch, wie nennt man das, dass es halt nicht, also es war vom Dreh her nicht geplant, sondern es war improvisiert, genau, improvisiert. Die sind halt wirklich manchmal einfach von Ort zu Ort gefahren, haben dann auf dem Weg dazwischen irgendwas gesehen, was sie sich gedacht haben, das können wir perfekt in den Film einbauen und haben da halt irgendwie eine Szene draus Ach ja, okay. geschustert. Ja, und das merkt man halt manchmal schon, aber ich finde, das hat irgendwie schon Charme. Das ist genau das Ding. Also, du merkst halt offensichtlich, ist das, was sie erleben, völlig, also gar nicht so wichtig, sondern eben wirklich die Charaktere, wie sie miteinander umgehen, sprechen und was da eben dann auch an Feinheiten vielleicht irgendwie auch eingebaut wird. Wenn ihr zum Beispiel die Frauen kennenlernt, mit denen die Sex haben wollen, was die für Reaktionen bei denen hervorrufen können. Also, gerade mal, dass die eine von denen ist so ein bisschen so eine. Dieses ist, glaube ich, nicht verlassen, aber der Mann ist irgendwie gerade auf jeden Fall jetzt schon seit einer halben Ewigkeit am Arbeiten und hat keine Zeit für sie. Und das schreit sie sich dann auch mal von der Seele und so. Das finde ich halt cool. Also, um es mal anders zu sagen, der Film hätte für mich persönlich auch funktioniert, hätte man die einfach in einen Zug gesetzt, hätte die vom Schwarzwald an die Nordsee fahren lassen im Zug, hätte komplett ein Kammerspiel draus gemacht. Die unterhalten sich ausschließlich mit irgendwelchen Fahrgästen und sparen sich den ganzen Quatsch ringsrum mit eben jetzt zum Beispiel dieser Tanzszene oder mit dem Vollfressen beim Griechen, hätte man es nur auf diese Charaktere begrenzt und damit natürlich das deutlich simpler gehalten. Ich glaube, dann hätte der Film für mich aber auch funktioniert. Der hätte bestimmt funktioniert. Das wäre dann sowas in Richtung Mord im Orient Express mäßig gewesen. Kann man natürlich auch gut machen, aber ich weiß nicht. Also, ich finde das mit diesen Mopeds da, das hat schon was. Also, so die, da sieht man ja auch ziemlich schöne Landschaftsbilder, muss man ja auch sagen. Und natürlich auch, dass man von den ganzen Regionen dann so Sachen sieht, die einfach unverwechselbar sind. Und dann hört man ja auch öfter mal die Mundart und so weiter. Das ist vielleicht das, was du vorhin gemeint hast, warum du deinem, was war das, Bruder, das, Empfehlen würdest. ja, empfehlen würdest. Also Ja, auf ich finde jeden das eigentlich Fall. schon cool, dass halt immer so diese ganzen Regionen so abgebildet werden, so auch Berlin, dass man halt immer das Typische für jede einzelne Region hat. Das würde dann im so einem reinen Kammerspiel in einem Zugwaggon natürlich fehlen. Aber ansonsten so für die Interaktion von den Leuten untereinander würde das natürlich auch schon Sinn machen. Da hast du natürlich recht. Ja, das stimmt. Also zum einen eben auch, weil durch die Mopeds eben auch einfach Aufnahmen gemacht werden können, also Fahrtaufnahmen, das stimmt. Die sind schön, die gefallen mir auch. Das ist toll eingefangen und hat auch einfach den einen oder anderen witzigen Humor, also witzigen Moment, keine Ahnung. Man kriegt so einen Muff halt eben auch nicht sofort immer überall gestartet. Das muss man eben ein paar Mal antreten, bis es läuft. Also das ist schon cool. Oder eben auch, ja, wie du schon sagst, die verschiedenen Bundesländer, die dann eben auch Scheiß-Bundesländer, wie sie im Film sagen, sieht man auch im Trailer, also wie sie da natürlich durchfahren müssen und so. Wo ich jetzt auch nicht überrascht wäre, wenn die verschiedene so Filmförderungen bekommen hätten, ja, so regionale, bundeslandspezifische Filmförderungen in den Film geflossen wären, wäre ich jetzt persönlich auch nicht überrascht. Das haben sie doch auch wieder. Hat auch Bayern wieder ganz groß mitgemischt. Die fördern ja eigentlich fast jede deutsche Produktion. Sieht man ja immer ganz am Anfang oder im Abspann, weiß ich es gar nicht. Aber da ist wieder ein halber Bildschirm durchgescrollt mit Förderungen. Also die haben sich da schon nicht lumpen lassen. Sehr gut. Ja, wenn du willst und dir jetzt nicht noch allgemeine Sachen eingefallen sind oder die du noch besprechen möchtest, könntest du eigentlich auch direkt zum Fazit kommen. Wie hat dir der Film denn gefallen? Ja, also wie vorhin schon gesagt, ich hätte den aufgrund des Trailers wahrscheinlich nicht angeguckt und das hätte ich ehrlich gesagt ziemlich bereut. Von mir hat er in der Kritik 4 von 5 Sternen gekriegt. Dabei
Positiv herausgestellt habe ich ganz klar die Figuren bzw. die Schauspieler. Vor allen Dingen natürlich dieses Brüderpaar, Bjarne Mädel und Lars Eidinger, die funktionieren einfach perfekt und auch die Leute, auf die sie treffen, die machen auf jeden Fall eine gute Sache. Und ansonsten auch die Schauplätze eben, wie ich schon gesagt habe, fand ich auch herausragend. Und auch die Handlung ist durchaus, ja, also schon spannend, vor allen Dingen, wenn es halt dann um die Vergangenheitsbewältigung von dem Lars Eidinger geht. Oder dem, wen spielt er? Den Christian. Christian, ja genau, den Christian. Das fand ich eigentlich schon stark gemacht. Und Roadmovie, ja, weiß man ja, was einen da erwartet. Und ja, also wie gesagt, 4 von 5 Sternen. Ich bin absolut positiv überrascht. Was natürlich, wie gesagt, an den Schauspielern liegt, die ja exzellent eigentlich immer spielen in jedem Film, wo die auftreten oder auch in jeder Serie. Und ich kann diesen Film wirklich jedem nur ans Herz legen. Hat natürlich auch seine Schwächen, aber da kann ich wirklich sehr großzügig drüber hinwegschauen in diesem Fall. Da würde ich dir auch uneingeschränkt zustimmen. Ich sehe das im Grunde nach ganz genauso. Hätte er seine beiden großartigen zentralen Hauptfiguren nicht, wären es nur 3 von 5, was ja unter anderem auch daran liegt, dass der Film zum Beispiel auch relativ hochwertig wirkt. Also er ist einfach super beleuchtet zum Beispiel, ja. Also du merkst einfach, da steckt Geld auch in der Produktion ein Stück weit drin. Also gefällt mir sehr gut. Und durch diese wirklich fantastischen Hauptcharaktere, durch ja Mädel und Eidinger, ist es einfach so, dass die dann auf jeden Fall bei 4 von 5 Punkten rauskommen bei mir. Und ich den Film ja auf jeden Fall meinem Bruder empfehlen würde. Und Leuten, die Bock haben auf geile Dialoge. Ja, ich glaube, denen würde ich das empfehlen. Mega. Ja, die können damit auf jeden Fall was anfangen, ja. Jo, Alex, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und hoffe, dass wir das ganz bald wiederholen können. Ja, wenn mal wieder irgendwas Gutes läuft oder vielleicht erwischen wir auch mal einen Film, den wir beide kacke fanden, wer weiß. Aber letzte Zeit habe ich wirklich nur Gutes gesehen. Also der Oktober war meiner Meinung nach ein extrem starker Monat. Ja, waren viele gute Sachen dabei. Und was vielleicht nicht so gut war, könntet ihr hier bei den folgenden Kritiken hören. Alles klar, Alex, bis dann. Ciao. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und weiter geht unsere Filmkritik-Besprechungs-Spezial-Telestammtisch-Ausgabe mit einer Gästin. Gästin, habe ich gelernt, das Wort gibt's, deswegen sollte man das auch benutzen. Die junge Frau war bereits einige Male bei uns am Start und ist Teil des Kernteams, nicht nur von geekwhisper.de, sondern eben auch von einem meiner Lieblingspodcasts namens Herzklappe. Beziehungsweise der Klappencast, so. Der Klappencast heißt er eigentlich. Hi Nina. Hallo. Na, was geht? Ich werde ja ganz rot. Alles fit? Ja, alles gut bei mir. Du bist ja das letzte Mal, warst ja weit, weit weg, bist jetzt also genau. Wahrscheinlich schon einige Zeit wieder am Start und ganz frisch auch hast einen schicken neuen Studienabschluss, habe ich gesehen. Genau, ja, ich habe endlich meinen Master in der Tasche. Wuhu. Schon ein bisschen geil, oder? Schon geil, ja. Das hat schon lang gedauert und deswegen ist es dann noch geiler. Und jetzt nächster Schritt, CEO. Genau, ja. Ich werde CEO der Welt. Sehr gut. Da bin ich mach dir gerne den Personal Assistant. Ach, das wäre cool. du hast dich bereit erklärt, dankenswerterweise, vorab einen Film zu schauen, den ich auch schon sehen konnte. Also wir haben ihn quasi zusammen mehr oder weniger gesehen. Und da wollen wir drüber sprechen. Und ich sag's ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn verstanden habe. Heute geht's um viele Filme. Und der erste Film, über den wir heute sprechen wollen, nennt sich Under the Silver Lake. Hast du von dem vorher schon was gehört? Ich habe tatsächlich eine Mail auch gekriegt gehabt, dass der im Fantasy Filmfestival, oder Filmfest heißt das, ne? Dass der dann da läuft. Und ich dachte so, das soll ja eigentlich ein Thriller sein. Warum läuft das im Fantasy Filmfest? Und dann habe ich den gesehen und habe dann verstanden, ah ja. Jetzt ja, daran liegt's. kurz zu den Fakten, der gute Film kommt am 6. Dezember in die deutschen Kinos, hat jetzt schon verschiedenste Premieren gefeiert, hat eine Gesamtlänge von 2 Stunden 19 und ist ab 16 Jahren freigegeben. Regisseur David Robert Mitchell ist hier ja quasi verantwortlich für den Spaß. Und ich bin gerade dabei, mir so ein bisschen seine Filmografie durchzugehen. Und so beim Überfliegen wird's schon schwierig. It Follows habe ich schon mal irgendwo gehört. Kennst du noch irgendwas von dem? Ich habe auch schon mal von It Follows gehört. Hatte den tatsächlich zu Hause, weil ich den bei einer Verlosung von meinem örtlichen Kino hier bekommen habe.
Ich mag aber nicht so gerne Horrorfilme. Und deswegen habe ich es einfach dann weiter verschenkt. Und habe deswegen den noch nicht geguckt. Aber jetzt, nachdem ich diesen Film geguckt habe, will ich doch It Follows gucken. Aber von dem kannte ich auch noch nichts. Ja, also war es ein Experiment. Ich muss auch sagen, als ich den Trailer gesehen hatte, was dann für mich immer Veranlassung ist, ich komme erst die Trailer an und gucke dann, ob ich da Zeit für finde, das irgendwie einzubauen, ob ich da Bock drauf habe. Und ich habe ihn mir als deutlich lustiger vorgestellt. Zumindest wirkt der Trailer auf mich irgendwie ein bisschen amüsanter, als dann vielleicht das Endergebnis ist, was auch jetzt nicht unbedingt tief ernst war. Denn wir sprechen ja schon so vom Genre her, laut IMDb geht es ja um Comedy, Crime, Drama, aber eigentlich finde ich, hat er viele Thriller-Aspekte und definitiv auch Horror-Aspekte. Also ist ganz schön viel drin. Und ich finde auch gar nicht so super einfach, die Handlung hier irgendwie zusammenzufassen. Willst du da mal einen Versuch starten? Ich finde die Zusammenfassung bei IMDb richtig gut und sehr knackig und sehr kurz. Ich versuche mal jetzt hier im Live-Setting On the einfach zu fly. übersetzen. Genau. Also Sam, der ist zwar relativ intelligent, aber der hat halt keine Ahnung vom Leben, der hat halt keinen Job und es droht die Zwangsräumung von seiner Wohnung, weil er die Miete nicht bezahlen kann. Er findet eine mysteriöse und junge Frau, die halt vor seinem Apartment im Pool schwimmt. Am nächsten Morgen ist sie weg, ist sie einfach verschwunden. Deswegen will Sam sie finden und macht sich auf durch LA. Und während er versucht, sie zu finden, wird er verstrickt in eine Verschwörungstheorie nach der nächsten, die er dann halt auflösen will. Und das führt dann zur nächsten Verschwörungstheorie und führt zur nächsten und zur nächsten. Und es wird immer bizarrer. Das ist teilweise wirklich absurd. Viel Ja. Popkultur. Es spielt in der Jetztzeit, das kann man auch mal sagen. Genau. Ja. Ja, das spielt halt in Hollywood. Das ist, als ich den geguckt habe, dachte ich die ganze Zeit, oh. Die Ecke kenne ich von La La Land. Oh, die Ecke kenne ich von La La Land. Das ist wirklich so ein bisschen La La Land in anders, in meiner Meinung nach besser. Ja, und es ist auch irgendwie. Also man könnte so von der Optik her auch immer den Eindruck kriegen, es spielt irgendwie wann in den 70ern, Anfang der 80er, aber dem ist gar Ja. nicht so. Es ist einfach es hat ein interessantes Farbschema, spielt aber in der Jetztzeit. Also wir sehen, er sitzt vorm Laptop, es wird mit Handys telefoniert und ja, also es ist auf jeden Fall aktuell. Aber die Farbgebung wirkt auf jeden Fall so, als wäre das irgendwie älter. Es ist ja auch die Mode, die die Leute tragen. Das ist halt auch Hipster von heute, bedient sich sehr viel in die von der Garderobe, von den Eltern gefühlt so, ne? Damals. Und deswegen, glaube ich, hat es auch dann so ein bisschen so ein Flavor von ein bisschen älter. Aber Wenn die genau, das Leute ist überhaupt halt, Klamotten tragen, genau, relativ viel ja. Haut ja auch zu sehen in dem Film. Ja, das stimmt. Vor allem halt so direkt zu Anfang. Ja. Jo, im Zentrum des Films steht Hauptdarsteller Andrew Garfield. Und ich will jetzt nicht so tun, als würde ich von Andrew Garfield so sehr viele Filme kennen. Das sind natürlich die Spider-Man-Filme und dann auch dieser Kriegsfilm, den er gemacht hatte, wo er auch für den Oscar, wo der Film selbst war, glaube ich, für den Oscar nominiert. Seine Leistung, glaube ich, nicht. Glaube er auch. Er Er war auch. für Hicksaw Ridge, genau, Hicksaw Hicksaw Ridge. Ridge, ja genau. Da war er auch nominiert, glaube ich, ne? Das Für sind die Sachen, Silence die war ich er mit nicht ihm verbinde. nominiert. Ja, Da okay. hat er nur mitgespielt. Und bei ihm ist ein bisschen so, finde ich, es ist so ein Schauspieler, also wenn ich, weiß nicht, ob der nicht immer dieselben 10 Gesichtsausdrücke macht oder vielleicht 5 sogar nur. In dieser Rolle muss er vor allem traurig gucken und ein bisschen verpeilt auch gucken. Er scheint immer mal unter Einfluss von irgendwas zu stehen. Teilweise sind ja eben auch Drogen, ist mal Alkohol, mal aber auch der Einfluss der Gefühle. Und ich bin nur so ein bisschen hin und her gerissen. Ob ich es gut fand, was er da gemacht hat. Wie fandst du ihn denn? Ich habe den zusammen mit meinem Cousin geguckt und der ist halt großer Andrew Garfield-Fan, ist auch selber Schauspieler und deswegen habe ich dann mit ihm ein bisschen geredet und er meinte, der hat einfach so eine super tolle Körperhaltung als Schauspieler. Der kann halt das, was er rüberbringen will, halt vor allem über seine Körperhaltung rüberbringen. So dieses Ziellose, er schlürft da so ein bisschen rum und man merkt immer so, wie er sich bewegt, wie er sich gerade fühlt. Das finde ich halt auch, als er das gesagt hat, dachte ich so, ja, stimmt. Da hat er recht. Aber halt klar, vom Gesichtsausdruck. Ich glaube, er sollte aber auch nichts anderes darstellen als so diese Verpeiltheit und
dass er einfach so ein bisschen da so dazed durch diese Welt durchläuft. Es Das ist, gibt. glaube ich, so sein soll halt so sein. Ist auch relativ schwer. Man kann jetzt natürlich noch eine ganze Menge weitere Schauspieler aus dem Ensemble benennen, aber es sind ja doch relativ wenige, die eine auch nur ansatzweise vergleichsweise große Rolle haben. Denn es ist irgendwie so, dass wir erleben ihn quasi ja auf seiner Suche nach dieser Frau und dabei trifft er ja auf viele, viele verschiedene Charaktere, die selten also mehrere Minuten am Stück oder in der Summe sogar mehrere Minuten im Film kriegen. Denn alle scheinen irgendwie nur Rahmen oder Nebenfiguren seines Lebens zu sein. Gibt es da irgendwen, den wir unbedingt mal erwähnen sollten? So die einzige, die ich auch mit Namen kenne, also mit Namen nicht, aber wo ich halt dachte, ach ja, die kenne ich irgendwoher, ist, glaube ich, heißt Ricky Lindholm. Und ich glaube, war das die, oder war das da? Auf jeden Fall die, seine Freundin, beziehungsweise sein Fuckbuddy Ah da ja, vom Anfang. Also die kennt man. Aber die anderen, dadurch, dass ich halt die auch noch nie gesehen habe, dachte ich mir so, ja, okay, ist die Person oder ist die andere Person. Aber halt, wenn man halt die Schauspieler kennt, es fällt einem, glaube ich, ein bisschen einfacher, sich die Figuren auch zu merken. Ist vielleicht ein bisschen doof, aber das war bei mir zumindest so. Deswegen kann ich das vollkommen verstehen, dass es halt so, ja. Ach doch, einen Typen gibt's noch, dessen Gesicht ich wiedererkannt habe. Und dieser Verschwörungstypi, Stimmt, ja. der diesen versteckten Raum hat. Den habe ich auch wieder jetzt Das gerade Gesicht kennt man vergessen. auch irgendwo her. Genau, ja. Aber ich wusste auch nicht so genau, wo. Also, ich glaube, der hat eine ähnliche Rolle mal gespielt. Oder irgendwie sowas. Also. Ja, irgendwie so ein Irren, einen Ja. schwitzenden Irren bringe ich mit dem in Verbindung. Also Ja. wenn ihr ihn seht, ihr wisst auf jeden Fall, wen wir meinen. Eine Handvoll Sachen müssen wir auf jeden Fall mal erwähnen bei dem Film. Also es ist auf jeden Fall was, wenn man sich mit lokalen Verschwörungstheorien LAs auskennt, ist man da super bedient bei dem Film, weil ich glaube, dass er durchaus ein paar Sachen mit abgreift. Aber was mir natürlich gefallen hat, und ich weiß, dass du ja genau wie ich auch quasi die zweite Hälfte deines Herzens schlägt, nicht nur für die Filme, sondern eben auch für Comics. Und da gibt es zwei Sachen, die man da auf jeden Fall mal erwähnen muss. Zum einen eben ein interessanter Seitenhieb Richtung Spider-Man. Er wacht morgens auf, weil er irgendwie ein bisschen verpeilt ist und es klebt ihm halt noch so ein Spider-Man-Heft an der Hand. Fand ich voll cool, als ob seine Spinnenfäden das Heft noch so an ihm dran hätten. Und das ist auf jeden Fall ein Meta-Kommentar darauf, vermuten interpretiere ich jetzt so, dass er Ja. immer mit dieser Figur Spider-Man in Verbindung gebracht wird. Gerade jetzt ganz aktuell, wo die Figur wieder erneut besetzt worden ist. Das ist wahrscheinlich einfach seine größte Rolle. Und natürlich muss er damit, genau wie der Harry Potter-Darsteller immer mit der Harry Potter-Figur in Verbindung gebracht wird, hier der Radcliffe, ist bei dem natürlich Spider-Man ein ganz großes Thema. Das wollte ich auf jeden Fall erwähnen. Und das Thema Fanzines. Also wer sich so ein bisschen im Indie-Bereich der Comics auskennt, weiß, dass natürlich nicht jeder Comic bei einem Verlag erscheint. Und gerade in der ursprünglichen Indie-Szene es ganz üblich war, quasi selbst Sachen zu zeichnen, die dann wie irre im Kopierer zu kopieren und selbst zu tackern und um die Welt zu schicken. Und ja, diese Fanzines sind so ein bisschen der Ausgangspunkt dafür, für den Einstieg Andrew Garfields oder eben seiner Figur in diese Verschwörungstheorien. Fand ich persönlich einfach war toll, hat mir gefallen, fühle ich mich sofort angesprochen bei. Ja, ich fand das auch total gut umgesetzt. Weil erst dachte ich so, ah, okay, er schreibt diese Fanzines. Aber dann so, nee, der hat sie einfach nur entdeckt und nimmt das einfach. Das ist halt so sein Ausweg aus oder sein. Damit kann er so ein bisschen sich ablenken davon, dass er bald keine Wohnung mehr hat, keinen Job anscheinend, kein Geld. Aber eigentlich eine Mutter, die ihn eigentlich liebt anscheinend. Sie ruft ihn immer an. Also ich verstehe auch seine Figur halt nicht. So, dieses ziellose durch die Welt. Was Ja, hat er aber ich eigentlich? fand es sehr interessant. Weil du sagst, verstehst es nicht. Ich finde, es gibt eine Menge Sachen, wirklich eine ganze Menge Sachen. Also unter anderem eine Horrorfigur, die gegen Ende des Films einen kurzen Auftritt hat, zum Beispiel. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen, wo ich das Gefühl habe, oder also zum Beispiel auch, ein sogenannter Dog-Killer spielt da auch eine Rolle in dem. Es gibt so viele Sachen, die angeschnitten werden, die einfach nicht erklärt werden. Das sind einfach nur Facetten, wo man die vielleicht einladen, so ein bisschen zu interpretieren oder mitzurätseln, was ist da los. Aber der Film steckt voll von Dingen, die nicht erklärt werden. Ja, ich glaube, das soll auch gar nicht erklärt werden. Es will auch gar nicht erklären.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen so alles, das habe ich so verstanden, vielleicht auch in seinem Kopf, weil die Art und Weise, wie er diese ganzen Rätsel löst, ist auch sehr convenient, sag ich mal so. Also das ist halt alles sehr einfach. Ja. Beziehungsweise er guckt aus dem Fenster und denkt sich, ach ja, das. Oder irgendwie guckt in seine Wohnung, ah ja, so muss ich das machen. Es ist halt alles so ein bisschen sehr einfach, aber dann trotzdem so, ah ja, ist das jetzt zu einfach und deswegen spielt das alles in seinem Kopf oder ist irgendwie dann doch eine größere Geschichte? Weil vor allem auch, also es gibt halt diese eine Szene, wo er zu dieser Villa geht. Und ja, das sieht einfach so krass nach Traum aus, dass man sich wirklich überlegt, so ja, nee. Das spielt jetzt alles in seinem Kopf. Das kann doch nicht sein. Das stimmt. Stimmt, es gibt eine ähnliche Situation, da macht er eine Entdeckung unter Tage. Und wie er dahin gelangt, das wirkt auch sehr surreal. Also auch vom Bild her, vom Effekt. Also das stimmt schon. Es könnte tatsächlich einiges davon auch auf einer Traumebene spielen. Weil er auch ganz viel, was er halt erlebt, auch mit, wo er dann die Mädels sieht und sie schreien ihn an. Und dann sieht er, ach, die kläffen mich an. So, da gibt es auch sehr viele so Szenen, so Momente, wo man sich denkt, ist er verrückt oder ist das nur so, passiert das wirklich? Weil das passiert halt wirklich nicht. Aber man könnte halt so dann die Schlüsse ziehen, dass er ein bisschen crazy geworden ist. Ja, ich finde, das sind so Sachen, die sollte man wissen, wenn man sich auf den Film einlässt. Guckt euch auf jeden Fall den Trailer an, wenn ihr da Bock drauf habt. Andrew Garfield ist auf jeden Fall eine interessante Figur, auch wenn nicht ganz durchsichtig. Und ich denke, wir können auch direkt mal zum Fazit kommen, weil wir eben ja auch nicht so viel von der Handlung verraten wollen, die wirklich sehr abwechslungsreich ist. Ich würde einfach mal ganz dreist mein Fazit einschieben. Ich fand den Film grundsätzlich gut, ich fand ihn interessant und es ist auch, denke ich, sinnvoll, ihn jetzt nicht als Second Screen zu gucken, sondern dann quasi wirklich die volle Aufmerksamkeit zu widmen. Ich fand diverse Easter Eggs ganz cool und ich fand auch einfach so viele, sage ich mal, optische Sachen oder viele Ideen, die in dem Film stecken, viele popkulturelle Geschichten, fand ich cool. Ich bin überrascht teilweise vom Gewaltgrad, der sich in dem Film dann auch darstellt. Ich war überrascht, wie weit er doch verschiedene Genres streift. Also er ist eben, wie gesagt, auch ein bisschen Horror, ein bisschen Thriller, ein bisschen Comedy. Er schneidet ganz viel an, das er nicht erklärt. Das muss man mögen oder zumindest akzeptieren. Ob man das dem Film jetzt so ankreidet, weiß ich nicht. Man könnte das Gefühl kriegen, dass dieses Anschneiden von verschiedenen Sachen, eben zum Beispiel auch diesen Verschwörungstheorien, einzig und allein dazu dient, eine Atmosphäre zu kreieren und weniger eine Geschichte zu erzählen. Denn die eigentliche Geschichte, und das muss man einfach mal festhalten, die passt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Bierdeckel. Und auch die eventuelle, sag ich mal, Konklusion, also die Auflösung des Films, da kann man auf jeden Fall auch drüber diskutieren. Ich kann dem Film jetzt leider eben nicht diese mega Höchstwertung geben, fand aber vieles sehr interessant und es könnte auch durchaus sein, dass ich den Film einfach nicht verstanden habe. Das will ich wirklich nicht ausschließen. Insofern komme ich wieder bei meiner 5-Punkte-Skala auf 3 von 5 Punkten und würde den Film eben all diesen Leuten empfehlen, die mit den genannten Punkten vielleicht was anfangen können. Wie sieht's denn bei dir aus? Man muss mit dem Film wirklich was anfangen können. Das ist halt wirklich, man könnte dem Film wirklich 0 Punkte geben. Ich gebe den, jetzt nehme ich das schon mal von weg, 4,5 Punkte von 5 habe ich schon für mich so festgelegt, weil ich den sehr toll umgesetzt fand. Vor allem, was mir eingefallen ist, die Musik fand ich großartig, auch großartig eingesetzt. So, teilweise passte sie nicht zu dem, was gerade passiert ist. Und deswegen verstärkt das halt auch so ein bisschen so diese, ist das alles in seinem Kopf? Irgendwie, wie sieht dieser Mensch die Welt eigentlich? Und das fand ich halt richtig, richtig großartig gemacht. Und ich fand diese Thriller-Elemente fand ich auch sehr, sehr toll. Auch so diese Puzzlespiele, dieses, so ein bisschen Detektivmäßige fand ich auch total gut umgesetzt und ein bisschen auch auf die Schippe genommen. Und deswegen gebe ich dem Film 4,5 von 5 Punkten, weil der mir auch einen Tacken zu lang war. Also der hätte ein bisschen kürzer sein können, aber und deswegen gebe ich dem nur 4,5 anstatt 5 Sterne. Aber man muss halt wirklich was mit dem anfangen können. Also ich kann den Film nicht jedem empfehlen.
Aber ich würde den auf jeden Fall nochmal gerne nochmal gucken und vielleicht auch ein bisschen mehr auf Details achten, die mir vielleicht entgangen sind. Fällt mir gerade so ein, hast du das Gefühl, das könnte so ein Film sein, wie zum Beispiel auch Fear and Loathing in Las Vegas, der, sag ich mal, mit bewusstseinserweiternden Drogen ganz gut funktioniert? Ich denke gerade, das könnte Ich glaube, vielleicht ein da kommt Ansatz man sein. durcheinander, Ah, okay, weil ja. es ist halt auch so, auf einmal ist er plötzlich irgendwo anders. So, der ist da und auf einmal geht er durch einen Tunnel und ist irgendwo anders. Man darf den Film, glaube ich, nicht betrunken, zugedröhnt oder auch müde gucken, weil sobald man irgendwie ein bisschen eingeschlafen ist, kommt man nicht mehr mit, also kommt man nicht hinterher. Da ist es halt wirklich so, hä, habe ich das jetzt geträumt oder habe ich das jetzt wirklich gesehen? Und meistens hat man es wahrscheinlich wirklich gesehen und denkt nur, man hätte es geträumt. Ja, What genau. the fuck? Jo, Nina, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast hier beim Filmmarathon bei der 24. Ausgabe vom Telestammtisch und ich freue Immer mich schon wieder auf gerne. unsere nächste, hoffentlich ganz baldige Ja. Besprechung. Und hört alle rein beim Klappencast, Leute. Ja, da werde ich ja wahrscheinlich auch über den Film reden, beim Sehr, nächsten Mal. sehr geil. Cool, bis dann. Ciao. Ja, bis dann. Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Filmkritik hier beim Telestammtisch. Ihr hört im Hintergrund ein Rauschen. Das ist nicht irgendein Rauschen, denn das ist das Rauschen meines alten, aber feinen Mazda 626, Jahrgang 97. Es sind seine letzten Tage und ich wollte ihm nochmal die Ehre geben, in einer Aufnahme wie dieser zu erscheinen. Und damit ihr auch nochmal so die Chance habt, da irgendwie ihn mitzubekommen, das hat er verdient. Ich bin gerade auf dem Weg in eine Presseverführung, zu einer Presseverführung von Widows, Tödliche Witwen, der am 6. Dezember 2018 in die deutschen Kinos kommt, hat eine Laufzeit von 129 Minuten. Und Regisseur Steve McQueen ist der gute Mann, den wir dem Film zu verdanken haben. Steve McQueen kann man kennen, weil er unter anderem 12 Years a Slave gemacht hat. 12 Years a Slave ist ein Film, der ist mir in Erinnerung geblieben, aufgrund seiner emotionalen Tiefe, aufgrund seiner Schwere. Und weil er eben nicht nur fantastisch geschauspielert war, sondern eben auch generell ganz toll inszeniert war. Wir haben hier einfach ein Stück Zeitgeschichte der US-amerikanischen Zeit. Es war viel, einfach auch die Zeit der Sklaverei. Und ich muss sagen, das ist mir als düsterer Film in Erinnerung geblieben. Ich habe einzelne Szenen noch im Kopf von ja, Vergewaltigungen, von vielen brutalen Sachen. Und ich denke, das zeigt die damalige Zeit doch ganz gut. Und nun ist eben ein neuer Film von Ihnen am Start, der auch echt. Also eine Starbesetzung hat sondersgleichen. Wir haben Liam Neeson am Start, auf den ich mich freue. Wir haben Viola Davis am Start, auf die ich mich freue. Spätestens seit Suicide Squad habe ich die auf dem Schirm. Wir haben unter anderem Colin Farrell und noch viele, viele weitere Leute da. Und ja, ich erwarte Großes. Das Ganze basiert wohl auf einer Miniserie, soweit habe ich das schon mitgekriegt. Oder generell auf einer Serie, weiß nicht so im Detail, was das bedeutet. Die titelgebenden Witwen, also diese Widows, die sind es dann wohl, die einfach ihre Männer verloren haben. Die Männer sind Räuber, machen wohl so Banküberfälle oder sowas. Genau weiß ich das noch nicht. Und aus irgendwelchen Gründen sterben die. Ich vermute mal, es eskaliert ganz unangenehm mit irgendeinem Auftraggeber oder so. Das wird mich jetzt nicht überraschen. Und die Damen fühlen sich anscheinend verpflichtet, den letzten Auftrag ihrer Männer da noch zu Ende zu machen. Und ja, dann geht die ganze Spaß los. Es könnte sehr actiongeladen werden, wie gesagt. Ich bin mal gespannt, wie viel Ocean's 11 wir darin finden werden. Also was auch mit Twists und sowas auf uns zukommt. Ja, und vor allem bin ich gespannt, wie man es schaffen wird, diesen Wechsel zwischen Trauer um den Verlust der eigenen Ehemänner umzuswitchen quasi in die Idee, jetzt selbst noch diesen Banküberfall da abzuschließen oder durchzuführen vielmehr. Stelle ich mir nicht so mega einfach vor, dass das realistisch rüberkommt. Die Pressestimmen sind, glaube ich, bis jetzt schon sehr positiv. Ein Grund mehr für mich, mir das Ganze mal anzugucken. Denn ihr wisst, ich bin ein Fähnchen im Wind. Ich laufe nur mit. Weißt du Bescheid, Schätzelein. Insofern bin ich jetzt mal gespannt. Halt euch auf dem Laufenden und ja, bis gleich, ne? Ciao. Es ist geschehen, wir haben den Film gesehen und wir, das ist nicht irgendwer, wir ist jemand, den habt ihr bereits zweimal bei mir hören können. Moin Flo. Hi, ich bin's wieder, euer Flo von DWA Mag. Wir haben gerade einen Kinofilm gesehen und haben uns gedacht, wir plaudern noch mal eine Runde drüber. Ich habe ja vorab schon meine Erwartung formuliert und jetzt können wir quasi direkt in die Bewertung einsteigen und auch so ein bisschen in einem gewissen Rahmen ja auch über die Handlung sprechen. Ich habe vorab schon formuliert, dass ich einen Film erwarte, wo die Prämisse war klar, die drei Witwen von drei toten Gangstern müssen jetzt irgendwie einen Bankraub oder was Vergleichbares zu Ende bringen. Habe ich das in der Art auch bekommen? Grob gesagt, ja.
Also erstmal können wir damit anfangen. Es ist ein Liam Neeson-Film. Liam Neeson spielt auch eine wichtige Rolle in dem Film und es ist diesmal nicht 96 Hours oder eine andere Variation, wo er irgendeinen Führer jagt. Also da haben wir schon mal einen coolen Beginn. Und es ist kein klassischer Heist-Film, weil es steckt viel mehr drin. Es geht viel um Drama. Es hat ein bisschen was aus Hidden Figures. Es geht um drei starke Frauen und es geht auch darum, wie das Ganze sich abzeichnet, wenn man Witwe ist und wie man damit zurechtkommt, wenn man zurückbleibt. Und das ist erstmal viel. Und es ist trotzdem unglaublich brutal in manchen Szenen. Es ist Action da. Und wir haben an sich auch diesen spannenden Ocean's 11-Moment in Heart. Der ist auch dabei. Ja. Vor allem finde ich auch, haben wir wahnsinnig gute schauspielerische Leistung, was die Davis da abzaubert. Also finde ich persönlich wirklich gut. Jetzt meinte vor kurzem noch der Thomas von Feuer und Filme, dem habe ich eben auch noch eine Runde gequatscht. Er meinte, dass sie immer dasselbe spielen würde, aber im Grunde nach macht sie das ja sehr gut. Ich fand, das war ein äußerst starker Auftritt von ihr, in dem sie ihre emotionale Seite zeigen kann, in dem sie aber auch mal die harte Frau geben kann. Und ich finde, das ist wirklich eine herausragende Schauspielerin mit einem sehr, sehr, sehr guten Job. Die anderen Damen der Runde, ja, nennen wir sie mal, findest du da deren Leistung vergleichbar? Ich finde sie nicht nur vergleichbar, ich muss sogar sagen, ich muss dir widersprechen. Ich finde insbesondere die Alice spielt, die Polin. Die Blonde, berufsgewachsene blonde, schöne Frau, deren Namen ich in die Shownotes packe. Den müssen wir noch nachreichen. Ja. Und ich finde die Geschichte an sich insbesondere am spannendsten. Was man vielleicht mal für den Hörer erwähnen sollte, ist, es geht um drei Frauen, die im Grunde drei völlig verschiedene Charaktere sind. Viola Davis spielt die schwarze, taffe Mutter, sagen wir mal, Mutter will ich jetzt nicht sagen, ohne was vorwegzunehmen, aber die Taffe halt, die alleine ihr Ding macht, während wir dann noch die klassische, die typische Mutti haben, die von Michelle Rodriguez gespielt wird. Und wir haben noch die schöne Blonde, die in ihrem Leben relativ viel erdulden muss und die es gewohnt ist, von Männern auch wirklich, wirklich mies behandelt zu werden, aber die trotzdem irgendwie nicht aus diesem Teufelskreis rauskommt. Und das finde ich an sich das Spannende, dass du drei Frauen hast, die quasi ihren Mann fanden, aber alle drei hatten eine völlig verschiedene Einstellung zum Leben, zur Familie und auch zu ihrem Mann. Und es sind ein bisschen Stereotype, muss man sagen, aber ich finde tatsächlich, die stärkste von allen dreien ist die Blonde, weil das bringt sie irgendwie rüber. Sie spielt diese Frau, die immer wieder was erleidet, was erduldet und die irgendwie in diesem Kreislauf zwischen Männern mehr gefangen ist als alle anderen beiden. Weil irgendwie hat sie auf dem Papier weniger als Leben. Ja. Also, gerade diese Blonde hatte doch aber zum Beispiel auch eine Sexszene. Und ich muss sagen, diese Sexszene hat mir in der, ich weiß nicht, ich tue mich da immer schwer, die für halbwegs realistisch zu erachten, weil es einfach mega schnell ging. Also, das weiß nicht, ich finde solche Sexszenen, das ist auf jeden Fall nichts, wo sie jetzt sonnig rausstechen konnte. Mir fallen natürlich schöne Frauenkörper auf, aber ich weiß jetzt nicht. Sie musste ein bisschen zerstört gucken und das im Endeffekt wird schlecht ein Stück weit auch durch ihre Frisur irgendwie auch dargestellt. Dann machst du einfach mal eine Strähne übers Gesicht und dann guckt sie mal ein bisschen komisch und kriegt dunklere Augenringe. Zack, sie hat sie einen anderen Gesichtsausdruck. Ich weiß jetzt nicht. So, dann musste sie mal, keine Ahnung, mal muss sie ein bisschen die Schwache spielen. Ich stimme dir überein, dass ihre Geschichte durchaus sehr interessant ist. Ob ich jetzt die Leistung der Schauspielerin so hervorheben könnte, weiß ich nicht. Okay, es ist vermutlich dann, da stimme ich dir teilweise zu, es ist vermutlich nicht nur die schauspielerische Leistung, da ist Viola Davis, eben weil sie auch die Hauptrolle spielt, einfach prädisponiert, um stärker zu sein. Der Punkt ist vielleicht eher, dass wirklich die Storyline von der Blonde mich mehr überzeugt. Du hast gerade die Sexszene angesprochen. Diese Sexszene ist auch keine Sexszene im klassischen Sinn. Es geht ja auch um einen gewissen Zwang, der da herrscht. Es ist, wie gesagt, sie ist jemand, der wie ein Fußabtreter behandelt wird. Und ich finde, das bringt die irgendwie gut rüber. Eben weil sie, also da sagen wir es mal, sie bleibt im Charakter. Zwei Sachen möchte ich unbedingt noch ansprechen. Zum einen hatte ich in meiner Erwartungshaltung, also vorab, bevor ich den Film gesehen habe, mich gefragt, wie realistisch dieser Wechsel ist zwischen, oh mein Gott, wir haben unsere Männer verloren und sind in tiefster Trauer, hin zu, okay, wir müssen jetzt deren Job quasi zu Ende bringen, was so in der Form ja übrigens auch nicht unbedingt der Fall ist. Also es gibt jetzt keine direkte Verbindung zur unmittelbaren Arbeit der Männer vorab. Aber wie aktiv dann so wie aktiv und vor allem auch nachvollziehbar die Entscheidung ist, okay, wir müssen jetzt selber Diebinnen werden. Und ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Aufhänger, den finde ich ein bisschen als eine Schwäche des Films. Wenn man also sagt, okay, es gibt ja eine Schuld, die beglichen werden muss und dafür müssen wir jetzt hier quasi Geld organisieren, eben auf diese diebische Art und Weise.
weiß ich nicht, also werden die einfach gegangen, geflohen oder auch dass die überhaupt in diese Schuld genommen werden von den Leuten, denen diese Männer unter Umständen Geld schulden, die ihre Männer Geld schulden, weiß ich nicht. Fand ich jetzt nicht so nachvollziehbar. Das klingt so ein bisschen wie, da wurde einfach jetzt ein Hebel angesetzt, um die Geschichte zu erzählen. Fand ich ein bisschen schwach. Wie siehst du das? Also, to begin with, es ist wirklich zu schnell. Also, von dem Zeitpunkt, an dem der Raub geplant wird und zwischen dem Tod der Männer vergeht, da vergeht nichts. Da ist keine Zeitspanne zwischen. Das ist tatsächlich das Problem des Films, finde ich auch. Das ist vermutlich nur für Mario Barth schlüssig, dass man direkt auf die Idee kommt, den Raub seiner Ex-Partner zu Ende zu begehen, den sie geplant haben. Weil insbesondere es fehlt für mich irgendeine Form von Katharsis, einer moralischen Selbstreinigung, dass man da sich diesem Gewissen entledigt. Die einzige Person, Viola Davis, sie wird unmittelbar unter Druck gesetzt und die anderen beiden sagen quasi nach dem Motto, oh, wir brauchen Geld, ja, da ist dieser Plan von unseren Ex-Männern, ach, die waren kriminell, das wusste ich gar nicht so richtig, aber gut, dann mache ich gleich mit. Und das ist wirklich einfach nicht schlüssig und das könnte man von einem normalen Thriller auch gar nicht erwarten, dass er da mehr erklärt. Von wem man es allerdings sehr wohl erwarten könnte, wäre von einem ausgezeichneten Regisseur wie Steve McQueen. Wir haben da Hunger, einen der größten Filme der letzten Jahre, muss man sagen. Wir haben Shame, einen Film, der sich mit Moral und Sex auf einer sehr, sehr differenzierten Art und Weise auseinandersetzt. Und wir haben 12 Years a Slave. Und jetzt haben wir den Film, der passt nicht so ganz rein. Also wer mit der Erwartungshaltung von diesen drei Filmen rangeht, wird enttäuscht werden. Wer mehr erwartet als von 96 Hours mit Liam Neeson, wird nicht enttäuscht werden. Sehr gut. Ja, und jetzt wurde es darauf, ist die Kameraarbeit. Die Kameraarbeit ist hier aus meiner Sicht einfach mal positiv aufgefallen, weil sie mir Sachen bietet, die ich nicht jederzeit sehe. Und zwar an zwei Beispielen. Zum einen haben wir eine Szene, in der Colin Farrell zusammen mit seiner Schauspielpartnerin im Auto sitzt, steigen ins Auto und führen eine Diskussion, ein Gespräch. Und wir sehen nicht die beiden in Nahaufnahmen, wie die eben reden, sondern wir sehen, wie die Kamera quasi auf der Motorhaube Platz nimmt und sie immer auf der die Seiten der Windschutzscheibe hin und her wandert, je nachdem, wer gerade spricht. Wir sehen die beiden dabei nicht und wissen auch, wenn die aussteigen und eigentlich auch einsteigen, dass sie auf der Rückbank sitzen, also quasi der Fahrer dazwischen ist. Das fand ich, war eine neue Kameraperspektive. Interessant auf jeden Fall, eine gute Wahl. Auch gut gefallen hat mir, sagen wir mal, wenn es um Tagträume geht im weitesten Sinne, diese Spiegelaufnahmen. Es gibt ständig Aufnahmen, wo du siehst, die sind aber komisch verwaschen, als ob man die 3D-Brille nicht auf hätte. Aber das sind Aufnahmen von eben dem Spiegel, der Charakter im Spiegel oder eben auch im Fenster, die sich da eben spiegeln. Das haben wir auch gerade wieder ganz zum Schluss, zum Beispiel mit der Blonden, kommt es auch wieder vor. Das gefällt mir wirklich gut. Oder es gibt so Bart-Szenen, wo das Bild genau halbiert ist und du siehst sie quasi durch Spiegelung doppelt und so. Gefällt mir persönlich einfach gut, ist mir positiv aufgefallen und finde ich immer, ist einfach ein netter Hingucker für einen Film. Macht ihn für mich dadurch auch ein bisschen interessanter. Ich weiß leider gerade gar nicht, wer hier an der Kamera hing und das Biest gefilmt hat. Aber tatsächlich haben mich manche von diesen Spiegelaufnahmen, die du erwähnt hast, und auch generell diese Schnittfolge, die hat mich teilweise an Nocturnal Animals von Tom Ford erinnert. Das fand ich auch sehr angenehm. Wenn man jetzt aber, und das würde ich gerne noch nachschießen, über den Film noch redet, es sind nicht nur die Bilder, die bestechen, es ist auch noch eine Sache, die man definitiv hier erwähnen sollte. Auch wenn alles bisher wie der klassische Haste klingt, fühlt sich eine Sache eher an wie, ich weiß nicht, ob kennt ihr The Drop von, ich glaube, 2016. The Drop mit dem großartigen, Mad Max. Mad Max, Tom Hardy? Mit Tom Hardy. Da geht es um eine ähnliche Verquickung von, sag ich mal, einem Urban Ghetto von diesen Beziehungen der Menschen untereinander und der Aussicht auf eine Menge Bargeld und Mafia-Geschehen. Also das ist eine ähnliche Komponente und daran hat mich der Film erinnert, weil er spielt auch in einer unglaublich kalten Stadt. Chicago wirkt hier einfach nur kühl. Das ist übrigens auch eine Sache, die man ganz positiv von den Bildern sehen kann. Obwohl es die ganze Zeit nie dunkel wird, außer natürlich, wenn es Nacht ist, wirkt alles irgendwie kühl, distinguiert, das hat was. Das gefällt mir richtig gut. Die andere Sache. Auch durch die Farbwahl des Interieurs allein schon, ja. Ganz genau. Ja, ich stimme dir zu. Und was mich auch wundert, ist, es wirkt alles relativ luxuriös für Cops. Das ist mir auch aufgefallen. Wenn du dir das Apartment anguckst, wo sie sich die ganze Zeit aufhält, du würdest sagen, sie liegt bei einem Banker im Bett. Aber nein, sie ist die Frau von einem Cop. Es ist nicht dieses klassische Cop-Klischee, dass da so ein Cop in so einer Kaschemme hausen muss. Wer war denn da? Der fällt mir auf die Sprünge. Wer steht vorbei denn der Cop? In The Drop meinst du jetzt? Nein, nicht in The Drop, hier. Wer war denn der Cop? Das war noch alles. Ich dachte, der Alter wäre ein Cops gewesen.
Oder habe ich das? Das waren alles hauptberufliche Diebe. Ach, die waren hauptberuflich Diebe? Das habe ich so verstanden. Ach, ich hätte gedacht, dass er Cop gewesen. Oh. Deswegen auch die ganze Kohle. Ja, ja, ach, das müssen wir rauskarten. Okay. Ich hätte gedacht, dass er Cop wäre. Weil sie hat gesagt, kein Cop wird ihm nach. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ich hab's einfach kein Cop wird ihm nahe kommen. Ich hab diesen Satz missverstanden, weil ich gedacht hätte, dass er Ex-Cop gewesen wäre, weil das in dem Satz. Aber das, ob er Ex-Cop war, könnte sein. Nee, deswegen. Lass schneid's trotzdem. Oh, kriegen wir eine Lösung hin, ja. Ja. Okay. Okay, Missverständnis beseitigt anscheinend. Zumindest vorerst. Möglicherweise ein Ex-Cop. Wegen einer spannenden. Deutet selber diesen Satz. Vielleicht wird er im Deutschen noch ganz anders übersetzt werden. Und die Cop-Bedeutung ist dann raus. Wie dem auch sei. Na, trotzdem, dieser Luxus, es war nicht dieses klassische, dieses Need-Feeling im Heist, dass sie da an sich, wenn man ehrlich ist, das ist mir auch zwei, dreimal aufgefallen. Sie betont es deswegen später nochmal, dass das Apartment auch geleased ist, dass die Sachen nicht ihre sind, weil sie sitzt die ganze Zeit im Luxus. Sie treffen sich eben in einem Spa, eher wie in so einer romantischen Komödie fast, ja, stimmt, um diesen Raub zu planen. Und du fühlst nicht diesen Sozialdruck, den sie an sich haben müsste, um überhaupt rauszugehen, außer halt natürlich von diesen 2 Millionen, die sie schuldet. Gut, dass du sagst, die geleased sind. Habe ich auch gefragt, wenn sie einfach ihre Wohnung, ihr Apartment, ihre Lounge-Wohnung irgendwo in der Innenstadt verkauft, dann hat sie das Geld doch drin. Aber es scheint nicht Eigentum gewesen zu sein. Wobei das irritiert, weil als sie unter Druck gesetzt wird, das eben zu veräußern am Anfang, erwähnt sie nicht, dass es geleased wird oder dass sie das Geld gar nicht hat in einer Situation, wo sie an sich nichts zu verlieren hat. Das aber was ich gerade noch erwähnen wollte und was den Unterschied zu Filmen wie The Drop macht, ist, es geht um viel mehr, weil Steve McQueen wäre nicht Steve McQueen, wenn er nicht irgendeine politische Aussage tragen würde. Und die er hier trägt, ist Vetternwirtschaft. Vetternwirtschaft hält uns alle klein. Und das spielt nämlich auf eine ganz entscheidende zweite Storylinie ein, und zwar Colin Farrell. Colin Farrell spielt den Stadtrat, beziehungsweise den Sohn des Stadtrats und angehenden neuen Stadtrat, der sich gerade in der Kandidatur befindet. Und der so ziemlich für all das steht, was in den USA korrupt ist. Der Klassiker, den man in jedem Film kennt, er könnte auch ein Senator sein, es ist beliebig. Es geht aber darum, dass er ganz klar in dem Fall behauptet, dass er die Black Community auch in Chicago aufbaut, dass er kleine Leute und Minderheiten groß hält. Aber hinter der Fassade bröckelt es nicht nur, nein, es staubt. Er beraubt eben die er sagt, dass er ihnen hilft. Und er tritt für all das ein, was falsch ist. Er verspricht einen Change. Es wird sich auf Obama bezogen. Und das ist, glaube ich, das Vermächtnis, was Steve McQueen mit dem Film eigentlich angehen will. Diese Geschichte nämlich zu erzählen und zu zeigen, auch all das, was hier versprochen wird, da steckt so viel Dreck hinter. Dann denke ich, können wir auch direkt mal zum Fazit kommen. Wir wollen ja auch nicht unnötig das hier auf die Folter spannen. Ich persönlich fand den Film gut. Es war ein überraschend brutaler Film. Und wenn man ihn auch als Heist-Movie bezeichnen möchte, was ich durchaus tun würde, weil das schlichtweg der Kern der Handlung, dann würde ich natürlich auch ganz aktuell zum Beispiel Vergleiche zu Ocean's 8 ziehen, den ich auch gesehen habe, wo ja auch quasi ein Team aus Frauen einen Überfall begehen muss. Und ich fand Ocean's 8 schwächer. Einfach weil vieles daran nicht gestimmt hat. Motivation, Charakterkonstellation, Dialoge, da war vieles lang nicht so gut, wie ich es jetzt in diesem Film fand. Die Charaktere finde ich persönlich verhältnismäßig glaubhaft und interessant. Einzig der Einstieg in die eigentliche Handlung, warum man eben jetzt tun muss, was man tun muss, darüber kann man sicherlich diskutieren. Ich habe die positiven Punkte schon genannt, eben insbesondere die Kamera, die mir jetzt einfach mal aufgefallen ist in diesem Fall. Im Gegensatz zum Beispiel zu First Man, wo sie mir auch aufgefallen ist, aber negativ. Kann ich dem Film eigentlich eine positive Resonanz ziehen? Kommt sowas bei, keine Ahnung, 4 von 5 Punkten raus? Weil da sicherlich noch ein... Also, zum Beispiel gibt es Twists, Überraschungen. Ich möchte nicht verraten, welche. Aber in einem gewissen Rahmen, finde ich, spätestens ab dem ersten Twist kann man den Rest des Films, könnte man sich vorstellen, in welche Richtung es gehen kann. Da hätte es noch ein bisschen mehr Finesse vielleicht sein können. Interessant auch die Idee, die du jetzt vorhin noch angesprochen hattest. Das Ganze basiert ja wohl auf irgendeiner Serie oder Miniserie. Nee, Quatsch, der Thomas hat das von angesprochen. Dass da unter Umständen einfach noch mehr Raum für Charaktere hätte da sein können, der unter Umständen in der Serie drin ist, die man jetzt in so einem Film natürlich irgendwie auch reduzieren muss. Ja, so komme ich eben letztlich bei 5 von 5 Punkten und würde den Film aber trotzdem empfehlen für jeden, der mit dem Genre was anfangen kann. Wie sieht dein Fazit aus? Wer 129 Minuten von euch erübrigen kann und auf Liam Neeson steht und Heist-Movies mag, ein bisschen Anspruch mitbringen möchte, dem empfehle ich definitiv reinzugehen. Ich sage 3,5 von 5 Punkten, eben weil einfach ein bisschen Charakterentwicklung fehlt und es,
für ein richtig gutes Charakterdrama und es fehlt für ein richtig gutes Heist-Movie ein bisschen Action und hat dafür ein bisschen zu viel Länge. Ein bisschen Heat steckt auch drin und das ist der Grund, warum ich trotzdem rate, dass jeder, der Lust auf sowas hat, reingehen sollte. Flo, vielen lieben Dank für deine Zeit und auch für deine Expertise, wie immer. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. An euch da draußen die Bitte, wenn ihr Bock habt auf den Film, wenn ihr, dann schreibt uns einfach mal in die Kommentare, wie er euch gefallen hat. Ihr könnt wie immer Feedback hinterlassen auf Facebook, Twitter, Instagram, beim YouTube-Upload, den ich mache oder bei dem geheimen, ominösen Blog, den ich betreibe. Wenn ihr ihn findet, schreibt da was in die Kommentare rein. Ansonsten teilt und liked, was das Zeug hält. Guckt euch den Film an und generell geht mal ins Kino. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Der nächste Film hier in unserer Filmbesprechungsreihe ist ein Film, der auch direkt zu euch nach Hause ins Heimkino kommt. Und zwar schon ganz bald. Am, ich glaube, 20. November diesen Jahres habt ihr die Gelegenheit, euch einen Film namens Backstabbing for Beginners anzuschauen. Der hat eine Gesamtlänge von 103 Minuten auf der DVD oder eben 108 Minuten auf der Blu-ray und kommt vom Regisseur Per Fly. Ich habe keinen blassen Schimmer, wer Per Fly ist, aber ich weiß ganz genau, wen ich heute zu Gast habe, um über diesen Film zu sprechen. Hallo Marlon. Hi. Na, alles fit? Ja, also bei mir schon, ja. Bei dir? Bei mir ist alles Knorke. Mittendrin steht nur dabei. Wie du merkst, habe ich ja heute einige Filmbesprechungen. Und da ist natürlich hier viel Organisation notwendig. Aber hey, für euch da draußen, da mache ich das gern. Wie sieht's aus? Dass du die Sachen nicht verwechselst am Ende. Nee, da ist ein System dahinter. Keine Sorge. Was gibt's eigentlich Neues bei dir im Kanal? Bei mir, also es hat sich einiges getan seit letztem Mal. Ich bin ja jetzt nicht mehr allein unterwegs. Ich habe mich ja jetzt mittlerweile Jonas angeschlossen, also Jonas von Nerdzone. Und produziere da meine Videos. Vorwiegend eigentlich nur noch Videos über Filme, also weniger über Comics, so wie vorher. Mehr hat sich eigentlich nicht wirklich getan. Ich bin halt jetzt einfach auf dem Kanal und habe auch den Content etwas anders ausgerichtet. Hast du da irgendwelche Lieblingsfilme oder so einen Fokus auf irgendein Genre? Ja, es bleibt halt irgendwie schon bei den Comicfilmen hängen, so ein bisschen. Also davon habe ich mich nicht so ganz entfernt. Und ich habe mich auch schon so ein paar andere Richtungen bewegt, so ja, Kritik an Hollywood allgemein oder halt Videos über die Filmindustrie, aber das habe ich noch nicht so ganz ausgeprägt. Also aktuell sind es halt hauptsächlich Videos über Comicfilme immer noch. Ja, cool. Hast du denn zuletzt Venom gesehen? Venom habe ich gesehen, ja, habe ich gesehen. Aber ich habe mir die Review verkniffen, weil ich die Jonas lassen wollte. Mhm. Weil ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber es war halt so eine Art Meme auf unserem Kanal. Also auf dem Kanal, nicht auf unserem. Es ist ja sein Kanal eigentlich eher. Dass wir uns halt über den Film lustig gemacht haben. Und er wollte die Review machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann lasse ich ihm die. Aber ich kann so viel sagen, dass ich den Film so fand, wie ich erwartet habe. Er war irgendwie etwas nichtssagend. Und Okay, spannend. Auf was freust du dich? Was ist so das Nächste, worauf du Bock hast? Ja, auf jeden Fall so in die Superheldenrichtung Into the Spider-Verse. Der erscheint jetzt nächsten Monat. Mhm. Und so von anderen Filmen, da fragst du mich Sachen. Ich habe irgendwie so ganz den Überblick verloren, was so in anderen wirklich großen Filmen demnächst erscheint. Ja, es sind ja so viele, da kann man wirklich den Überblick verlieren. Also im Dezember oder November kommt jetzt noch Aquaman. Ja, Aquaman, zum Beispiel. Stimmt. Der, heute gab es erste Kritiken, also so erste Indizien, wie es aussieht. Und es scheint, wenn man den Gerüchten glauben kann, ein sehr passabler Film zu sein mit überraschend guten Effekten, was mich wirklich freut für einen DC-Film. Allerdings ist zum Beispiel die Interaktion zwischen Aquaman und Mera mal mehr, mal weniger gut. Aber das sind so Sachen, ohne den Film gesehen zu haben, kann man dazu wahrscheinlich nichts schlau sagen. Und es sind doch alles nur Gerüchte. Ja, sowas habe ich mir irgendwie auch schon gedacht, als ich es gab ja diesen Extended Trailer vor einiger Zeit, wo man halt so eine Interaktion gesehen hat und das war halt irgendwie schon irgendwie etwas gestelzt, fand ich, zwischen den beiden. Aber ich bin gespannt tatsächlich, den habe ich ganz vergessen, dass der rauskommt. Ganz gut, vergessen? Ich bin geschockt. Ja, ich bin bei DC gar nicht so up to date, aber wo du es sagst, auf Shazam freue ich mich noch. Der sieht auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Der kommt ja, glaube ich, schon im Februar raus, nicht wahr? Nächstes Jahr. Echt? So früh schon? Okay. Oder im April. Nee, ich glaube Februar. Okay, cool. Naja, machen wir uns nichts vor, wir werden ihn so und so sehen. Egal wann. Ja, klar, natürlich. und heute geht es um einen Film, der so absolut rein gar nichts mit diesem Genre zu tun hat. Er ist ein Film, der auch
sag ich mal, nicht so ganz so von Fantasy oder abgedreht oder Spacey oder Effekt geladen ist. Und 12 Jahren übrigens freigegeben, das wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Heute geht's um Backstabbing for Beginners. Und Backstabbing for Beginners ist ja mal sowas von ein Thriller. Also ist ein Stück weit vielleicht auch Drama und ich glaube, er beruht auch auf wahren Begebenheiten. Also genau genommen basiert er wohl auf den Memoiren von einem Michael Suzanne oder so. Mhm, ja. Und du hast jetzt die Gelegenheit, einfach mal zu versuchen, die Geschichte des Films spoilerfrei zusammenzufassen. Spoilerfrei, okay, das ist schwer. Also Michael Susan ist ein Sohn eines UN-Abgeordneten, der von 83, glaube ich, beim Anschlag auf die amerikanische Botschaft in Lissabon umgekommen ist. Und aufgrund seines aufgrund des Jobs seines Vaters versucht er halt auch Diplomat zu werden bei der UN. Und ja, das läuft halt für ihn lange Zeit nicht so gut. Ich glaube, im Film wurde gesagt, er hat versucht, sich viermal schon zu bewerben und ist halt, hat es halt nicht geschafft, bis er halt irgendwann an einen Charakter namens Pascha gerät, der von Ben Kingsley gespielt wird, der halt seinen Vater kannte und der halt als eine Art Protégé aufnehmen möchte. Und das entwickelt sich halt in eine etwas unangenehme Richtung, als halt das Ganze mit dem, ich weiß nicht, war das früher so bekannt? Ich habe davon noch nie gehört, von dem Öl für Lebensmittelprogramm. Das war halt so ein Programm von der UN, wo, ja, da, also ganz kurz so, wo die halt das Öl vom Irak beschlagnahmt wurde, sozusagen verkauft wurde von der UN und dann halt mit dem Geld, was damit eingenommen wurde, Lebensmittel für die irakischen Bürger gekauft wurde, dass die halt ein besser leben und nicht mehr verhungern, so wie damals halt. Mhm. Und ja, in diesem Programm gibt es halt einige Korruptionen und das deckt sich halt so langsam auf im Verlauf des Films. Mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Mhm. Wir haben tatsächlich einfach auch, weil es wohl auf diesen mehr oder weniger also wahren Begebenheiten basiert, immer auch so ein bisschen Dokumentarstil. Wir sehen immer mal wieder so Aufnahmen, die also echte, reale Aufnahmen zeigen, speziell eben aus dem Irak. Also da gibt es diese ganz berühmten Aufnahmen, wie zum Beispiel diese Statue von Saddam quasi geköpft wird. Ja, das ist bekannt, das hat man so auch mal irgendwann im Fernsehen gesehen. Und das ist alles so in den Film mit reingeschnitten. Wir haben also eine größere Zeitlinie, die sich auch über mehrere Jahre erstreckt. Und innerhalb dieser mehreren Jahre spielt die eigentliche Handlung, indem wir eben sehen, wie Michael, gespielt von Theo James, heißt der gute Mann, der eben die Hauptfigur hier ist, quasi seine Karriere hinlegt und eben mit Ben Kingsley, in dem Fall eben Pascha, zusammenarbeitet, der ein, was ist der UN? Ist der Generalsekretär. Botschaft? Generalsekretär, ja, ich weiß nicht, also Pascha jetzt ein echter Name ist, keine Ahnung, bin ich nicht gebildet genug zu. Jo, und das sehen wir eben, und dabei passiert eben viel. Also ich meine, ist klar, es ist ein Thriller, es geht in der UN, es gibt diese UN-Perspektive, es spielt viel im Iran und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass es natürlich auch bei diesen Diplomaten, um die es ja hier geht, also es ist ein Film, der sehr mit der Diplomatie und Umgang untereinander auf internationaler Ebene eben das zum Thema hat, auch sowas wie Spione zum Beispiel eine Rolle spielen oder Leute, die eben anscheinend mindestens zwei verschiedene Parteien vertreten und so. Und das Ganze hat wohl dann auch verschiedene Sachen, also legt zum Beispiel auch eine Perspektive auf das Thema Bestechung zum Beispiel und viele weitere Sachen. Und ja, ich muss mal sagen, ist schon mal generell mal schön, Ben Kingsley mal wieder was zu sehen, wo er ein bisschen was zu tun hat. Denn zuletzt habe ich ihn zum Beispiel gesehen in dem Film Intrigo, ein Thriller auch wieder, ein norwegischer oder zumindest skandinavischer Thriller. Und das war jetzt nicht seine größte Leistung. Wie fandest du denn das, was Ben Kingsley hier an schauspielerischer Arbeit hingelegt hat? Also ich habe mir sofort wieder so gedacht, okay, das ist halt so ein etwas kleinerer B-Movie und obwohl eigentlich Ben Kingsley so ein großer Hollywood-Schauspieler ist, taucht er immer wieder in solchen Rollen auf. Aber ich finde, es war schon gut besetzt, aber es war halt irgendwie trotzdem Ben Kingsley. Ich habe das Gefühl, dass er halt immer dieselbe Rolle spielt. Und das ist halt auch bei dem Film wieder so ein bisschen aufgefallen. Er spielt halt immer den etwas verdächtigen, ja, wie sagt man dazu? Ich will jetzt nicht Meister sagen, aber Mentor, ist ein Mentor. Mentor ist das richtige Wort, genau. Halt immer diesen etwas verdächtigen Mentor, der halt irgendwie was im Schilde führt. Das ist halt irgendwie so ein bisschen seine Standardrolle mittlerweile geworden. Und auch das verkörpert er halt wieder hier.
Und allgemein von der schauspielerischen Leistung fand ich ihn okay. Also mir ist nichts Negatives aufgefallen, nichts Positives. Es ist halt Ben Kingsley, wie man ihn kennt und wie man ihn liebt vielleicht auch. Das Ganze spielt ja eben auch im Iran, ist ja auch ein Setting, wo ich sagen muss, da habe ich jetzt gar nicht so den Plan von. Also ich war noch nie in der Region und ich kenne eigentlich auch, wenn, also mehr als grob und oberflächlich die Situation und die letzten, sage ich mal, 20 Jahren da, also die Geschichte des Landes. Aber so ein paar Sachen kommen mir eben schon bekannt vor. Also ich meine, dass George W. Bush da offensichtlich Massenvernichtungswaffen entdeckt haben will und aufgrund dessen Invasion da eben auch vorgenommen hat, dass der Iran wahrscheinlich bis zum heutigen Tag in einem gewissen Rahmen... Du sagst die ganze Zeit, es ist der Irak, nicht der Iran. Entschuldigung. der Irak, dass der Irak in einem gewissen... ja, auch, es liegt daran, dass ich einen Podcast gerade gehört habe zum Thema Iran, daran liegt es. dass der Irak natürlich in einem gewissen Rahmen auch einfach quasi am Boden liegt, könnte man schon sagen. Also, dass einfach natürlich die administrativen und Verwaltungsstrukturen in einem gewissen Rahmen einfach zerstört worden sind. Also, die Amis sind da rein und sind wieder raus, ohne irgendwas aufzubauen oder an System zu etablieren. Das sind so die Sachen, die ich irgendwie noch grob im Kopf habe und die ja auch da thematisiert werden. Findest du das sowas spannend? Willst du sowas in einem Film sehen? Im Endeffekt ist es nicht mein Genre, was wir wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, gerade beim Einstiegsgespräch. Ich fand es halt mal so abwechselnd interessant, sowas zu sehen, aber ich fand es auch dadurch, dass es halt auf einer wahren Geschichte basiert, war es so vorhersehbar. Und auch wenn ich diesen Konflikt da interessant fand, aber irgendwie hat es mich nicht so ganz gepackt. Verstehe ich, ja. Vielleicht, weil mir dann der reale Bezug dazu fehlt, weil es auch die ganze Geschichte vor meiner Zeit spielt, wenn man das vielleicht alles mitbekommen hat, so wirklich, dann wäre es vielleicht irgendwie etwas packender gewesen. Aber ich war jetzt nicht so drin im Film, sagen wir. Ja. Verstehe ich richtig, dass du sagst, wenn du quasi so ein bisschen mehr Background hättest, auch geschichtlichen, politischen und eben einfach Wissen, dass du dann mit dem Film eventuell hättest mehr anfangen können? Ich glaube schon, ja. Weil diese ganze Sache hat natürlich wahrscheinlich noch viel größere Wellen geschlagen in Wirklichkeit, als es in dem Film dargestellt wurde. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es halt einfach besser rübergekommen wäre, wenn man halt auch so ein bisschen die Hintergründe kennen würde, weil es war halt doch etwas simpel dargestellt. Ich muss ja sagen, ich persönlich finde es immer ganz cool, so Thriller zu sehen, so die halt quasi Leute in Anzügen zeigen oder in Business Suits auf jeden Fall. Und dann gibt's da so irgendwie einen Twist und irgendwie so eine Doppelmoral und alles ist so ein bisschen verkopft auch irgendwie. Also ich überlege gerade, auf die Schnelle fällt mir ein, The Secret Man, den ich hier auch rezensiert habe beim Telestammtisch mit Liam Neeson. Es sind so Leute, die wichtig aussehen, die in Anzügen schnell durch kahle Räume laufen müssen, um Top-Secret-Akten anzugucken und Verhandlungen zu führen. Und dann gibt es geheime Treffen in Autos und Tiefgaragen und so. Ein Stück weit ist das ja dasselbe Genre, was eben auch dieser Film hier bedient, was ich schon irgendwie ganz geil finde. Nur gerade dann, und das ist natürlich auch die Zielgruppe dieses Films, muss man irgendwie was Besonderes bieten. Und jetzt so im Nachhinein frage ich mich, ob dieser Film in irgendeiner Form, außer eben seinem Setting, irgendwas Besonderes zu bieten hatte. Ja, und du hast gerade Thriller gesagt und ich muss ehrlich sagen, für mich ist bei dem Film keine Spannung aufgekommen. Vielleicht lag es daran, wie der Film halt anfängt, dass man halt ungefähr wusste schon so, worauf es dann am Ende hinauslaufen wird. Deswegen war ich halt irgendwie immer so hin und her gerissen, so ja, ich weiß es nicht. Interessiert mich das wirklich? Finde ich es wirklich spannend und für mich ist keine Spannung aufgekommen. Und es liegt wahrscheinlich auch daran, weil es halt auf einer wahren Geschichte basiert. Also ich weiß jetzt nicht, wenn Liam Neeson da irgendwie durch die Gegend sprintet im Anzug und irgendwelche Akten anschaut, dann ist es wahrscheinlich eine ausgedachte Geschichte, die ja natürlich auch viel spektakulärer dargestellt wird. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Filmmacher so nah an der Realität liegen wollten wie möglich. Und es hat sich halt auch so ein bisschen im Film wieder gespiegelt. Also wenn ich mir jetzt hier Bohemian Rhapsody anschaue, dann merkt man halt natürlich, dass das alles nicht so wirklich real ist, dass da so viele Sachen dazu geschustert wurden. Und der hat auf jeden Fall einen realitätsnahen Eindruck gemacht. Und das war vielleicht der Fehler vom Film. Kann ich nachvollziehen, ja. Es gibt ja neben diesen ganzen Punkten, die wir angesprochen hatten, eigentlich noch einen zweiten größeren Handlungsstrang. Und zwar ist es quasi, das verrät, glaube ich, auch das Promomaterial und die Trailer, es gibt eine Liebesgeschichte. Denn auch auf den...
auf den Plakaten groß dargestellt ist die dritte Person im Bunde. Kann ich wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, aber es gibt eine junge Frau namens Belchim Bilgin und die verkörpert hier quasi so eine Art Love Interest, allgemein gesprochen, auf jeden Fall die dritte im Bunde und ist quasi so ein, ja, einfach die Frau, die da mit unserem Protagonisten anbandelt. Fandst du das irgendwie spannend? Fandst du das cool? Fandst du das interessant oder ist das eher nicht so dein Ding? Eigentlich Liebesgeschichten so an sich in so Filmen gefallen mir schon immer ganz gut, aber du hattest auch vorhin gesagt, der Film spielt über mehrere Jahre, das wusste ich gar nicht. Das war auch so ein Punkt, der mich irgendwie richtig irritiert hat, so, weil ich das Gefühl hatte, dass alles so schnell passiert, und deswegen habe ich es auch nicht wirklich gepackt. Das habe ich einfach vermutet, also ich meine, er beginnt ja quasi und gen Ende innerhalb relativ kurzer Zeit ist er, dann ja so ein super wichtiger Typ, der vor der UN sprechen kann. Wir sehen ja den kompletten, also man muss einfach mal vor Augen führen, was da alles im Irak passiert ist. Also wirklich, wir sehen von Sturz Saddam bis Invasion, bis nach der Invasion, das ist auf jeden Fall mehrere, also, keine Ahnung, zumindest mehrere Monate. Ja, also aber irgendwie ging es mir trotzdem zu schnell. So, das habe ich halt nicht so ganz nachvollziehen können, diesen Aufstieg von ihm, diesen plötzlichen. Mhm, okay. Jo, also gibt es denn Punkte, wo du sagst, da müssen wir unbedingt noch drüber sprechen? Eigentlich nicht wirklich. Also ich würde es gerne so sagen, für was ich diesen Film so ein bisschen halte. Aber ich glaube, das hebe ich mir ja fürs Fazit auf, fürs Endgültige. Mhm. Weil das bringt mich schon die ganze Zeit so ein bisschen auf der Zunge. Du, pass mal auf, dann machen wir genau das. Wir bringen jetzt nämlich unser Fazit, wo ich dich auch bitten möchte, so eine Punkteverwertung zu geben. Also irgendwas zwischen 0 und 5 Punkten. Das kennst du ja, also 0 ist eine Katastrophe und 5 ein Meisterwerk. Feuerfrei. Also als Genrefilm und wenn man halt das Genre mag, dann kann ich mir vorstellen, dass der Film wirklich unterhaltsam ist. Ich bin halt einfach nicht so derjenige, der sich solche Filme anguckt. Für mich ist so das einer dieser Filme, wo man halt sich ins Bett legt und sich fragt so, ah, was schaue ich mir jetzt auf Prime an? Ah ja, Ben Kingsley, schauen wir uns mal den Film an und dann schläft man währenddessen ein. Jetzt nicht, weil der Film schlecht oder uninteressant ist, sondern einfach, weil es halt einfach ein etwas schwereres Thema ist. Also man muss auch wirklich Gefallen dran finden an solchen Filmen. Und deswegen würde ich jetzt persönlich von mir ausgehen, würde ich sagen, ich gebe dem Film eine 2. Mir hat er nicht ganz so gut gefallen, also nicht ganz so gut, eine 2 ist eigentlich eine nicht so gute Wertung. aber ich kann der Film da nicht viel mit anfangen. So als Genre-Wertung würde ich jetzt einfach mal halt einen Punkt besser in den 3 geben, weil ich mir vorstellen kann, es ist halt nicht der beste, spannendste Film in die Richtung, aber er ist auf jeden Fall gut gemacht. Die Schauspieler harmonieren eigentlich alle ganz gut, die spielen alle ganz gut. Also daran kann ich jetzt keinen Kritikpunkt finden, so wirklich. Es ist halt so ein Film, den man sich entweder auf Prime anguckt, wie gesagt, oder halt mal, ich weiß nicht, für 7,99 irgendwo beim Mediamarkt mitnimmt. Ja, ist aber schon viel Geld, da kriegst du viele gute Comics für, ne? Ja, für 7,99, ich weiß nicht, da kriegst du ein Comic und ein gebrauchtes vielleicht. Ist ungefähr in die Richtung würde ich mit meinem Fazit nämlich auch gehen. Ich persönlich fand den Film aufgrund seines Genres dem Grunde nach gut, aber auf keinen Fall herausragend. Also ich komme auch bei 3 von 5 Punkten raus, möchte allerdings das eben auf das Genre zurückführen. Ich mag Ben Kingsley und ich mag das auch, wenn da so der diplomatische Geschichten und Leute im Anzug, ich mag das einfach, diese Aufmachung und Atmosphäre, wie sehr gut funktioniert. Er hat halt 0 Alleinstellungsmerkmale. Also er ist wirklich in keinster Form irgendwas, was mir... Ich werde in der Woche schon nicht mehr so genau wissen, worum es da ging. Ja? Und auch dieses ganze Ding mit diesem Öl für Essen oder Öl für Nahrung, Lebensmittel, genau, Öl für Lebensmittelprogramm, habe ich noch nie gehört. Echt, ich bin halt auch ein bisschen dumm, ich will das nicht ausklappen, nicht verneinen, aber habe das noch nie gehört. Das hätten 1000 andere Programme sein können. Es ist so absolut austauschbar alles. Und ich finde halt zum Beispiel auch, dass den einzigen individuellen Punkt, den der Film hat, nämlich das Land, in dem er spielt, der Irak, da hätte so sehr viel mehr Besonderheit des Iraks herausgekehrt werden können. Ich war noch nie da, aber man hätte halt Leute und Land und Leute einfach zeigen können oder wirklich viel mehr auf diese Besonderheiten oder dieses, wie genau ist das jetzt mit den Kurden? Ja? Oder wie genau ist das jetzt mit dem Umgang mit Frau und Mann? Warum gibt es da irgendwie so die Richtung? Aber da war nicht wirklich was da. Es sind alles stumpfe, brutale Leute. Es gibt so ein bisschen hin und her. Aber ja, aber so richtig, richtig herausstechen tut mir eigentlich nichts. Insofern kann ich das auf jeden Fall mit den 3 von 5 Punkten auch nur unterstreichen. Es ist halt irgendwie, ja, das ist gut gesagt. Und ich frage mich auch, wie dieser Film zustande gekommen ist.
Weil ich habe mir auch mal den Regisseur angeschaut, so ein bisschen vorhin. Und der hat halt schon seit längerem keinen Film mehr gemacht. Und dann frage ich mich so kommt jemand auf ihn zu? Ja, wir haben hier dieses Buch, weil ihr müsst wissen, Michael Susan gibt es halt wirklich. Der hat auch ein Buch drüber geschrieben, was auch denselben Titel trägt. Und da frage ich mich halt, wie ist das zustande gekommen? Einfach so, ja, wir machen jetzt daraus einen Film. Und es ist auch ein dänischer Film tatsächlich, der halt in den USA und im Irak spielt. Also es sind auch, wie gesagt, amerikanische oder englische Stars dabei. Und der einzige Aufhänger daran, dass es halt ein dänischer Film ist, ist halt, dass die Mutter des Hauptcharakters aus Dänemark kommt. Mhm. Und da frage ich mich halt schon so, wie kommt das zustande? Wer ist auf die Idee gekommen, daraus jetzt einen Film zu machen? Und wer das unterstützt? So, verstehe ich nicht ganz. Hätte eigentlich die Welt nicht unbedingt gebraucht. Nee. Ist aber halt ein schöner Zeitvertreib, so nebenbei mal, wenn man sich halt für Genre interessiert. Ich glaube, über den Film haben wir so ziemlich alles gesagt. Unser Fazit ist gezogen und wer will, kann ihn sich ja durchaus mal reinziehen. Ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn der schon morgen bei dem von dir angesprochenen Streaming-Portal deines Vertrauens auftaucht. Und was hast du eigentlich zuletzt gesehen im Kino? Zuletzt im Kino habe ich Bohemian Rhapsody gesehen. Fand ich sehr unterhaltsam, muss ich sagen. War ein schöner Film, wie ich auch schon gerade angesprochen habe, natürlich etwas fabriziert an einigen Stellen, aber trotzdem gut gemacht. Für Queen-Fans ein richtiges Highlight und ich bin persönlich ein richtig großer Queen-Fan. Also habe ich nicht enttäuscht, der Film. Da hört man sehr viel Gutes auch raus, ne? Ja. In den Staaten wird er zerrissen, in Europa wird er eher in die Höhen gelobt. Das finde ich schon ganz interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung auch sein kann. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte von Queen und Freddie Mercury? Ich kannte sie im Endeffekt schon vorher, also vor dem Film, ja, also so ungefähr. Natürlich hat der Film auch noch ein paar Insights gegeben. Die Frage ist halt, wie genau sind die denn auch wieder? Weil im Vorhinein gab es ja auch relativ viel Stress mit dem Film. Ich glaube, der ist schon seit 2010 in der Produktion im Endeffekt. Und am Anfang hatten sie ja Sacha Baron Cohen, also den Borat-Darsteller, als Freddie Mercury gecastet. Und der ist halt dann angeblich, also nur angeblich gegangen, weil sich die Band halt im Endeffekt in einem besseren Licht dastehen lassen wollte, als sie wirklich gewesen ist. Und sehr interessante Geschichte, auch allein schon hinter dem Film. Aber ja, ich interessiere mich schon für die Hintergrundgeschichte eigentlich, auch die echte hinter Queen. Ah, ich habe so Bock auf den Film, ey. Ich hoffe, ich finde nochmal die Zeit, mir den zu geben, solange der noch im Kino läuft. Ich habe es leider nicht geschafft. Ach, ich bin noch, der läuft bereits eine Woche. Allein schon die Songs, ja. Cool, mega cool. Marlon, erneut danke ich dir vielmals für deine Zeit und für deine Expertise und auch, dass du uns mal deine Eindrücke zum Film geschildert hast. Denn ich finde, es ist immer das eine, wenn man irgendwie über Filme spricht, auf die man eh Bock hat. Ich meine, wir hätten jetzt hier bestimmt auch 2 Stunden lang über den neuesten Marvel-Streifen quatschen können. Aber ja, wenn man sich eben mal mit Filmen beschäftigt, wo man, die man jetzt eben nicht kennt und vielleicht auch nicht unmittelbar zur Zielgruppe gehört, das finde ich manchmal deutlich interessanter, weil man dann eben nicht so in so Klischees verfällt, alles nur in den Himmel hochzuloben, sondern eben auch mal ein paar Sachen einfach scheiße finden darf. Klar, fand ich auch eine sehr interessante Erfahrung mal. Und es hat mich auch etwas inspiriert, vielleicht doch mal andere Filme anzugucken und dann halt mal 1-2 Zeilen dazu nur auf Twitter zu schreiben oder sowas, einfach mal ein paar anderen und kleineren Filme Chance zu geben. Weil auch wenn der Film jetzt nicht so großartig gewesen ist, gibt es bestimmt noch Filme halt mit derselben Größe so ungefähr von der Produktion her, die wahrscheinlich um einiges besser sind, die vielleicht niemand angucken würde. Da gibt es sehr viel und wirklich auch viele tolle Sachen, die da jetzt eben aktuell bei den Streaming-Portalen auftauchen. Macht es mal. Das Problem ist ja eigentlich gar nicht die Möglichkeit oder die vielleicht auch die Lust, sondern ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meistens auch die Zeit. Man muss auch Klar. die Zeit finden, sich die Dinger zu geben, ne? Jeder kennt es, man legt sich am Abend halt irgendwie auf die Couch und dann überlegt man sich, schaue ich mir jetzt irgendwie diesen neuen, unbekannten kleinen Film an und dann gucke ich mir zum 5. Mal Pulp Fiction an oder sowas. Ja, oder jetzt mal so unter uns, gell? Wir lesen ja beide ganz schön gern Comics und gucken auch ganz schön gern mal Filme. Ja. Wenn du abends, keine Ahnung, um 9, um 10, weil du bist schon so halb müde, du weißt noch nicht so genau, ob du jetzt ins Bett gehen willst oder nicht, was machst du? Liest du nochmal einen Comic, guckst du nochmal einen Film oder versuchst du nochmal eine Serie reinzuschauen, was machst du? Also normalerweise, ich muss ehrlich sagen, ich bin mit Comics lesen irgendwie sehr im Verzug geraten. Ich habe einen Lesestapel des Todes mittlerweile hier liegen und lese halt nur noch ab und zu in der Bahn einen Comic, was ich mir jetzt noch schnell am Bahnhof gekauft habe. Also greife ich oftmals zur Serie und ich bin auch dazu übergegangen, mittlerweile viele Serien viel zu schnell durchzugucken,
Also ich weiß nicht, ob du BoJack Horseman gesehen hast. Da habe ich vor einer Woche mit der ersten Staffel angefangen und bin jetzt schon fast wieder durch. Es ist schlimm. Nee, also ich habe nur ich glaube, die ersten 2 Folgen oder so. Ich hab's einfach, ich komme nicht zu nix. Ich habe eigentlich, mein nächster großer auf der Liste steht eigentlich die 3. Staffel von Daredevil, die ja herausragend gut sein soll, aber da habe ich leider noch nicht die Zeit für gefunden. Die hast du noch nicht gesehen. Oh, da habe ich Nein! mich richtig drauf gefreut. Ja, die ist wirklich richtig gut geworden. Ich hoffe, es gibt doch eine 4. Staffel. Es kommt ja jetzt wahrscheinlich eh bald der Disney Streaming Service und viele vermuten ja auch, dass die ganzen Netflix-Serien halt auf den Service umziehen werden. Ich hoffe jetzt einfach mal da drauf und ich vermute es auch ziemlich stark, dass halt Disney von Anfang an nicht die Kapazitäten haben wird, halt auch das Ganze in Europa anzubieten. Deswegen schätze ich mal, dass Netflix die Lizenz für die ganzen Serien zumindest in Deutschland behalten wird. Wenn wir Pech haben, halt mit ein bisschen Verzögerung, dann zum US-Start. Aber ich hoffe, da geht's noch weiter, weil das war wirklich hammermäßig. Ich bin gespannt, es wäre schön, wenn wenigstens eine dieser Serien überlebt und nicht alle abgesetzt werden, ne? Also ich meine, Luke Also Cage vor allem. und Iron Fist gibt es ja nun nicht mehr, ne? Ja, aber um die beiden finde ich es auch nicht so schade. Viele mochten ja Luke Cage so gerne. Aber ich muss sagen, dass ich Luke Cage eigentlich immer re relativ langatmig und langweilig fand. Iron Fist genauso. Da waren Daredevil und Punisher und Jessica Jones schon die interessanteren Serien, muss ich sagen. Ja. Alles klar, Marlon, ich danke dir vielmals für deine Zeit und würde mich freuen, wenn wir das Kein ganz Problem. bald wiederholen können. Sehr gerne, sehr gerne. Bis dann, ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen hier zur niegelnagelneuesten Kuschelfilmkritik beim Telestammtisch. Und Kuschelfilmkritik, das heißt, dass ich einen Gast zur Besprechung am Start habe, der seinesgleichen sucht. Hi, Schatz. Hallo. Wir haben zusammen einen Film geguckt. Mal Wie ist denn wieder. der Film? Vincent van Gogh, also Loving Vincent hieß der. Und es ging um das Leben von Vincent van Gogh. Der ist vor einiger Zeit schon in die Kinos gekommen und wird jetzt am 25.05.2018 auch als Home Release käuflich erwerbbar sein. Geht 95 Minuten. Ist vom Regisseur, Regisseurin Dorota Kubiela und Hugh Welchman, ist meines Wissens irgendwie auch eine Co-Produktion eben zwischen britischen Leuten und ich glaube polnischen. Ja, ich glaube, das ist irgendwie eine Co-Produktion. Und jo, Loving Vincent. Bevor wir uns jetzt dem Film selbst widmen, ne? Wir erinnern uns mal so ein bisschen an unsere Schulzeit und Vincent van Gogh hat, glaube ich, Bilder gemalt. Was wusstest du denn vor dem Film eigentlich über Vincent van Gogh? Also ich hatte im Gedächtnis, dass er ein Maler des Impressionismus war. Das heißt, er hat mit kurzen, sehr feinen Malstrichen gemalt und es war sehr anders als der folgende Expressionismus, der sehr grelle Farben benutzt hat, sehr auch neue Formen oder ja, sehr ausdrucksstark war und der Impressionismus war eher sehr fein und sehr geduldig und sehr, ja, aus kleinen feinen Pinselstrichen zusammengesetzt. Das wusste ich noch und ich wusste auch, dass, oder ich hatte noch in Erinnerung, dass er sich das Ohr abgeschnitten hat. Und ja, ich denke, der Name lässt auch auf einen Holländer zu schließen. Ja. Ja, auf jeden Fall ungefähr so auch. Auch gerade die Sache mit dem Ohr, ich glaube, dafür ist er bekannt. Wer in seinem Leben schon mal einen Absinth von der Marke Tabu getrunken hat, der weiß auch ungefähr, wie das mit dem gewesen ist. Der hat sich wohl im Absinthrausch ein Ohr abgeschnitten und das wohl seiner Geliebten oder einer geliebten Prostituierten wohl geschenkt. Und sein Gesicht ziert quasi der die Flasche eben. Ja, und das ist ziemlich alles, was ich von dem wusste. Ach ja, und er hat so Sonnenblumen gemalt. Die sind, glaube ich, auch mega bekannt. Ja, ich hatte schon das eine oder andere Bild von ihm gesehen, unter anderem den Seerosenteich oder ja, das habe ich sogar bei Malen nach Zahlen nachgemalt. Danke, dass du diese Info mit uns teilst. Ja, und jetzt haben wir also den Film geguckt, einen Animationsfilm, Loving Vincent.
der natürlich eine Geschichte hat. Er erzählt grundsätzlich quasi von einem jungen Mann, der so ein bisschen den Tod von Vincent van Gogh nachrecherchiert und so ein bisschen so eine Detective Story. Aber das Besondere daran ist eben eigentlich die Art und Weise, wie er produziert wurde. Er ist nämlich quasi eigentlich ein Animationsfilm. Wie würdest du mit deinen Worten beschreiben, was das Besondere an diesem Film war? Sicher, dass er ein Animationsfilm ist. Also ich denke eher, also er ist, besteht nur aus Ölgemälden und da wurden auch wohl, also waren 100, ungefähr 100 Künstler dran beteiligt und haben jedes einzelne Bild quasi gemalt oder jede einzelne Szene und dann wurden die Menschen und noch ein paar andere Dinge rein animiert. Aber es war wohl ein sehr aufwendiges Projekt und ja, also viele Bilder von Vincent van Gogh tauchen da auf und ich denke, es ist ein Balsam für die Seele, wenn jemand sich wirklich mit den Gemälden Vincent van Goghs auskennt, weil er da vieles wiedererkennen wird. Auf jeden Fall. Wir haben also hier einen Charakter, eigentlich sind Namen völlig irrelevant. Also das ist durchaus ein Animationsfilm, aber eben kein Computeranimationsfilm, sondern eben animiert gezeichnet quasi, ja. Und wir sind also, ich glaube, es waren eine ganze Menge Künstler, die hier wirklich Frame by Frame, Bild by Bild bereits geschauspielerte Szenen, also die wurden tatsächlich von Schauspielern in Kleidungsstücken eben geschauspielert und die haben dann diese Bilder, diese Animation, die einzelnen Frames, die, haben die nachgemalt. Und so haben wir quasi hier einen riesen Animationsfilm, der in seiner Gesamtlänge also voll animiert ist und der hangelt sich so ein bisschen eben an den verschiedenen Werken von Vincent van Gogh entlang. Also es gibt da eben wirklich, wir haben dann im Nachhinein mal geschaut, was gibt's da eigentlich alles so für Bilder von dem und wir können ganz, ganz viele Bilder. Also er hat irgendwie, gibt beispielsweise einen Doktor, ja, den am Ende des Films trifft, der Vincent van Gogh wohl irgendwie eben auch behandelt hat oder zumindest besser kannte. Und genau diese Position, wie dieser Schauspieler dort sitzt, welche Klamotten er trägt, welchen Gesichtsausdruck er hat, das gibt's in der Form auch in einem original gezeichneten Bild von Vincent van Gogh. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, die es gibt. Es gibt eine Szene irgendwie auf einem Acker, glaube ich, also in einem Feld, wo dann irgendwelche Raben hochfliegen, auch schon leicht abstrakt irgendwie. Und da ist es so, dass es eben auch eines von den vielen Bildern Vincent van Goghs, die genutzt worden sind, um hier eine Geschichte zu erzählen, die so in der Form wahrscheinlich nicht stattgefunden hat. Die Geschichte selber ist eben eine fiktive Geschichte, wo eben jetzt Charaktere von den Bildern genommen werden. Diesen Charakteren wird ein Hintergrund gegeben. Teilweise haben die ja auch Namen, weil man sie kennt. Und da wird hier eben jetzt wie so eine Art Detektivgeschichte. Also ich habe mir jetzt echt dieser Vergleich zu Computerspielen wie beispielsweise also Point-and-Click-Adventure, wie meinetwegen Baphomets Fluch oder sowas und ein Stück weit irgendwie auch Monkey Island, wo du halt, oder Indiana Jones oder, wo du quasi eine Person ansprichst, sie etwas fragst, sie gibt dir eine Information und mit dieser Information gehst du zur nächsten Person, konfrontierst du mit dieser Information, befragst sie zum selben Sachverhalt, kriegst dann wieder neue Aussagen oder widersprüchliche Aussagen teilweise und dann geht's wieder zurück zur ersten Person, um sich dann wieder mit dieser neuen Situation zu konfrontieren. Also ein bisschen so ein Hin und Her von eben dem Protagonisten, dem wir hier die ganze Zeit folgen. Wir können Namen, also der gute Mann nennt sich Armand Rollin und das ist wohl der Sohn vom Postboten Vincent van Goghs gewesen. So genau kenne ich mich da gar nicht aus. Wie hat dir das denn gefallen? Also eher so als Protagonist, wie fandst du ihn denn? Also ganz gut. Inwiefern? Naja, also zum Beispiel ist ja alles gezeichnet und wir haben ja grundsätzlich einen Schauspieler, der quasi die Vorlage für diesen Film war. Hat der dir denn, also ist von dem Schauspieler noch was durchgekommen oder war dieser Effekt von diesem Gezeichneten, von diesen Ölgemälden, auf den dieser Film basiert, so krass an der Optik, dass du gar keine Gelegenheit hattest, den Schauspieler und seine schauspielerische Leistung wahrzunehmen? Also ich finde, dass die Emotionen auch sehr gut überbracht wurden. Und dass das sehr gut dargestellt werden konnte. Und ich finde auch den Schauspieler, also der wurde ganz gut getroffen. Ich habe teilweise, also ich habe mal ein Foto gesehen von dem Schauspieler und von dem Gemalten, das trifft schon ganz gut, ja. Ganz am Ende des Films, wenn dann die Credits durchrollen, sehen wir teilweise auch Vergleiche von
den Bildern, die zugrunde gelegt wurden und dem, was man dann daraus gemacht hat. Das war ganz cool. Ich werde hier noch verlinken zwei Videos, die ich auf YouTube gefunden habe, wo wir ein bisschen wie so aus einem Making-of den Produktionsprozess sehen. Da sieht man einfach mal, wie die das gemacht haben, wie aufwendig das war, das hier jeweils dann eben auch darzustellen und deine Geschichte draus zu spinnen und eben auch vielleicht noch so ein paar O-Töne. Also das ist ganz spannend. Die Geschichte selber, wenn wir uns jetzt die mal angucken, die ja eben, wie gesagt, so ein Jahr nach dem Tod Vincent van Goghs spielt, und so ein bisschen so Kriminalgeschichte irgendwie erzählt, ja. Also wie war sein Tod, wer war beteiligt, was ist die jeweilige Wahrnehmung der einzelnen Leute gewesen? Wie spannend fandest du das? Ich fand es schon sehr spannend. Also das Ende wird ja auch ein bisschen offen gelassen, das kann man schon sagen, weil es einfach zwei Theorien gibt über den Tod von Vincent van Gogh. Also einmal, dass er sich selbst erschossen hat und dann wird es aber mehr oder weniger von einem Arzt widerlegt, dass das gar nicht sein kann, weil der Einschusswinkel ziemlich komisch ist sozusagen und weil man sich ja eher ins Hirn schießt, wenn man sich selbst umbringen möchte. Und deshalb gibt es eine neuere Theorie, die quasi besagt, dass es ein Unfall war oder dass er halt ermordet wurde und so, ja. Das ist für den Zuschauer auch ganz spannend. Es ist immer wie so ein Twist. Du denkst immer, du wüsstest jetzt, okay, er hat sich selbst umgebracht oder du hast jetzt so einen krassen Verdacht, wer es gewesen sein könnte. Und plötzlich gibt es eine neue Person, die eine neue Perspektive reinbringt, weil plötzlich irgendeine Waffe im Spiel ist, die vorher noch gar keine Rolle gespielt hatte oder angebliche Zeugen, die was gehört haben wollen. Und schon könnte es alles komplett anders sein, als man jetzt eigentlich dachte, wie es jetzt definitiv gelaufen sein müsste. Wem würdest du diesen Film empfehlen? Du hast jetzt gemeint, dass du Vincent van Gogh genau wie ich jetzt auch noch nicht so sehr viel über sein Leben wusstest. Würdest du sagen, das ist für Leute, die sich mehr mit der Person beschäftigen wollen, Leute, die generell mal Interesse haben an dieser Art des Animationsstils, wofür übrigens unter anderem jetzt auch zuletzt 2018 nominiert gewesen ist für den besten Animationsfilm bei den Oscars 2018. Es gibt eine ganze Menge Sachen, wo er Auszeichnungen gekriegt hat. Er ist unter anderem auch ausgezeichnet gewesen für ja eben beste Animationsfilm beim Europäischen Filmpreis 2017 und so weiter und so weiter und so weiter. Also ein Werk, das wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber wem würdest du diesen Film empfehlen? Also ich kenne schon ein paar Freunde, die halt generell sich auch für Kunst interessieren oder so für Malereien. Denen würde ich das empfehlen, aber es ist auch schon eine unterhaltsame Story. Also ich glaube, die haben es halt ganz gut geschafft, dass man nicht nur ein Ölgemälde nach dem anderen sieht, sondern dass man halt so noch eine Story dabei hat und deshalb bleibt es spannend. Was ich allerdings finde, ist, dass der Wechsel teilweise zu schnell war. Also dass man sich gern das ein oder andere Bild länger angeschaut hätte. Und man hat halt so das Gefühl, es ist so sehr schneller Wechsel und auch dann kommt hier noch ein Farbpunkt dazu und da. Und das fand ich manchmal ein bisschen too much. Also ich hätte mir gewünscht, dass das ein oder andere Gemälde dann noch ein bisschen länger bleibt, damit man einfach erkennt, aha, okay, das ist jetzt wieder ein Gemälde. Würde ich sagen, kommen wir vielleicht zum Fazit, zum jeweiligen. Ich möchte genau den letzten Punkt, den du genannt hast, eigentlich auch so ein bisschen aufgreifen. Der Film ist einfach ein fantastisches Werk per se, der in dieser Art und Weise einfach ganz einfach beeindruckend ist. Man möchte gern, wie das ein Stück weit bei Ready Player One auch war, die einzelnen Bilder anhalten und sich nochmal ganz genau in Ruhe angucken, auf einem hochauflösenden Fernseher am besten. Das ist einfach beeindruckend. Wir sehen eine Szene, der eigentlich eine feste Kameraeinstellung, die Figur spricht, bewegt sich und im Hintergrund sehen wir ganz langsame Veränderungen des Hintergrundes. Beispielsweise Wolken, die sich ganz langsam bewegen, aber das wird eben auch gezeigt. Wenn man dann genau mal guckt, wie die sich bewegen, dann sehen wir auch, dass da immer wieder neue Striche hinzukommen, Pinselstriche, weil einfach im Hintergrund, also weil das alles, jedes Frame ist ein neues Bild und das hat teilweise auch so ein bisschen einen flackernden, es wirkt so ein bisschen flackernd teilweise, ist aber insgesamt wirklich faszinierend zu sehen, super unterhaltsam und kann dadurch für mich auch locker drüber hinwegtäuschen, dass er unter Umständen jetzt nicht die komplexeste Geschichte erzählt und sicherlich da bei der Story vielleicht noch die größten einfach Kritikpunkte einstecken muss, aber das wäre schon krass, wenn man da Kritik üben würde, denn im Grunde nach war das eine spannende Story, so ein bisschen einfach Detektivgeschichte mit wenig Humor auch, also ist nichts Lustiges in dem Sinne, aber allein schon aufgrund des ganzen Aufwandes, der betrieben wurde und der fantastischen Optik, würde ich, wenn ich Punkte vergeben würde, 4, vielleicht sogar 4,5 von 5 möglichen Sternen geben, weil da von mir auch subjektiv mindestens noch ein Bonuspunkt drinsteckt, auch für diese wirklich sehr beeindruckende Optik, die es mir irgendwie in mir irgendwie diesen Wunsch geweckt hat, mir den Film nochmal ganz langsam und ganz in Ruhe anzuschauen. Wie ist denn dein Fazit?
Okay, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was du mit Kritik an der Geschichte meinst, weil ich fand die Geschichte eigentlich sehr gut und es hat halt, wie gesagt, spannend bis zum Schluss geblieben. Und den Humor, der fehlt mir ehrlich gesagt auch nicht, weil der Vincent van Gogh ein sehr trauriges Leben hatte. Also der hat erst Ende 20 entdeckt, dass er quasi malen kann und hat dann aber viele, viele Bilder, also fast jeden Tag ein Bild oder sogar jeden Tag ein Bild in seinen letzten Jahr oder in seinen letzten Jahren gemalt und er ist auch nur 37 geworden und hat auch schwer mit Depressionen und psychischen Problemen und so weiter zu kämpfen gehabt und war sehr einsam. Also von daher hätte ich auch Humor, ehrlich gesagt, einen Fehl am Platz gefunden. Und ich würde dem Film auf jeden Fall 5 von 5 geben, weil das wirklich ein einzigartiger Film ist und vielleicht sogar noch ein Bonuspunkt, weil es einfach so aufwendig war. Und ja, es ist schon schön, wenn man sich so ein kleines bisschen für Kunst interessiert. Also ich bin jetzt nicht super interessiert, aber also ich kenne mich nicht super aus, aber ich bin eigentlich schon interessiert und gucke mir auch gerne das ein oder andere Bild in Museen an oder Galerien. Von daher, ja, fand ich den Film sehr schön und es war einfach einzigartig. Und das sollte man schon, also meiner Meinung nach, kann man das sehr wertschätzen. Und ich kann verstehen, dass er viele Preise gewonnen hat. Mein Schatz, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ich freue mich schon auf die nächste Besprechung. Ciao. Tschüss. Der Film, über den wir jetzt sprechen wollen, das ist so ein Film, da kann man ganz viel zu sagen und ganz wenig zu sagen. Und ich muss sagen, in mir hat er irgendwie das Bedürfnis geweckt, drüber zu sprechen. Und ich spreche nicht mit irgendjemandem drüber. Ich habe ja heute einen jungen Mann am Start, den habe ich in Stuttgart kennenlernen dürfen. Und seitdem, da folgen wir uns. Das ist ja, wie sich so Internet-Buddies so folgen. So über die Datenautobahn. Moin, Jens. Hi. Und, alles fit? Ja, alles easy. Alles cool. Was gibt's Neues bei dir? Bin gerade dabei, den neuen Comic fertig zu machen, Libelle und Drachenfaust und ansonsten arbeiten und ja, Filme gucken. Filme gucken. Kannst du eigentlich nebenbei arbeiten? Also ich habe jetzt diverse Comic-Künstler auch so mal schon im Interview oder im Gespräch gehabt, die dann quasi beim Zeichnen irgendwas gucken. Ich weiß zum Beispiel, der Helge Vogt macht das oder eben auch viele weitere. Kannst du das auch oder lenkt dich das ab? Nee, also ich finde es ganz cool, wenn Leute drumherum sind, irgendwie aber nicht direkt mit mir sprechen, so Kneipe oder bei uns in der Küche in der WG oder so, aber Film oder so. Kann ich mich, glaube ich, nicht konzentrieren und dann lenkt es mich eher ab. Ich kann Podcasts empfehlen. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Auch beim Kolorieren höre ich immer Podcasts. Guter Junge, guter Junge. Heute haben wir einen Film am Start. Da ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass er so ein bisschen, also ich habe den Pferdeflüsterer nie gesehen, ehrlich gesagt, oder zumindest nur ausschnittsweise. Auch den habe ich auch nicht gesehen. Aber ich habe natürlich zum Beispiel Brokeback Mountain gesehen. Und das ist jetzt quasi ja auch ein Film, der so in diese Cowboy-Schiene fällt. Heute geht es nämlich um The Rider. Und The Rider, der lief ja schon im Sommer in den deutschen Kinos, kommt jetzt allerdings am 16.11. auch fürs Heimkino raus. Da kann man sich den eben quasi auf ja, Disc kaufen. Und mal richtig schön zu Hause reinballern. Und ich finde, das ist ein Film, den kann man echt mal gesehen haben, oder? Das ist Wahnsinn. Also den hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der rauskommt oder dass den gibt, aber der ist wirklich bombastischer. Ist ein, erstmal um die Standards hier alle runterzuradern, wir haben hier ein Drama, ein Western-Drama, geht 1 Stunde 44 und hat eine Altersfreigabe ab 12. Regisseurin Chloe Zhao oder so, ist quasi für den Film verantwortlich und hat hier was auf die Leinwand gezaubert. Junge, Junge, das ist eigentlich ein stiller Film, ist eigentlich ein sehr ruhiger Film. Ja, aber ich denke schon, also so auch von der Machart, das könnte schon so Oscar, so Geheimtipp sein oder sowas. Wer weiß. Ja, könnte sein. Ist auf jeden Fall so ein bisschen arthausiger. Vielleicht sollten wir aber erstmal erklären, worum geht es eigentlich in The Rider und wer ist The Rider? Willst du da mal einen Versuch starten, die Geschichte zusammenzufassen? Ja, ich kann es probieren. Ich hoffe, ich spoilere nichts. Es geht um einen jungen Rodeo-Reiter, ich glaube, Brady heißt er. Und wir steigen sozusagen in die Geschichte ein, wo man ihn halt sieht, wie er eine ganz schwere Kopfverletzung hat und gerade frisch genäht wurde. Und eben gerade frisch, also man sieht es dann in so Rückblenden, dass er halt vom Pferd geflogen ist und das Pferd ihm auf den Kopf getreten ist und er darf halt deswegen nicht mehr Rodeo reiten. Dann hat er halt Schwierigkeiten da loszulassen, weil Rodeo halt sein Leben ist sozusagen und so sein ganzes Umfeld ist alles komplett Rodeo fixiert. Und er hat noch ganz tragische Familienverhältnisse. Irgendwie die Mutter ist 5 Jahre vorher gestorben und er hat noch eine behinderte Schwester und der Vater ist irgendwie so ein bisschen Spieler. Ja, also es ist alles relativ hart und man sieht halt ihm dabei zu, wie er probiert halt mit dem Leben klarzukommen. Und immer wenn man denkt, er kriegt das gerade so die Kurve, kommt halt wieder so ein Tiefschlag. Ja, und aber halt sehr, wie du gesagt hast, sehr ruhiger Film, sehr bildgewaltig, also viel halt im Wilden Westen sozusagen oder im Westen von Amerika. Ja, und es Ja. geht viel um den Typ und Pferde und so.
Und im Zentrum steht eben dieser Brady Blackburn, heißt die Figur. Wird übrigens gespielt von einem Schauspieler, der auch Brady, aber in dem Fall eben Jean Dreux oder sowas heißt. Und der Typ ist einfach der Hammer. Also man sieht halt sehr viele Nahaufnahmen von denen. Und das ist so einer, der schafft es wirklich mit einem bisschen Mimik einfach mega was zu transportieren. Also der... Da gibt's ja ganz, ich meine, das ist ein junger Mann. Der junge Mann, der hat jetzt, glaube ich, in dem Sinne keine größere Ausbildung. Er hat einfach nur ein Talent für Pferde. Er kann die, und das sieht man im Film auch, er kann mit jeder Art von Pferden umgehen. Er schafft es, die wildesten Pferde quasi zu zähmen und reitfähig zu machen, zu denen eine richtige Beziehung auch aufzubauen, sodass es einem dann auch leid tut, wenn diese Beziehung mal irgendwann endet, als Zuschauer. Aber andererseits ist er halt einfach auch mal, ist einfach auch mal der Draufgänger, ja? Also will er sich zum Beispiel mit einem anderen Typen mal so wresteln, so kämpfen, ja? Und übertreibt es dann dabei auch. Und so, also so ganz unterschiedliche Facetten, die er alle darstellen kann, fand ich beeindruckend. Das fand ich auch cool, dass nichts erklärt wird eigentlich, dass halt ganz viel wirklich nur über die Bilder oder über das Filmische praktisch erlebbar gemacht wird und eben nicht immer alles ausgesprochen wird und erzählt oder erklärt. Mhm. Der ist ja nun auch so einfach mal ein junger Typ, ne? Das heißt also, er ist so, Südstaaten, ich habe da auch nur so gewisse Vorteile und wenig Ahnung, wie man so lebt, wenn man in den Südstaaten lebt, als ja eben Rider oder Cowboy. Aber es spielt ja schon, also es spielt im Jetzt, ne? Das ist ja irgendwie in der Moderne angesiedelt so. Aber halt so der moderne Cowboy sozusagen. Also am Anfang geht es eher ruhig los, da darf er ja eben nicht so sein Rodeo-Zeug ausleben, aber er wird, also gerade wie er halt als Pferdetrainer auch arbeitet, es kommt ja immer später erst. Der richtig harte Cowboy-Scheiß sozusagen, was er machen muss. Er steckt ja auch voll in der Zwickmühle irgendwie, ne? Also er ist natürlich völlig bewusst, dass wenn er jetzt nochmal aufs Pferd steigt und das richtig blöd läuft, dann ist er halt mal sowas von tot, dass so kann er gar nicht gucken. Und naja, so viel darf mal gespoilert werden. Es gibt schon Momente, wo er nochmal auf dem Pferd sitzt und die sind auch nicht nur einfach. Aber er hat einfach auch so Erwartungshaltung. Er scheint ja irgendwie so eine Art Star schon gewesen zu sein. Wenn man es mal guckt, er guckt dann zum Beispiel auch so ein bisschen retrospektiv auf quasi auf seinem Handy einfach Aufnahmen von dem. Videos, genau. So. Genau, ja. Voll geil. Aber der hat einfach auch so Fans, die sich mit dem fotografieren lassen wollen und sowas alles. Das hat mich so ein bisschen erinnert an The Wrestler, falls du den gesehen hast. Stimmt, ist ein sehr guter Vergleich, ja. Da waren schon Parallelen, aber halt, also was ich geil fand, auch, dass es keine weibliche Hauptrolle sozusagen gab, sondern immer nur die Beziehung zwischen ihm und halt den Pferden da sozusagen ist und das eigentlich aber trotzdem vollkommen alles trägt, also da fehlt überhaupt nichts. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, es geht natürlich viel um, also im Zentrum um ihn und es geht auch um die Pferde. Ich ja, halt seine Buddies und seine Familie, aber halt keine jetzt irgendwie Love Interest irgendwie. Also, okay. Das fand ich ganz interessant auch. Das war irgendwie faszinierend, weil ich guck mal, überleg mal, ich weiß nicht, wie so eng dein Kontakt zu Pferden ist. Gar nicht, ich hab ja, aber auch wie müssen die das gefilmt haben? Also. Das ist gleich also eine mega Bombe, so informationsmäßig Background. Aha. Also ich habe aber währenddessen auch gedacht, also gerade auch die Stunts und so, wie sie das gedreht haben, also ob das CGI ist oder wie genial das gemacht ist sozusagen. Oder auch, dass er so krass mit den Pferden interagiert, dass man das, wie man das gedreht hat, zum Teufel. Und soll ich es schon platzen lassen? Na klar, raus damit. Ja, also das Krasse ist, die Regisseurin und ich glaube Drehbuchautorin hat ihn so, vor seinem, also das ist praktisch wahre Begebenheiten, also der Brady und auch der im Rollstuhl und seine Buddies und seine Familie, das sind alles wirklich, die spielen alle sich selbst sozusagen. Ach so. Also das ist ziemlich genau so passiert, also beinahe sozusagen. Und er hätte davor schon bei einem Film mitspielen sollen von ihr und dann ist eben das passiert, deswegen ist er erstmal ausgefallen und dann hat sie halt beschlossen, seine Geschichte zu verfilmen, weil es halt so eine abartig intensive Geschichte ist. Und deswegen sind auch die Namen eben bis auf den Nachnamen meistens gleich, also von den Schauspielern und von den Charakteren. Das ist ja faszinierend, weil das erklärt nämlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Er hat ja einen Kumpel, der offensichtlich auch nach einem vergleichbaren Sturz behindert ist. Ja. Ja. Und wir sehen aber auch Videos davon, wie er halt eben als krasser Dude ja so Pferde reitet. Und da habe ich mich jetzt gefragt, hä, wie haben die das denn gemacht? Spielt der jetzt einfach einen Behinderten? Aber nein, der ist behindert. Der ist, das ist wirklich der Typ. Das ist halt wirklich, also irre. Also. Und ich finde es, also gerade wenn man das so weit, das bricht... Das noch heftiger. Ja eben, ehrlich, auf jeden Fall. Und es bricht auch so ein bisschen Klischees auf, von wegen harter Cowboy, Lonesome Rider, der jetzt alleine irgendwie sein Ding machen muss, also sich Hörner abstoßen und keine Ahnung, vom Elternhaus emanzipieren. Weil er genau das macht er eben ja nicht nur, ganz im Gegenteil. Also er ist sehr familienverbunden und er ist auch sehr mit seinem Freundeskreis verbunden. Also zum Beispiel dieser Kumpel, den er da im Krankenhaus besucht, in der quasi Dauerreihe, das genau. Sind schon krasse Szenen, ne? Ja, abnormal, also
Also das ist schon keine leichte Kost, sagen wir mal so. Ich finde, der geht halt super damit um, deswegen meine ich ja gerade auch, also tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie einen Oscar oder also auf jeden Fall Preise hagelt für den Film. Krass, ich habe hier so eine Übersicht gerade gesehen, das waren verschiedene Sternebewertungen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon im Oscar-Rennen ist. Der lief auf jeden Fall auf diversen Festivals. Also in Deutschland hat er ganz schlechte Bewertung bei diesen Standardportalen, was man so bei Google gleich sieht, aber bei IMDb 7,5. Das ist ja auch eine Hausnummer, das kriegt man ja nicht so einfach aus. Ich bin auch ein bisschen doof, ne? Ich habe vor mir die Liste der Schauspieler und deren Namen und wie du schon sagst, die Schauspieler haben auch alle denselben Nachnamen. Also da hätte man vielleicht drauf kommen können. Ich hab's auch so vorbeilaufen lassen, am Ende ist dann die Credits und dann dachte ich so, das ist ja voll billig geschrieben, so die kriegen die gleichen Namen, wie sie selber haben und dann, ah ja, okay, das sind wirklich die halt. Wir haben ja die englische Version gesehen, ne? Wie fandest du da mitzukommen? War das aus deiner Sicht ein großes Genuschel? War das schwierig zu verstehen oder konnte man es durchaus packen? Also halt schon so Südstaaten Englisch oder Südstaaten Amerikanisch. Aber ich dachte auch, ich weiß nicht, ich habe nicht auf Deutsch gesehen, ob das überhaupt übersetzbar ist. Also ob man es dann bayerisch reden lässt oder wie auch immer. Aber halt, also ich glaube, der wirkt auf Englisch auf jeden Fall besser. Ich habe auch mal. Also das fehlt sonst einfach dieser Akzent, denke ich. Und sind schon teilweise schon krasse Südstaatler, Redneck-Cowboys und so. Aber halt immer irgendwie sympathisch. Oder auch, dass er da seinen Glauben oder dass sie alle immer für ihren Freund da beten und so. Und das halt irgendwie, das gehört halt dazu. Das ist halt so pur Südstaaten-Ding irgendwie. Ja, also wirklich, das ist auch so ein Ding, also God is everywhere. Aber es nervt nicht irgendwie. Ich fand auch die Schwester ganz interessant. Die hat ja, du hast jetzt gemeint, dass sie da eben eine Behinderung hat und es scheint ja auch wirklich seine echte Schwester zu sein, die Lilly. Und ja, also irgendwas scheint, ich weiß nicht, ob die von Geburt an behindert ist oder nicht, ja egal, aber das gibt einfach viele, viele emotionale, interessante Szenen. Keine Ahnung, die ist jetzt, wie alt wird die sein? 14, 15, 16, wahrscheinlich eher so 14, 15. Und das ist natürlich ein Alter, wo eine Frau vielleicht auch erstmalig ein BH trägt. Und das, wie sich einfach dran gewöhnen muss, dass das vielleicht jetzt ein Thema in ihrem Leben spielen kann. Sie ist eigentlich gar keinen Bock. Die Mom fehlt, das fand ich auch so. Außerdem, ja genau, ja. Aber halt auch voll schön dargestellt, so die Beziehung in der Familie, auch gerade mit seinem Dad, das ist ja schon immer am Streiten eigentlich, aber das dann am Ende, also ich will jetzt auch nicht spoilern oder so, aber halt das ist schon die Familie halt, die ganze Beziehung, was ihn da erdet und warum er dann auch in den Supermarkt geht und total, also das überhaupt nicht will, aber dann halt ihren Job annimmt, dass sie ihren Trailer nicht verlieren, also voll hart, aber voll schön halt irgendwie einfach. Meinst du, dass so ein Typ, dass da eine Frauengeschichte reingepasst hätte, hätte das den Film bereichert? Ich habe irgendwie darauf gewartet, dass das jetzt irgendwie so der Exit ist, irgendwie, dass er deswegen vom Rodeo wegkommt, wie bei The Wrestler zum Beispiel, denkt man das ja, dass er jetzt, da hat er doch irgendwie diese Stripperin, also die auch die Tante von Spider-Man ist im neuen Spider-Man. Ja, ich weiß, wie sie aussieht, weiß ich. Wie heißt sie denn? Irgendwie auch immer. Tante May heißt. Das ist die Tante May, genau. Und das kommt eben nicht und fehlt aber auch gar nicht, weil er halt eben diese krass emotionale Beziehung hat, das klingt voll seltsam, aber halt zu den Pferden irgendwie. Also, und das ist ja das Schöne oder das Kernelement irgendwie auch vom Film ist. Ich fand die Klamottenwahl auch sehr faszinierend. Das ist halt, die tragen alle so lustige Hemden. Auf jeden Fall wieder eine Lederjacke oder eine Kunstlederjacke. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich würde sagen, wir sind beide auf jeden Fall sehr angetan von dem Film. Ich denke, das auf jeden Fall ist ein Juwel, dass man sich echt mal geben kann. Ich fand ihn jetzt so krass spannend ab der Hälfte, also beziehungsweise immer halt, wenn er dann wieder mit Pferden interagiert und gerade so ganz wilden und so. Und man denkt immer so, oh Junge, pass auf deinen Kopf auf oder auch wo sie am Wrestling sind und so. Und ich glaube, gerade wo es das erste Mal diesen Apollo-Hengst triffst, der geht ja auch gleich so, oder irgendwie da bin ich zu Tode erschrocken halt irgendwie. Also ich fand ihn auch also richtig geil, spannend und alles, da war alles dabei, emotional spannend. Man konnte sich reinversetzen in den Typ irgendwie. Also großartig, fand ich. Ja, das stimmt. Gerade diese Momente, wo hat man fast schon ein bisschen Angst um ihn. Das kann ich nachvollziehen. Das ging mir auch so. Was schon krass ist, ne? Weil, ich meine, man kennt ihn jetzt ja irgendwie so gar nicht. Ja, in mir, genau. Ja. Und er sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Lauch, muss man auch mal sagen. Ist halt sehr, sehr schmal. Natürlich tätowiert, das gehört, glaube ich, dazu. Aber, also wahnsinnig gut gespielt. Und gefällt mir sehr gut. Und ja, also da wir quasi jetzt ja mit der Bewertung soweit durch sind, was bei uns am Ende immer noch gibt, ist so ein Fazit. Ja? Das heißt, ich knechte meine Gäste immer dazu, dem Film irgendeine Punktewertung zu geben zwischen 0 und 5 Punkten. Und jetzt möchte ich mal so richtig schön durchknechten und du hast jetzt die Möglichkeit, da mal eine Punktewertung zu vergeben und vielleicht auch zu begründen. Zwischen 0 und wie viel? 5.
5. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich Abstriche machen soll. Also. Aha. Ich überlege es, ob es eine glatte 5 wäre, aber. Ja, könnte ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil er halt, denke ich, auf vielen Ebenen sehr bewegend ist. Und, ja, ich war voll drin im Film auf jeden Fall. Also ich habe den auch heute Nacht angeguckt, vielleicht weil ich war auch todmüde und so. Ich war voll dabei, also ich würde eigentlich eine 5 geben. Ich wüsste jetzt nicht, wo man da Minuspunkte geben sollte. Ja, das stimmt wohl. Also wer so ein bisschen Bock auf solchen Filme hat, der weiß, dass er sich da auf ein Drama einlässt, das natürlich auch viele emotionale Momente mitbringt und einfach auch schön zu sehen ist. Ja, vielleicht noch so einfach auch dem was abgewinnen kann, dass da ein Mann sehr gut mit Pferden umgehen kann und da einfach er eine besondere Form von Beziehung zu diesen Pferden pflegt. Keine Sorge, es wird nie pervers. der sollte sich auf jeden Fall diesen Film angucken. Also 5 von 5 kann man da auf jeden Fall unterstreichen, ja. Und ich habe ja gar nichts am Hut mit Pferden und ich fand ihn trotzdem also krass faszinierend auf jeden Fall. Wie sieht das sonst so aus bei dir? Guckst du sonst regelmäßig Filme? Ich komme in letzter Zeit recht wenig dazu. Also ich habe jetzt irgendwie im Sommer viel arbeiten müssen und jetzt war ich im Oktober mal im Urlaub ausnahmsweise mal zum ersten Mal seit 1000 Jahren irgendwie und muss auch gerade den neuen Comic noch fertig machen. Also ich komme gerade echt wenig zum Serien und Filme gucken, aber ich kenne normalerweise schon immer alles. Also wenn ich dann mal wieder ein bisschen Leerlauf habe, dann ziehe ich mir immer wieder alles rein eigentlich. Also. Und jetzt mal so aus deiner Perspektive gesprochen, weil das ein Thema ist, das bei uns hier beim Telestammtisch demnächst auch eine große Rolle spielen wird, weil wir uns ein bisschen intensiver mit Filmkritiken beschäftigen wollen. Du jetzt vielleicht auch mal so als Endkunde, der natürlich dann auch Filme sieht, wenn er Bock drauf hat. Wie wichtig ist dir eigentlich, was andere zu Filmen sagen? Vielleicht sogar Leute aus dem Internet? Also ich habe es mir manchmal schon ein bisschen verdorben sozusagen im Vorfeld, wenn man sich Kritiken anguckt und den Film noch nicht gesehen hat. Und deswegen probiere ich es eigentlich immer im Vorfeld, gerade auch jetzt, also ich bin ja ein krasser Marvel-Fan natürlich vom MCU und so, und da eben dann möglichst nicht mal die Trailer zu oft zu sehen, sondern erstmal selber reingehen, sich ein Bild davon machen und dann ist so richtig sozusagen mal gucken, was halten die anderen davon, denken die das Gleiche drüber wie ich oder weil zum Beispiel Man of Steel oder so fand ich ein gutes Beispiel aus dem DCU, jetzt dieser erste Superman-Film, der wurde auch voll verrissen von Kritikern, das habe ich gar nicht zum Glück nicht gesehen im Vorfeld und ich war im Kino und ich war total geflasht. Also ich fand den übel geil. Und dann habe ich es aber auch nicht ganz nachvollziehen können. Und dann hatte ich auch irgendwie so den Batman vs. Superman halt im Vorfeld so ein bisschen verteidigt sozusagen. Und der war dann wirklich so schlecht, wie die Kritiker gesagt haben. Man kann immer sich erstmal selber halt eine Meinung bilden und dann gucken, ja, was sagen andere Leute dazu. Sehr gut. Dann, Jens, danke ich dir vielmals. Reingefallen. Und zwar wird diese Chloe Soa Sau Sau für Marvel arbeiten. Die macht das, das Projekt heißt irgendwie die Eternals und es wird, glaube ich, ein Film. Also. Ja, da habe ich einiges gehört. Ich wusste nicht, dass sie das macht, aber da könnten wir jetzt auch eine längere Geschichte davon erzählen, dass jetzt Regisseure bei Marvel-Filmen vielleicht gar nicht mehr so den riesen Einfluss auf den Film haben, sondern letztlich tun müssen, was das Studio vorgibt. Aber wenn da jemand wie sie am Werk ist, der vielleicht auch ein Augenmerk auf Dinge legt, die jetzt nicht nur Mainstream, den Mainstream im Blick haben, dann könnte das schon spannend werden. Ja gut, aber es war, wie du sagst, auch schon öfter so, dass dann so Leute gebucht wurden und dann nach der Hälfte vom Projekt wieder gegangen sind, so Edgar Wright bei Ant-Man oder so. Aber jetzt hoffen wir mal nicht, dass es so läuft. Genau. Dann, wie gesagt, danke ich dir vielmals für deine Zeit jetzt. Ja. Und wünsche noch ganz viel Erfolg mit deinen Comic-Serien. Ich habe die ja, wie du bereits weißt, alle hier liegen, habe ich ja mitgenommen. Aber leider noch nicht geschafft reinzuschauen, nur überblättert. Und ich sag mal so, einen Blick sind sie auf jeden Fall wert. So viel kann ich schon sagen, ohne sie gelesen zu haben. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Und ja, viel Spaß noch und mit den anderen Filmen. Alles klar, lass krachen. Ciao. Bis dann, ciao. Unser Filmmarathon geht hier direkt weiter und zwar ist jetzt zugeschaltet ein junger Mann, der ist ja sowas wie ein Freund des Podcasts. Wir hatten ihn schon diverse Male bei uns zu Gast und wenn es jemanden gibt, der mit uns über Filme reden sollte, dann ist er es. Er ist uns live zugeschaltet aus Übersee. Guten Tag, Lasse. Guten Tag, ich freue mich sehr hier zu sein. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich mache zurzeit einen Roadtrip durch die USA und bin zurzeit in Nevada. In einem kleinen Örtchen namens Elko. Ich weiß, lustiger Name. Und aufgrund von bestimmten logistischen Schwierigkeiten musste ich jetzt hier mein ganzes Setup in einem öffentlichen Denny's-Restaurant aufbauen. Also gibt es hier ein bisschen Hintergrundgeräusche, aber ich glaube, das ist ganz okay. Schläfst du sonst im Auto oder unter der Brücke? Nee, Motels. Aber ich hab mich verkalkuliert, die Check-In-Zeiten sind erst ab 3 Uhr nachmittags.
Wie viel Zeitunterschied ist das jetzt? Wir nehmen hier gerade um 8 Uhr abends auf. Jetzt gerade, es sind jetzt tatsächlich 9 Stunden. Ich bin 9 Stunden früher sozusagen. Also bei mir ist es jetzt gerade direkt 7 nach 12 Uhr mittags. Nee, wir haben ja also Winterzeit seit kurzem, also 8 Stunden dann wahrscheinlich, ne? Ah, okay. So faszinierend. Gerade euch da draußen wird das wahrscheinlich wahnsinnig interessieren. Wir beide konnten einen Film gucken, den wir uns anschauen durften, dankenswerterweise, weil er uns zur Verfügung gestellt worden ist. Und das ist nicht irgendein Film, es ist ein Film, der passt perfekt in die anstehende Weihnachtszeit. Trägt den Titel Elliot, das kleine Rentier. Und kommt jetzt am 8.11. in die Kinos, also ziemlich genau am Tag der Aufnahme. Das ist ein Film, über den kann man mal reden, ne? Versuch mal in wenigen Worten erstmal so deine Ersteindrücke des Films vielleicht zu formulieren. Es ist jeder klischeehafte Kinderanimationsfilm, wie er im Buche steht. Halleluja. wie der Lasse bereits sagt, ein Animationsfilm, kommt vom Verleih Splendid. Und ist auch nicht sonderlich lang. Ich glaube, er ging ein bisschen über 2 Stunden. Nee, irgendwie drunter, auf jeden Fall. Genau, 1,29 steht hier, das ist völlig recht. 1,29. Und ist vor allem auch ein Film, der ist eben jetzt nicht aus dem Hause Pixar. Pixar bezeichne ich ja gerne mal als Goldstandard. Zuletzt hatten wir in Incredibles 2 von Pixar quasi geschenkt bekommen. Ja, und das ist jetzt ein Film, ich weiß gar nicht so genau, wer den macht. Das hast du nicht zufällig auf dem Schirm, oder? Wer produzierende Firma ist. Auf jeden Fall habe ich gelesen, das ist eine Firma aus Kanada. Also es ist auf jeden Fall keine jetzt Haupt-US-Animationsfirma sozusagen. Und ich denke, diese Art von Animationsfilm, die gab es schon öfter, halt vor allem auch aus den Niederlanden. Diese billigen Sachen à la Robinson Crusoe oder Son of Bigfoot, so diese Art von Film ist das hier. Aber noch viel, 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 viel minderwertigere Qualität. Ehrlich gesagt, die allererste Einstellung hat gereicht. Ich habe die verpixelten Schneeflocken gesehen und ich wusste, das war ein Riesenfehler. Ja, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob das jetzt an unserer Auflösung lag, die wir da zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber es ist schon natürlich einfach, aber man sieht es zum Beispiel auch an Animationen, wie abgehackt teilweise das wirkt. Also man muss vielleicht mal so ein bisschen erklären, worum geht es überhaupt bei Elliot. Die Ausgangssituation ist folgende. Es gibt da diesen Hof, der ist so ein bisschen wie so ein Südstaaten-Bauernhof. Und aber genau genommen sind da gar nicht so viele Rinder, sondern vor allem sind da Rentiere. Und Rentiere werden dort quasi einfach Rentierfarmen. Und eine Welt, in der eben auch der Umgang mit Santa Claus ganz selbstverständlich ist. Also der hat natürlich Rentiere, der fliegt durch die Weltgeschichte und beschenkt alle Kinder fleißig. Und das ein oder andere Rentier hat eben die Möglichkeit, quasi in seine Crew, in seine schlittenziehende Crew einzusteigen. Und dann gibt's noch den Elliot. Elliot ist aber eigentlich gar kein Rentier und hat aber trotzdem Bock, da Teil dieser Crew zu werden. Genau genommen ist er so ein Mini-Pony. Also stell dir bitte... Sie nennen es Mini-Pferd. Und das hat mich ehrlich gesagt am Anfang verwirrt, denn sie zeigen Elliot und ich dachte mir, soll das ein Rentier sein? Ich sehe kein Geweih, aber was die allgemeine Qualität der Animation angeht, vielleicht wollen wir uns das tatsächlich als Rentier verkaufen. Die klären das später auf, dass es ein Pferd sein soll. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dieses, ist das ein Shetland-Pony? Die sind ja auch nicht so groß. Kenne mich da nicht null aus. Keine Ahnung. Es gibt auf der Farm noch ein paar andere Tiere, also neben den Rentieren gibt es da zum Beispiel noch eine Ziege, seine beste Freundin, die so ein bisschen auch quasi so die ganzen lustigen Momente mit in den Film reinbringt und so eine Art zweiter Hauptcharakter im Film ist, so viel Screentime wie sie hat. Und jede Menge weitere, sag ich mal so also Nebenfiguren. Natürlich gibt es quasi den Farmer selbst, der so ein bisschen auch ein Geldbesorgen ist irgendwann. Und dann gibt es zum Beispiel eine ominöse Käuferin, die seine ganzen Tiere alle kaufen will, die auch irgendwie Dreck am Stecken hat. Und auch viele weitere Sachen, eben den Weihnachtsmann, ganz viele weitere Rentiere. Die Tiere können natürlich alle sprechen. Aber nur miteinander. Die Tiere können nur miteinander sprechen. Und die Elfen, Elfen des Weihnachtsmanns, können die Tiere verstehen, aber die Menschen nicht. Aber auch auf so einer Ebene irgendwie, also das ist natürlich nachvollziehbar, warum man das so macht und weil man ja in der echten Welt auch nicht mit Tieren reden kann und so. Aber also manchmal denke ich mir schon, ob das jetzt immer alles so sauber abgegrenzt war, denn so teilweise reagieren Menschen und Tiere ja nun wirklich schon sehr deutlich aufeinander, als ob sie wirklich quasi fühlen würden, was der andere gesagt hat. Ich denke, die Tiere können die Menschen verstehen, aber die Menschen die Tiere nicht. Das etablieren sie ziemlich früh, wofür ich dann doch ganz dankbar war. Oh mein Gott, wo soll man hier anfangen?
ehrlich gesagt, ich war von Anfang an furchtbar frustriert mit diesem Ding. Und wirklich das Beste aber war, und so habe ich mich während des ganzen Films beschäftigt, ich habe im Prinzip mitgezählt, wie oft sie von anderen Animationsfilmen dreist klauen. Oh, ja. Feuerfrei, was ist dir aufgefallen? Also, zum einen, die Plagiate. Der Weihnachtsmann sieht aus wie eine Low-Rent-Version von dem Weihnachtsmann aus DreamWorks, Die Hüte des Lichts. Mhm. Und die Trainerziege ist unverschämt abgeguckt von Blue Skies Ferdinand. Denn wenn man so richtig verzweifelt ist, dann klaut man bei Blue Sky. Diese Trainerziege ist 1:1 übernommen. Sie ist hier nur ein bisschen weniger nervig. Das ist das Einzige. Dann, was haben wir noch? Wir haben einen Podracer, einen fliegenden Podracer aus Episode 1. Wir haben die Lucinda-Frau, also diese ominöse Käuferin von der Farm. Die erinnerte mich designtechnisch an Vector aus Ich, einfach unverbesserlich. Die hatte auch zum Beispiel eine interessante Stimmenwahl, also bei der Synchronisation. Im Englischen ist das Martin Short und im Deutschen, ich weiß nicht wer, aber es ist ein Mann. Ein Mann spricht diese Frau, da war ich halt von Anfang an halt verwirrt. Ist das eine Frau? Ja eben, ne? Das irritiert dann leicht, wenn man es nicht so genau weiß. Aber ist ja auch, also fand ich einfach interessant und vor allem würde mich wundern, also interessieren, ob die Kinder dann da vielleicht auch ein bisschen verwirrt sind, die das ja potenziell gucken sollen, deren Zielgruppe das ist vielleicht auch, ne? Ja. Ich weiß nicht das erste Mal, dass sowas gemacht wird, aber hier war es ohne jeden Grund. Einfach ohne jeden Grund, denn sie spielt auch kaum mit. Hat wirklich nur eine relativ kleine Rolle. Ach, übrigens, die Fleisch Lady, wie sie auch genannt wird später, sie erinnert mich wie eine Karikatur der Mona Lisa. Daran hat sie mich irgendwie auch erinnert, was ich seltsam finde. Und insgesamt wirklich, man kann nicht viel mehr sagen zu diesem Film, als einfach, es ist so eine fürchterliche Standard-Story und ohne jede Mühe umgesetzt. Ich meine, sie versuchen hier und da ambitioniert zu sein. Zum Beispiel mit der Anfangskamerafahrt, die wir so richtig angeben mit diesem fliegenden Flug über den Nordpol. Und sofort hatte ich Nussknacker und die vier Reiche Flashbacks. Aber es sieht einfach aus wie ein PS2-Spiel. Wenn du die einige der Charaktere, die Menschen und zum Beispiel auch die Ziege, wenn du dir nur einen Stillshot davon angucken würdest, dann wäre die Qualität in Ordnung. Aber wenn sie sich bewegen, dann siehst du einfach sofort die Shortcomings des Budgets, der Animation, des Talents offensichtlich. Halt, es ist einfach, und teilweise gerade die menschlichen Figuren haben diesen seltsamen Uncanny Valley-Effekt, dass sie halt so dermaßen versuchen, realistisch auszusehen, dass es halt sehr gruselig ist. Aber guck mal, jetzt zum Beispiel seine beste Freundin Hazel, die war doch echt total süß und die auch total lustig und so. Wie die plötzlich anfängt, keine Ahnung, zu fliegen und sich nicht mehr unter Kontrolle hat, das ist doch total niedlich. Ja, irgendwie schon, aber halt, es ist einfach so dermaßen, und dann packen sie alles mit diesem random Zeug voll. Wenn sie dann nämlich fliegt, hat sie plötzlich Halluzinationen von diesem Lama, das klein wird und dann wieder groß wird, und dann sagt das schrumpfe Lama, der, ja, der Affe fliegt um Mitternacht, und ich saß da, was geht hier ab? Das ging halt einfach darum, dass sie Kekse gefressen hat, wahrscheinlich so in Richtung Pilze, das wird irgendeine Anspielung auf Drogen und Überdosis von Drogen gewesen sein, schätze ich, oder? Ja, aber es sind diese Flugkekse, die Rentiere essen diese Kekse, ja. Um fliegen zu können. Und zugegeben, ich meine, der Film ist einfach für mich, war er größtenteils fürchterlich öde, weil er ist nicht mal so grauenvoll, dass man sich jetzt groß drüber aufregen kann. Es gibt sehr viel Schlechteres, aber es ist einfach so eine fürchterliche Standard-Story. Und jede einzelne Station wird einfach abgehandelt und der Film weiß, dass er nicht viel zu bieten hat. Und deshalb packen sie alles mit diesen Nebenhandlungen voll. Dann plötzlich gibt es ohne jeden Grund eigentlich zwei Schurken im Prinzip. Da unter anderem ja auch auf der Elfenseite. Das stimmt, Es gibt diese Subplots mit den verschiedenen Rentieren, die dann halt auch mal lernen müssen, ein bisschen Bescheidenheit und so weiter und so fort. Also es ist alles vollgestopft mit Nebenhandlungen. Und auch wie andauernd irgendwelche Szenarien, die geklaut sind von anderen Filmen. Also ich war echt ein bisschen entsetzt davon. Und am allerentsetzendsten war ich, als ich dann die Castliste gesehen habe am Schluss, die Originalsprecher. Davon kannte ich tatsächlich exakt einen Namen. Und das war Marina Baccarin, die man natürlich als Deadpool-Fan kennt. Oder ich kenne sie noch aus Firefly. Die hat X-Rollen gespielt in Stargate. Also eher diesem Sci-Fi-Genre zugeordnet ist aus meiner Perspektive. Daher kannte ich die. Die finde ich ganz cool. So viele andere Namen hier. Josh Hutcherson aus Hunger Games.
Wir haben Martin Short, wie gesagt, also der spricht mehrere Rollen. Und ja, Moriana Bachrane, wie du gesagt hast. Aber John Cleese zählt nicht, der spricht alles für Geld. Halt, okay. Guckt, liebe Hörer, guckt John Cleese IMDb-Seite an. Es ist deprimierend. Ich gehe die Liste gerade so durch und muss echt mal gucken, also so richtig so rausstechen. Ich kenne ja auch keine Sau, ne? Tut mir da jetzt keiner. Aber man sieht schon, wen die so sprechen. Das ist natürlich immer schwierig, wenn man jetzt die deutsche Version gesehen hat, und das ist vermutlich die, die wir in spätestens 2 Jahren auch auf Super RTL sehen werden. Dann sind da natürlich andere Stimmen, die wir da hören werden, ne? Ja, klar. Und ich meine, die haben auch keiner der Sprecher war halt jetzt auch in irgendeiner Form schlecht oder so. Also die liefern das, was gefordert ist. Ich mochte den Vater des Angeber-Rentiers, DJ. Ich mochte irgendwie den Vater gern. Da hatte so eine gute Stimmfärbung. Und der Weihnachtsmann hatte diesen ganz merkwürdigen, ganz leichten Akzent, was ich seltsam fand. Da ist irgendwie so ein leichter Akzent drin versteckt. Ich weiß nicht ganz genau. Ja, aber ansonsten einfach, ich habe mir den Film ausgesucht, weil das vom Titel her so klang, ey, das könnte meine Rache dafür sein, dass du mir angeboten hast, dass ich Mamma Mia 2 sehen soll. Letztendlich klingt es so, als fändest du ihn ein bisschen besser als ich. Ja, weil ich denke halt, wir dürfen immer nicht vergessen, dass wir beide, wie wir hier jetzt quasi sitzen, an unterschiedlichen Orten, wir sind ja offiziell sowas wie Filmkritiker. Und das heißt also, wir sind vielleicht auch nicht die unmittelbare Zielgruppe für diesen Film. Die ist dann natürlich deutlich jünger, das sind einfach Kinder. So, ich muss aber auch sagen, dass zum Beispiel meine Freundin hat sich den auch angeguckt und zumindest die erste Hälfte hat sie dann mit mir geschaut und die war jetzt auch nicht sonderlich angetan davon. Aber auch die ist, wie gesagt, wahrscheinlich nicht Zielgruppe. Wenn ich jetzt also, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9 Jahre alt bin und sehe diesen Film, dann ist das doch ganz fluffig, gerade so zur Weihnachtszeit, wenn vielleicht Mama und Papa nebenbei, keine Ahnung, Kekse backen oder was in der Küche machen oder so. Ich glaube, dass Kindern dieser Film schon gefallen könnte, weil er relativ dicht gepackt ist, dann doch einen gewissen Spannungslevel mitbringt, aber eben auch Humor. Aber ich glaube, die Kinder sind klüger als das. Ich glaube, die Kinder wissen, wie wenig der Film zu bieten hat. Und der Film versucht andauernd zu kompensieren mit den Sachen, die ich halt schon erwähnt habe. Mit Slapstick-Sequenzen, mit lauter Musik. Die Musik, der orchestrale Score war ehrlich gesagt ganz in Ordnung. Das fand ich von Anfang an ziemlich schön. Aber halt, die Kinder werden merken, dass sie hier abgelenkt werden von mangelnder Qualität. Und ich finde, die Kinder verdienen erstens so viel besser. Wir haben ganz andere Standards und du hast recht, wir sind Filmkritiker und wir sind nicht die Zielgruppe, aber trotzdem können wir einen guten Kinderfilm von einem eher schlechten unterscheiden. Und das ist hier wirklich der Fall. Wirklich halt, ich glaube halt sehr viel, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist wirklich für sehr, 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 sehr kleine Kinder. Das ist die Art von Film, die packt man in den Fernseher, um die Kinder für 1,5 Stunden einfach zu beruhigen. Einfach, hey, jetzt hier sind bunte Bilder für euch und macht was draus. Halt mehr ist das nicht. Halt, die Kinder werden nicht in irgendeiner Form klüger oder mit einer größeren Moral oder sowas aus diesem Film rausgehen. Das ist die exakt selbe Story wie hunderte andere Animationsfilme und auch nicht besonders gut erzählt. Da stimme ich dir zu. Also er hat wirklich eigentlich keinerlei Mehrwert. Er ist eine reine Berieselung, vielleicht ein besserer Bildschirmschoner so in dem Sinne. Ja, ja. Ich hatte jetzt die Super RTL-Animationsfilme angesprochen, die ich vor Jahren das letzte Mal reingeschaut habe. Ich würde sie jetzt schon nochmal eine Stufe drüber heben über zum Beispiel diesen Barbie-Quatsch, den es gibt mit diesen Prinzessinnen. Das sieht wirklich schrecklich, abscheulich aus. Da ist er schon besser. Er ist bei weitem nicht auf dem Niveau, was wir von DreamWorks oder eben auch Pixar bekommen. Und ich würde ihn, also wieder, wenn er irgendwo läuft, oder ihr könnt ihn mal auf Netflix oder Amazon Prime mitnehmen, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Na, ich würde wirklich sagen, spart euch das. Halt, nicht mal, gebt sowas nicht euer Geld. Halt, wenn er tatsächlich auch in Deutschland ins Kino kommt oder wie auch immer, geht dann doch viel, viel eher in Nussknacker und die Vier Reiche. Und der Film war auch öde, aber der war wenigstens kompetent gemacht. Wie sieht's aus mit deinem Fazit? Wir vergeben ja immer so Punkte, weißt du ja, zwischen 0 und 5 Punkten. Habt ihr so eine Ahnung, dass das bei dir nicht so viele werden könnten? Nein, ich würde sagen, es ist 0,5 von 5. Weil es ist halt nicht, es ist nicht der absolute Bodensatz, aber es ist nah dran, weil dieser Film gibt dir nichts, er nimmt dir auch nichts, zugegeben. Aber es ist einfach, es ist fürchterlich seicht. Es ist nicht besonders gut gemacht einfach, halt qualitativ ist es, da viel eher, warum macht ihr da nicht einfach 2D-Animationen? Das wäre dann so viel besser. Der Diebstahl, der hier vorgeht, ist einfach absolut, da war ich wirklich schockiert von und teilweise klauen sie bei nicht mal besonders guten Vorbildern.
Und dann versuchen sie sich an allen Ernstes in einer Umweltmessage zwischendurch. Also es fühlt sich einfach fürchterlich nach zynischer Geldmacherei an. Nach nichts weiter als, hey, Kinder gucken alles, denn wir glauben, Kinder sind dumm. Und das sind sie nicht. Ich meine, natürlich gibt es irgendwie Kinder, die dumm sind, aber ich denke mal, die meisten Kinder sind viel, viel intelligenter als ein Film wie das hier. Und ironischerweise, ich sitze hier in diesem Restaurant, hier in der Kinderecke läuft im Fernsehen der erste Kung Fu Panda. Ja. Und das ist halt so das perfekte Gegenbeispiel einfach, halt wie man auch eine sehr irgendwie dämliche Prämisse, wie man das 100-mal, 1000-mal besser umsetzen kann, wenn man sich nur genug darum kümmert. Und das hier ist für mich einfach, das ist etwas, das muss man sich nicht angucken. Es ist einfach halt komplette Zeitverschwendung. Es gibt tausende von anderen Kinderfilmen, die diese Art von Message, diese Art von Geschichte viel besser erzählen. Mit besserer Animation, mit besseren Qualitäten rundherum. Und ja, ich war einfach größtenteils furchtbar gelangweilt. Und ja, ich bin nicht die Zielgruppe, aber ich weiß den Unterschied. Ich kenne den Unterschied und das ist der Unterschied. Tut mir leid. Also doch relativ vernichtende Kritik. Das kann man an der Stelle, denke ich, auch dem Grunde nach unterstreichen. Ich sehe es ein bisschen positiver, weil ich denke, dass der Film durchaus einen gewissen Unterhaltungswert hat, den er bei mir zwar nicht entfalten konnte. Ich war auch wirklich gelangweilt. Da triffst du findest du genau das richtige Wort. Er langweilte mich. Er war, obwohl er vollgestopft ist eigentlich mit vielen kleinen Szenen, kleinen Handlungssträngen, Nebensträngen, mehreren Bösewichten und eigentlich auch verschiedenen Figuren, die überraschend viel Screentime bekommen. Also insbesondere ist ja nicht nur der titelgebende Held Elliot hier so besonders wichtig, sondern eben auch diese Ziege Hazel, die tatsächlich ja durchaus ein bisschen netten Humor mitbringt, aber eben auch, es gibt noch diesen quasi Primus-Rentier, den Chef quasi von der Farm, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber auch der bekommt ein bisschen was zu tun, möchte ich mal sagen. Also so komme ich eher bei 1,5 bis 2 Punkten raus, aber das ist auf jeden Fall unterdurchschnittlich, weit weg von den saugeilen Animationsfilmen, die ich in letzter Zeit im Kino gesehen habe. Und ja, ist für mich eben ein ganz typischer Kandidat fürs Sonntagmorgenprogramm auf dem Kindersender eures Vertrauens. Ja, das ist die Art von Film, die gucken die Kinder früh morgens, ohne dass es die Eltern merken, und dann reden die Kinder nie darüber, weil es nichts zu erzählen gibt. Oh. Sehr gut, so geil. Und da gibt es auch noch etwas, was mir aufgefallen ist, das Braveheart Pony. Jo, das ist völlig, warum? Was zur Hölle war das? Da warum? Das ist dieses Pony auf dem Hof mit langen Haaren und blaugrüner Gesichtsbemalung, und ich wusste sofort, worauf das hinauslaufen würde. Und tatsächlich, nehmt uns ruhig unsere Ziegen, aber unser Ziegenrennen, das bekommt ihr nie. Das ergibt nicht mal Sinn. Warum veralbern die Braveheart? Halt von allen Filmen, das letzte Mal habe ich das in einem Kinderfilm gesehen, im ersten Schlümpfe. Wenn der schottische Schlumpf Freiheit ruft, halt, ich meine, erstens, wie alt bitte ist Braveheart, dass ihr euch darauf bezieht? Zweitens, inwiefern passt das in diesen Kontext? Tut es nicht. Und drittens, welches Kind versteht das? Das ist dann halt der eine Versuch, die paar Erwachsenen, die da wahrscheinlich zugucken müssen, damit zu kriegen. Aber ja, wie gesagt, es ergibt keinerlei Sinn. Ich war davon wirklich absolut, da saß ich dann, was sollte das? Vielleicht zum Schluss noch mal kurz Worte zu dir. Mit deinem Roadtrip, hast du die Gelegenheit, da auch mal ins Kino zu gehen, oder bist du sehr eng kalkuliert, was deine Zeit angeht? Oder nein, ganz viel. Ich gehe so oft ins Kino wie möglich halt hier unterwegs, immer wieder. Und kann ja auch die aktuellen Sachen immer erwischen. Halt, ich war da zum Beispiel halt in Venom, ich war in Bad Times at VR Royale und im zweiten Gänsehaut. Ich war jetzt zuletzt, wie gesagt, den Nussknacker und die Vier Reiche an einem der ersten Tage. Und jetzt demnächst würde ich auch noch den neuen Grinch und Fantastische Tierwesen natürlich hier auch sehen. Das ist natürlich super cool, dass man die dann hier so ohne Probleme in der Originalsprachausgabe kriegt. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, hier ins Kino zu gehen. Und es ist allgemein wirklich cool, hier rum zu cruisen, den American Way of Life so ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich lerne wirklich viele interessante Leute kennen, die mir auch einige coole Sachen erzählen. Ist das Kinoerlebnis selbst ein anderes, also zum Beispiel preislich oder von den Sitzen her, oder ist die Portion Popcorn immer gleich doppelt so groß? Es ist auf jeden Fall preislich anders. Ich habe einmal für einen Medium Drink zum Beispiel $6 bezahlt. Hm. Aber der Unterschied ist, du kannst den nach Belieben auffüllen wieder, was natürlich toll ist. Allgemein, die Kartenpreise sind ungefähr gleich, aber die Sitze sind viel, viel größer.
Und wenn man in bestimmten Bereichen sitzt oder halt tatsächlich auch in bestimmten Kinos, dann kann man die Fußlehne hochstellen und richtig zurücklehnen und so weiter. Es ist wirklich ein Wahnsinns-Sitzerlebnis, richtig, richtig gemütlich. Und allgemein ist das Publikum auch anders. In Venom zum Beispiel waren mega viele Fans offensichtlich und die haben bei jeder Gelegenheit gejubelt und geklatscht und sowas kommt halt nicht so sehr oft in bestimmten deutschen Kinos vor. Also da ist die Erfahrung auf jeden Fall ein bisschen anders. Natürlich die Werbung ist anders, die Trailer und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall, in Amerika ins Kino zu gehen, ist super cool. Es ist für mich jedes Mal so ein kleines Ereignis tatsächlich. Ja, saugeil. Also klingt auf jeden Fall nach einem tollen Abenteuer, das du da erlebst. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch mega viel Spaß und ja, bin gespannt, was wir noch an Reiseberichten von dir mitbekommen. Man kann dir ja sehr auch einfach folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Also speziell auf Twitter machst du, glaube ich, sehr viel, soweit ich es mitbekomme. Und kommentierst da auch viel. Also Leute, wenn ihr da mal Bock habt auf geilen Input, dann folgt mal unbedingt dem Lasse. Denn wie immer wisst ihr ja, ich packe alle relevanten Links in die Shownotes. Da könnt ihr auf jeden Fall auch den Twitter-Account vom Lasse finden. Ja, genau. Ihr findet mich auf Twitter bei @LasseVogt. Ich schreibe deutsche Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com und ich habe einen YouTube-Kanal, Verdeppert, bin auch auf Letterboxd unterwegs, englischsprachige Kritiken und mein eigener Podcast heißt Fans About Films und mein rein englischsprachiger Podcast zusammen mit Libress heißt It's 90s Christmas Podcast. Beide zu finden auf iTunes. Vielen, vielen Dank, dass ich hier bei dir Gast sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Wir hatten zwar nicht so mega viel zu sagen, aber dann irgendwie doch. War ja auch ein bisschen geil. Lasse, ich danke dir vielmals und noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke dir. Tschüss. Die finale Krönung unseres heutigen Filmmarathons beziehungsweise unserer Filmkritikrunde, die wir hier heute abschließen werden, die möchte ich mit einem jungen Mann einleiten. Denn ich habe den Film gar nicht gesehen, um den es jetzt geht. Den Film, den fand ich allerdings irgendwie interessant und ich denke, da muss man auf jeden Fall drüber sprechen. Ich hatte leider nicht die Zeit einfach, zur Presseverführung zu gehen, aber glücklicherweise konnte ich hier in Vertretung jemanden schicken, von dem ich weiß, dass er mit dem Genre recht viel anfangen kann. Moin Patrick. Hi. Ja, ich weiß, wir wollten ursprünglich auch das Original nochmal in der Gruppe zusammen sehen. Um die Erinnerungen aufzufrischen, also Stefan war da auch sehr interessiert als alter Dario Argento-Fan, habe ich dann mit Kumpels dann nochmal die Erinnerung aufgefrischt, um das Original auch mit dem Remake so ein bisschen vergleichen zu können. Ja, das war wann ungefähr? Wann? Das war so circa 13.10. oder so, also knapp vor einem Monat, als ich das aufgefrischt habe und am 15.10. war ich dann eben in der Pressevorführung. Okay, das heißt also, du warst quasi voll im Suspiria-Vibe, als du den gesehen hast. Genau. Sehr gut. Für die Gruppe, von der du gerade sprichst, das wissen die da draußen natürlich nicht, meine lieben Zuhörer. Das war quasi, hört nochmal in die Runde vom Telestammtisch 21 rein. Dort hatten wir uns ja live getroffen mit verschiedenen Damen, und nee, Quatsch, vor allem Herren, ja. Aus der hier hessischen Region. Da haben wir ein bisschen gequatscht über ganz viele Sachen. Und da war unter anderem eben auch dieser Stefan dabei. Und diese Gruppe, die gibt es bis heute. Also nur noch mal kurz Aufklärung zu betreiben. Und ganz im Ernst, ich will jetzt hier gleich mal die Katze aus dem Sack lassen. Ich habe das Original Suspiria, davon habe ich so ungefähr eine Viertelstunde bis jetzt gesehen. Das habe ich nämlich im Urlaub gemacht, als ich da unterwegs war und eben nicht konnte zur Presseverführung. Ich hätte gern weitergeguckt, aber es hat sich eben leider nicht ergeben und ist natürlich einfach im Original, hat einfach auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und das merkt man in der Inszenierung einfach auch an. Das wäre jetzt ein Film gewesen, der ist, den hätte ich jetzt nicht geguckt, weil ich so richtig viel Bock drauf gehabt hätte. Aber ich weiß, dass du gern auf solche Filme abfährst irgendwie, dass dir das gefällt. Ist das richtig? Ja, ich bin schon ein Horrorfan und bis auf Slenderman habe ich auch dieses Jahr bisher so die guten Horrorfilme gesehen. Also ja, trifft voll zu. Sehr gut. Ich muss dir in der Hinsicht recht geben, dass der Suspiria von Dario Argento eben nicht so optimal gealtert ist. Er ist teilweise eine Trashgranate geworden. Aber ist eben ja auch ein Klassiker, also ein Film, der sehr beliebt ist, der ja auch bis heute irgendwie auch Standards, glaube ich, gesetzt hat. So viel kann man ja auch sagen. Was für Standards waren das? Also weißt du irgendwie, von was man da insbesondere spricht? Was zeichnet das Original denn so dermaßen aus? Man muss dazu sagen, Dario Argento, der hat auch sehr, sehr viel mit George A. Romero zusammengearbeitet.
Also er hat auch eine Cut-Fassung zu Dawn of the Dead, zum Original. Mhm. Und er hat so eine gewisse Ästhetik, kann man sagen, in seinen Filmen. Und der Titel Suspiria heißt auf Lateinisch sowas wie laut seufzen oder so ein lautes Atmen. Und sowohl im Original als auch im Remake gibt es dann eben eine alte Frau, die hörst du dann eben durch die Gänge schon sehr, sehr laut atmen, was schon eine sehr seltsame Stimmung ausmacht. Und die Musik, da würde jetzt Stefan sagen, dass das so ein bisschen so Synthesizer-mäßig ist, so ein bisschen, wie man sie auch von Stranger Things zum Beispiel mittlerweile gewohnt ist oder John Carpenter. Mhm. Also die Musik hat so seinen eigenen Charakter, die dann diese Stimmung nochmal unterstreicht. Jetzt kommt ja am 15. November diesen Jahres das Remake raus. Das Remake ist übrigens ab 16 Jahren freigegeben, was auch den einen oder anderen überraschen dürfte. Und eine Gesamtlauflänge von 2 Stunden 32 hat. Ist ja auch wieder Horrorgenre, so viel macht der Trailer schon klar. Und es gibt auf jeden Fall auch einen ganz großen Arthouse-Faktor daran, den man ja auch nicht verneinen kann. Ich glaube, es geht viel um Ballett, so viel habe ich beim Original schon mitbekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du uns über den Film erzählen kannst, da du, glaube ich, da gut drinsteckst. Weißt du, warum es überhaupt zu diesem Remake kam? Der Regisseur, der ja auch Call Me By Your Name, dieses schwulen Drama, das dieses Jahr einen Oscar bekommen hat, der ist ein richtiger Fan von diesem Originalfilm und der hat sich über 10 Jahre dafür eingesetzt, das zu kriegen. Kurzzeitig waren die Rechte weg und dann hat er sie dann eben doch bekommen und dann war der so versessen darauf, das zu drehen, dass er das auch sogar während der Promotour zu Call Me By Your Name dann fertiggestellt hat, diesen Film. Es war ihm also ein Herzensprojekt. Ja. Merkt man das dem Film an? Also, ich meine, manchmal merkt man so Filmen ja Liebe irgendwie auch an. Man merkt diesen Film total die Liebe an. Also, das Grundgerüst ist ist genau dasselbe geblieben, aber er hat dem Ganzen viele Aspekte noch zusätzlich abgewonnen, die im Original eben nicht so herauskristallisiert wurden. Zum Beispiel, dass es in Deutschland spielt, das war im Original nicht ganz so relevant. Da siehst du kurz mal zwei Leute seltsam in Lederhosen abtanzen und das war es dann auch im Prinzip mit dem Deutschlandbezug. Und im Original, der ist schon deutlich geschichtsträchtiger. Du siehst wirklich sehr oft die Berliner Mauer. Und Honecker ist tot und irgendwelche noch geschichtlichen Einblendungen, zum Beispiel über Baader-Meinhof, beziehungsweise diese Verweise haben dann auch im späteren Verlauf der Story einen Sinn. Also es fängt damit an, dass Chloe Grace Moretz, die wir noch als Hit-Girl kennen, die taucht bei einem Psychiater, der von Tilda Swinton ziemlich gut gespielt wird, auf. Ja. Und sie ist sehr verstört und sehr verängstigt. Und kurz danach verschwindet sie spurlos. Und sie erzählt nur irgendwas von Hexen in einem deutschen Akzent, was man von Hitgirl ja auch nicht gewohnt ist. Vielleicht sollten wir generell, weil wir jetzt ja schon, glaube ich, viel voraussetzen in unserer Besprechung, mal erstmal die Handlungen mal ein bisschen zusammenfassen. Ja. Vielleicht kannst du das tun, vielleicht kannst du auch mal, falls es welche geben sollte, die wesentlichen Unterschiede zum Original mal benennen. Yeah. Wovon handelt Suspiria? Darauf wollte ich gerade hinaus. Also diese Suche, also dieser Psychologe, der sucht dann eben den Charakter, den Chloe Grace Moretz gespielt hat. Und diese Spur führt ihn dann eben zu so einer Art Tanzakademie, wo dann auch Dakota Johnson, die viele wahrscheinlich noch aus dieser 50 Shades of Grey-Reihe kennen dürften, aufschlägt. Und sie wird dann in ein sehr mysteriöses Geflecht gezogen. Also es geht wirklich sehr, sehr viel um eine Tanzakademie. Du merkst da eben wirklich, dass da eine gewisse, sehr, sehr strenge Hierarchie ist. Mhm. Und dann gibt es einen kurzen Moment, so circa nach 20 Minuten, eine von diesen Frauen, mit der Dakota Johnson da ist, hat einen Nervenzusammenbruch, flieht und
dann geht es ziemlich übel zur Sache. Da habe sogar ich mal kurz aufgeschluckt, weil sie wird ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Und danach hacken diese Hexen unter anderem Tildas Hunden mit so Fleischerhaken auf sie an und zerren sie weg. Nach 20 Minuten des Films? So circa, ja. Das heißt also, das sind alles Hexen in diesem Tanzhaus. Genau, und diese Hexen bereiten die Ankunft von Malva Suspiria vor. Aber was genau sie ist und so, darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, aber du hast in dieser Akademie wirklich eine unangenehme Stimmung. Auch durch diese Szene, die dieser einen passiert. Und eben dadurch, dass es in Berlin 1977 spielt, prasseln auch öfter mal Bomben in der Nähe ein. Und die Farben sind auch deutlich runtergedreht, außer wenn die jetzt anfangen zu tanzen, dann wird die Farbpalette eben doch mal ein bisschen hochgedreht. Weil du jetzt ja Mother Suspiria angesprochen hast, eine Person, also ich finde eine Figur, mit der ich tatsächlich gar nichts anfangen kann, frage ich mich natürlich gerade, ob sie quasi dann auch die titelgebende Figur ist. Denn wenn ich Suspiria höre, dann denke ich vor allem natürlich an Suspense. Also dann denke ich halt an alles, was ich mit diesem Suspense-Genre irgendwie auch verbinde. Also eine hohe Spannungsdichte, die da einfach irgendwie erzeugt werden muss. Und eben nicht an irgendwelche Figuren. Was ist denn jetzt entscheidend? Also habe ich solche Momente, solche Unsicherheitsmomente, solche Spannungsmomente im Film, oder ist das gar nicht so wichtig und es geht eigentlich wirklich um die Figur, die dann titelgebend ist? Es geht auch ziemlich um die Stimmung und du hast wirklich nach sehr kurzer Zeit eine richtig schön unangenehme Stimmung und die trägt den ganzen Film über durch, aber wenn man jetzt mit der Erwartung in den Film geht, dass da großartig Gemetzel passiert, muss ich dann leider auch sagen, ist leider nicht der Fall. Beziehungsweise, da werden dann einige enttäuscht sein. Oder wenn man anspruchsvoll ist, ist man dann erleichtert, je nachdem, wie man es nimmt. Hm. Ich war halt am Anfang auch sehr erstaunt. Ich dachte am Anfang, ich sitze in einem Tarantino-Film, weil dann kam als Einblendung eine Geschichte unterteilt in 6 Kapitel und ein Epilog. Also diese Unterteilung kennt man eigentlich eher von Tarantino. Spricht das jetzt für den Film? Also es klingt so ein bisschen nach verkünstelter Komplexität, einfach Komplexität und auch Verkomplizierung. Ist das ein Film, der sich sehr mit so, sag ich mal, so Filmtheorie beschäftigt? Also ist das wirklich, haben wir da verschiedenste voneinander auch für den Zuschauer trennbare Teile, oder ist es einfach ein toller, toller Effekt, den der Regisseur nutzen möchte? Ich denke, das ist zum Teil ist es Effekt, weil im Vergleich zu Tarantino, wo die Kapitel ja wirklich teilweise eine ganz andere Stimmung haben, hast du hier eben fast durchgehend eher dieses unangenehme Gefühl. Es folgt eher einer stringenten Handlung. Also Dakota Johnson spielt einen, die blüht in dieser Akademie richtig auf. Auch sie hat anscheinend diesen Charakter, den Chloe Grace Moretz gespielt hat, gekannt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass sie besonders mysteriös sein wollte oder ob ihr da ein bisschen das Können fehlt, aber ich habe eher dann mit Tilda Swinton in der Rolle des alten Mannes mitgefiebert. Mhm, okay. Ach, und um nochmal einen, wie heißt, Zusammenhang zum Original herzustellen. Eine dieser Hexen, die wird von Jessica Harper gespielt, also dem Hauptcharakter aus dem Original. Ah ja, interessant. Weil dann tatsächlich hatten wir jetzt ja die Figuren alle schon angesprochen und da gibt es, glaube ich, so ein paar Sachen, über die wir einfach mal zu sprechen kommen müssen. Ja. Auf die wir zu sprechen kommen müssen. Also, unter anderem jetzt die von dir angesprochene Dakota Johnson, die ja wohl eine von zwei Hauptcharakteren zu sein scheint. Natürlich verbinde ich dann mit ihrer 50 Shades-Reihe mit der und habe da auch gewisse Vorurteile, ganz ehrlich. Habe aber zum Beispiel gelesen, dass die gute Frau 2 Jahre Ballettunterricht genommen hat, um sich auf diesen Film vorzubereiten. Wie gut wirkt das, wenn sie da tanzt? Sind das Doubles oder ist es wirklich eine ganz tolle Geschichte, wenn sie da tanzt? Wie wirkt es auf dich? Es wirkte auf mich einigermaßen authentisch, aber ich kenne mich jetzt auch nicht so großartig mit Tanz aus. Und man kann schon mal sagen, dass dieser Tanz so eine Art Beschwörungsritual oder sonst was wird, weil so akribisch, wie die darauf hinsteuern, merkst du schnell, okay,
irgendwohin steuert das schon. Und man kann auch sagen, vielleicht ist es besser, diesen Film auf Englisch zu sehen, weil da wird ja auch teilweise viel Deutsch gesprochen, was eben in Berlin 1977 spielt. Und zum Beispiel Tilda Swinton, sie spielt ja zwei Rollen, eine der bösen Hexen, zu der sich dann Dakota Johnson so ein bisschen hingezogen fühlt auch. Und eben diesen Josef Klemperer, und also den Psychologen. Beide haben so ganz unterschiedliche Akzente auch im Deutsch. Also unterschiedliche deutsche Akzente. Bei der Hexe wirkt das so ein bisschen abgehackter. Bei dem Psychologen wirkt es schon deutlich klarer. Und mir ist es am Anfang nicht aufgefallen, dass sie das ist. Also sie sprechen Deutsch? Und ja, es wird sehr viel Deutsch in diesem Film gesprochen. Und Tilda Swinton schafft es, das Ganze realistisch rüberzukommen zu lassen. Und das auch Differenzierung zwischen. Es ist auf einem DB sowieso von einer dritten Figur die Rede. Einer Helena Marcos, die Lutz Ebersdorf spielen würde. Oder als Lutz Ebersdorf. Wer wäre das? Nein, Lutz Ebersdorf, so wurde Tilda Swinton halt am Anfang genannt, weil der Regisseur es nicht rauskommen lassen wollte, dass Tilda Swinton zwei Rollen hatte. Da hat er quasi dann bei der Premiere die Katze aus dem Sack gelassen und hat gesagt, ja, okay, ihr habt recht. Es war Tilda Swinton. Dies Lutz Ebersdorf war quasi nur so eine Fake-Meldung. Und wer ist dann Helena Marcos? Puh. Alles klar, auf jeden Fall ist es irritierend. Aber das ist ja beeindruckend, also spricht ja für die Qualität von ihr. Also ich meine, mir fallen auf, ich weiß nicht genau warum, aber aus irgendwelchen Gründen fallen mir immer zuerst die Auftritte in Superheldenfilmen ein. Und da kennen wir natürlich die gute Frau aus Doctor Strange. Und aus Konstantin, wo sie den Erzengel Gabriel gespielt hat. Also ja, da stimmt. Auf jeden Fall eine vielseitig begabte Frau. Sie hat auch Bob Dylan bei einem Doors-Biopic gespielt. Mhm. Aber war sie aber eine von vielen, ne? Mhm. Ja. Bist du zufrieden mit ihrer Leistung? Fandest du es gut? Also ihre Leistung hat mich mehr zufriedengestellt als Dakota Johnsons, aber ich denke auch, dass der Regisseur mit ihr zufrieden war, weil er hat ja mit ihr schon zum zweiten Mal zusammengearbeitet. Und ich muss dazu sagen, ich kenne zum Glück diese 50 Shades of Grey-Reihe nicht, also bin ich da ohne Vorurteile reingegangen. Also, wir wissen jetzt, wie die Charaktere waren, wir wissen, wie die Handlung war. Wie sieht's denn aus mit der Musik? So ein Film lebt ja ein bisschen auch von den Soundeffekten und von den musikalischen Untermalungen. Was kannst du dazu sagen? Also, im Original ist es mehr so ein bisschen psychedelisch und hier im Remake ist es eher klassisch angelegt, die Musik. Und eben dann diese typische Horrorfilmmusik, die dann auch im Hintergrund eine gewisse Unruhe erzeugt. Würde ich jetzt mal sagen, weil Musik ist ja auch die Geräuschkulisse. Und es wird auch gar nicht so viel geschlachtet und gemetzelt, wie du jetzt gesagt hattest. An zwei, drei Stellen wird geschlachtet. Und am Schluss ist es mir ein bisschen zu übertrieben gewesen. Da musste ich dann doch kurz auflachen, weil diese ganz unangenehme Atmosphäre, die da erzeugt wurde, war für mich im Finale auf einmal quasi weggeblasen. Weil das dann doch sehr ins Eingemachte ging. Und da hast du dann wieder recht, ja, FSK 16, verstehe ich nicht. Verstehst du nicht? Ich hab die Nachricht gelesen die Tage und war ganz überrascht, weil ich da nicht mit gerechnet habe. Ich meine, ich habe den Film nicht gesehen, ich hätte der genauso gut auch ein schönes Familiendrama sein können, ne? Aber war es halt anscheinend nicht. Und für einen Film, der ein Remake von einem Klassiker dieser Größenordnung ist, hätte ich vielleicht durchaus ein FSK 18 verstanden. Aber ist ja insofern gut, weil dann vermutlich mehr Leute in die Kinos gehen. Ne? Ja, es ist definitiv mehr Horror-Drama-Betonung auf Drama mit so ein bisschen eingestreuten Horrorelementen. Also dieser Horror schlägt sich vielleicht an zwei, drei Stellen aus. Der Rest trägt sich eben viel über diese unangenehme Stimmung. Und ich finde auch, man hätte den auch 20 Minuten kürzen können. Da wäre auch nicht viel verloren gewesen. Wem würdest du den Film denn empfehlen? Für alle Leute, die so ein bisschen genervt sind von diesen aktuellen Torture-Porn- oder Jumpscare-Trend. Und eben für Leute, die mal Lust haben auf anspruchsvolle Horrorfilme. Ja, schön.
Und dann vielleicht noch am Ende bitte dein Fazit. Du weißt ja, wir vergeben uns immer so Punkte, also alles zwischen 0 und 5 Punkten wären möglich. Wie viele Punkte würdest du vergeben und warum? Bei mir wären es dann 3,5, weil es war dieses Jahr, hat wirklich ein paar gute Horrorfilme hervorgebracht. Für mich der Hauptklassiker war eben Hereditary. Der war auch ein Film, der ohne Jumpscares auskam. Das habe ich dem auch sehr hoch angerechnet. A Quiet Place, der durch sein ungewöhnliches Szenario hervorgestochen ist und eben in diese Kategorie fällt für mich auch das Suspiria Remake. Dadurch, dass er dann nicht wahllos kopiert, sondern dass er dem wirklich seinen eigenen Stempel aufdrückt, ist er dann definitiv doch höher anzusiedeln, auch wenn er so ein paar kleine Schwächen hat. Das heißt, du kommst bei wie vielen Punkten raus? 3,5. 3,5 Punkten. Was ja auf jeden Fall überdurchschnittlich ist. Ja. Sehr schön. Nee, also man kann diese beiden Filme, also das Original und das Remake, quasi eigenständig genug sehen, auch wenn er das Story-Grundgerüst natürlich beibehalten wurde, aber beide haben eine ganz eigene Atmosphäre. Was eben auch mal was Besonderes ist, dass du nicht wahllos kopierst oder einfach nur ein grafisches Update verpasst und dann Remake draufschreibst. Ja, ist schon interessant, wenn man da versucht, mal neue Interpretationen des Stoffs vorzunehmen und da eben vielleicht auch ein neues Publikum mit anzusprechen und vor allem eben auch ein altes Publikum nicht vor den Kopf zu stoßen, denn wie du schon sagst, einfach denselben Film nochmal zu drehen mit neuer Kamera und anderen Schauspielern ist da jetzt im Regelfall vielleicht nicht die interessanteste künstlerische Entscheidung, die man treffen kann. Das hat ein Regisseur mal gemacht oder zwei, Michael Haneke mit seinem Funny Games Remake, das im Prinzip nur mit Hollywood-Darstellern aufgepeppt wurde, oder Gus Van Sant mit dem Psycho-Remake, da hat man das quasi 1:1 nachgedreht, nur mit anderen Schauspielern, wo ich mich dann auch frage, braucht es das jetzt? Worin liegt der Mehrwert, ja? Genau. Oder wenn du schon ein Remake drehst, dann kannst du auch deinen eigenen Stempel oder deine eigene Interpretation reinsetzen, weil sonst kannst du auch genauso gut das Original nochmal sehen. Genau. Ja, cool. Gibt es noch Punkte, die wir unbedingt zu dem Film erwähnen müssen? Oder haben wir eigentlich das Wesentliche jetzt erwähnt? Ja, aber wenn man auf Gemetze steht, sollte man diesen Film nicht unbedingt gesehen haben. Und ja, bis auf das Slenderman Remake habe ich eben dieses Jahr dann doch die ganzen Klassiker gesehen. Ich befürchte nur eben, dass Michael Myers einen Ticken besser abschneidet. Und der Regisseur hat ja angekündigt, wenn der Film erfolgreich wird, wird es eine Art Spin-off geben. Da geht es dann um Tilda Swintons Hexenrolle, wo man zu ihr quasi die Origin sieht. Mhm. Ich würde ihr das gönnen, glaube aber, weil Michael Myers mittlerweile schon über 180 Millionen eingespielt hat. Es könnte knapp werden, ne? Ja. Ja, Patrick, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit. Für deine Expertise und auch, dass du für uns in den Film gegangen bist und uns da heute so ein bisschen drüber berichtet hast. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwann wiederholen können. Na klar, und wir können auch demnächst bestimmt mal wieder Filmnacht oder so organisieren, also von mir aus, gerne. Sehr gut, dann danke ich dir vielmals und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, danke, ciao. Erneut konnte ich mir vorab einen Film anschauen, der wohl am 22. November 2018 in die deutschen Kinos kommt. Die Rede ist von Jupiter's Moon. Jupiter's Moon ist ein ungarischer Film, der vom Regisseur Kornél Mundruczko oder so inszeniert worden ist und uns demnächst hier erwartet. Er ist wohl schon bei Cannes gelaufen und laut E-Mail der Presseagentur auch viel diskutiert worden. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe jetzt den Film zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesehen. Erneut möchte ich kurz meine Erwartungshaltung und meine Ideen zu dem Trailer und was ich mir eben jetzt so vorstelle, formulieren. Und im Anschluss, nachdem ich den Film dann gesehen haben werde, der mir freundlicherweise eben als Stream zur Verfügung gestellt worden ist, werde ich ein bisschen über den Film sprechen, über die eigentliche Handlung und ihn dann auch ein Stück weit bewerten. Der Film geht 129 Minuten, ist so ein Drama-Sci-Fi-Ding und hat mich jetzt vor allem angesprochen, weil er verschiedene Sachen irgendwie beinhaltet. Ne? Also es scheint ein Thriller zu sein mit einem starken Action-Anteil und vor allem eben auch einem gewissen Sci-Fi-Anteil, denn es gibt hier so einen Hauptcharakter, dessen Namen ich gerade auf die Schnelle nicht kenne. Er ist ja auch Wumpe, auf jeden Fall scheint der fliegen zu können. Ja? Also es gibt irgendwie so ein bisschen einen
Superhelden-Aspekt. Das fand ich dann schon mal ganz interessant. Er ist auch aus optischen Gründen ganz ansprechend. Ich finde generell, dass ich, was ich im Trailer sehen konnte, ist hochwertige Optik. Und ja, wir haben wahrscheinlich ein bisschen politische Sachen mit drin. Also es ist ein Polit-Thriller ein Stück weit auch mit reingewoben. Ich denke, das waren so ein bisschen Gang-Geschichten. Ist so ein sehr, teilweise auch sehr, so, also wie gesagt, optischer sehr ansprechend, aber damit auch ein bisschen arzi-fazi. Ich bin also sehr gespannt, was mich hier erwartet. Es scheint um irgendeinen Flüchtling zu gehen. Dieser wiederum scheint angeschossen zu werden auf der Flucht. Dann wird er von irgendwem operiert. Und dann ist plötzlich irgendwie, also wahrscheinlich wird er vom operierenden Arzt gerettet. So interpretiere ich jetzt mal den Trailer. Und im Anschluss geht es dann irgendwie darum, dass er für den Arzt arbeitet. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der eigentliche Film erst losgeht. Und ja, da bin ich dann auch mal sehr gespannt, was da kommt. Ich habe ein bisschen die Angst, dass zu viel innerhalb von doch zu wenig Zeit da erzielt werden soll. Also, dass wir da hier ganz viel auf einmal in dem Film sehen werden oder versuchen, dass der Regisseur versucht, da Sachen zu zeigen. Das geht unter Umständen ein bisschen schief, denn bei ja knapp über 2 Stunden hat man natürlich auch nur begrenzt Zeit. Generell sind politische Filme zu verhältnismäßig aktuellen politischen Situationen immer auch ein bisschen schwierig, da sie häufig sehr einseitig sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bin jetzt ganz weit weg davon, die politische Situation in Ungarn einschätzen zu können und wie es da auch mit der Flüchtlingssituation aussieht. Geht wohl um serbischen Flüchtling, also insofern müssen wir mal schauen, was uns da erwartet. Ich werde da jetzt auch nicht so den Schwerpunkt drauflegen. Jo, ansonsten gucke ich jetzt mal rein und hoffe, dass ich hier jetzt knapp über 2 Stunden dann doch ein bisschen Spaß habe mit einem Film, der übrigens eine FSK ab 16 wohl bekommen wird. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Bis gleich, ciao. Jo, da habe ich ihn gesehen. Jupiter's Moon. Ein Film, von dem ich so irgendwie gar keine genaue Ahnung hatte, was mich eigentlich erwartet. Den Trailer, das hatte ich ja nun schon vorab in meinen ersten Gedankengängen so zusammenformuliert. Der schien mir auf einen Thriller hinzuweisen. So ein bisschen actiongeladen. Es geht offensichtlich um ein Flüchtlingsdrama. Und genau so ist das dann im Endeffekt auch gewesen. Es gibt hier einen Flüchtling. Nämlich Arian Dashni, gespielt von dem ungarischen Zomba-Jäger. Und ja, der junge Mann flieht aus Syrien. Auf sehr beeindruckende Art und Weise. Das Ganze wird äußerst brutal und eben auch äußerst drückend dargestellt. Die komplette Szene, wie er dann flieht gleich zu Beginn des Films, die ist beeindruckend, die ist herausragend. Die ist auf jeden Fall eine gute atmosphärische Begrüßung für den Film. Er kommt dann relativ schnell in ein Lager, in so ein Auffanglager, nachdem er es gerade so geschafft hat, eben ja, lebend zu fliehen und lernt dort Gabor Stern kennen. Gabor Stern ist Arzt in diesem Flüchtlingslager und wird gespielt von Merab Minitze. Und diese beiden sind dann quasi die beiden Hauptprotagonisten des gesamten Films. Und nun ja, Arian, also der Flüchtling, hat eine besondere Fähigkeit, denn er kann nämlich fliegen. Warum? Das weiß irgendwie keiner so genau. Alles, was klar ist, ist, dass er seinen Vater sucht, der auf der Flucht nämlich verschollen ist. Gabor selbst ist tierisch angetan davon, dass er fliegen kann, ist auch ziemlich der Einzige, der das weiß und verhilft Aya dann eben auch zur Flucht aus diesem Lager, quasi in die Freiheit, wenn man so will, und will ihn für seine Zwecke nutzen. Er kann fliegen und was heißt das? Er kann fliegen und keiner weiß genau warum. Ja super, da können wir ihn doch als Engel verkaufen. Und das ist auch ziemlich ungefähr die Ausgangsposition des Films, die Situation des Films. Wir erleben eben die beiden dabei, wie sie quasi Leute abklappern und Geld sammeln. Geld für die Zwecke, die Gabor verfolgt. Das scheint politische zu sein. Wir wissen nicht so genau, was ihn eigentlich antreibt. Er ist wohl offensichtlich jemand, der sehr politisch da engagiert ist und von einem freien Ungarn träumt, was auch immer das im Detail bedeutet. Das war's dann irgendwie auch schon. Der Film hat, und da kommen wir auch schon zum Problem, für mich irgendwie bis zum Schluss nicht, hat es nicht auf die Reihe bekommen, klar zu machen, was will er eigentlich? Was ist so das Ziel? Also ich dachte ein bisschen, okay, es könnten Superheldenaspekte eine Rolle spielen, schließlich kann er fliegen. Die Flugsequenzen sind allesamt beeindruckend dargestellt. Also wir sehen dann, wie er eben über der Stadt fliegt. Wir haben ganz viele Vogelperspektiven. Er schwebt in Räumen. Es ist immer sehr gottgleich und engelsgleich dargestellt. Das ist sehr beeindruckend. Da muss man dem Kameramann mal Komplimente aussprechen.
Okay, aber er ist kein Superheldenfilm, denn ich kann so viel sagen, bis zum Schluss sieht das Fliegen von Arjan immer so ein bisschen so aus, als wüsste er nicht genau, was er da eigentlich tut und vor allem, warum er es tut. Er kann es allerdings ziemlich gezielt und eben auf Knopfdruck quasi fliegen, das ist schon mal gut, aber das sieht halt, naja, also keine Ahnung, wir können uns an Iron Man 1 erinnern, ja, wo er dann, wo Tony Stark plötzlich versucht zu fliegen und die ersten Flugversuche sind natürlich auch denkbar, ja, unspektakulär und gehen auch tierisch in die Hose, aber irgendwann sieht er total stylisch aus in dem, was er tut und das gelingt Iron leider überhaupt gar nicht. Dann ist auch nicht so ganz klar, es gibt so verschiedene Ebenen in dem Film, wo ich nicht so genau weiß, ob der, der Regisseur und ob die Autoren des Films wussten, worauf sie eigentlich hinaus wollten. Denn irgendwie so plätschert alles vor sich hin. Natürlich müssen die beiden ein Stück weit fliehen. Irgendwann gibt es eben einen Antagonisten, der ist in dem Fall eben Polizist und der jagt die beiden, weil die als für Terroristen gehalten werden. Schließlich sind sie ja, haben sie sich ja, ist ja quasi einer von den beiden eben geflohener Flüchtling, ja, noch aus diesem Auffanglager geflohener Flüchtling und ja, sein Arzt, der Stern, die sind halt, der verhilft ihm halt immer dazu, vor der Polizei zu flüchten. Aber so richtig, warum die jetzt gejagt werden und so richtig glaubhaft oder irgendwie, dass da Konsequenzen draus sich ergeben, das habe ich in keinster Weise irgendwie entdeckt. Und fand das auch irgendwie komisch. Also es dümpelt so vor sich hin, es gibt kein Ziel, es gibt keine für mir erkennbare, klare Linie. Auch die Beziehung der beiden untereinander ist mir bis zum Schluss nicht ganz klar geworden. Gleich zu Beginn des Films merken wir, dass Stern anscheinend kein religiöser Mann ist. Er nutzt den Flüchtling und seine Fähigkeit quasi eigentlich nur aus, beziehungsweise interpretiert für andere den Engel in diese Flugfähigkeit hinein. Aber eigentlich glaubt er selbst nicht dran, würde vielleicht gern wissen, warum er fliegen kann, aber so richtig wird es in dem Film auch alles nicht erklärt. Es entwickelt sich eine Art Freundschaft, die ist aber auch mehr so eine Art Nutznießen, eine einseitige, also fast so ein, ist schon Ausnutzen eher des Flüchtlings irgendwie, also keine Ahnung, das ist mir alles nix. Die Story, muss ich also sagen, ist der größte Haken an diesem Film. Der Film weiß nicht, wohin er will. Jupiter's Moon ist eine Ansammlung von Szenen, von der man locker auch die Hälfte hätte streichen können. Der Film hätte jetzt von der Handlung her keinen Verlust gehabt. Wir haben immer wieder so Situationen, dass sie irgendwo sind. Dann werden sie plötzlich gejagt. Manchmal werden sie getrennt, manchmal nicht. Müssen dann fliehen, kommen zu irgendeinem Zeitpunkt wieder zusammen. Und ich muss sagen, das hat es in keinem Moment geschafft, irgendwie spannend zu sein. Da muss ich also, ne, das war nix. Die Optik, wie gesagt, ist echt ansprechend. Wir haben viele tolle Kamerafahrten, das hatte ich schon erwähnt. Wie gesagt, viele Vogelperspektiven. Insbesondere wenn dann, ich sag mal, das wären so Drohnenaufnahmen gewesen sein oder vielleicht noch Hubschrauberaufnahmen. Das ist ganz cool. Ja. Also kommen wir zum Fazit. Leider aber sicher schafft es der Film nicht, dem jetzt vielleicht politisch nicht so interessierten Kinogänger die politische Situation in Ungarn sonderlich nahe zu legen. Ja, okay, es gibt ein Flüchtlingsthema, das spielt in Ungarn offensichtlich eine ebenso große Rolle wie in Deutschland. Das wird aber dann recht schnell irgendwie auch nebensächlich. Es gibt dann ein bisschen ja, so Kommentare zur Korruption, die in dem Land herrscht. Alles und jeder lässt sich anscheinend irgendwie bestechen. Aber letztlich sind es die beiden Hauptfiguren, die den Film irgendwie tragen müssen. Und Stern selbst bekommt ein bisschen Background. Er hat eine Romanze mit so einer Ärztin. Er selbst ist wohl, wie gesagt, ein bisschen politisch engagiert. Aber so richtig viel, also da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht. Ja, und der zweite Hauptdarsteller, dieser Arjan, diese Figur Arjan, von der wissen wir eigentlich nur, dass sie geflohen ist, schlecht Ungarisch spricht, eine halbe Violine auf dem Arm tätowiert hat und seinen Vater sucht. Ja, und eben auch fliegen kann. Aber bekommt sonst überhaupt keinen Hintergrund. Das ist alles so ein bisschen dünn, was um diese Figur sich dreht. Und so haben wir letztlich einen ja, Action-Genre-Film mit einem Arthouse-Touch, sage ich mal. Und aus meiner Sicht echt keinen höheren Unterhaltungswert. Ich habe das Ganze im Stream sehen dürfen vorab. Und naja, recht schnell hatte so diesen Second-Screen-Effekt, ja. Also ich habe eher mein Handy in der Hand gehabt und versucht, mich da ein bisschen zu belesen, als mir den Film dann eben noch genauer zu geben, der dann irgendwie nicht über seine gesamte Laufzeit hinweg trägt. Insofern ist mein Fazit eher ernüchternd. Ich gebe 2 von 5 Punkten.
und würde den Film vielleicht jedem raten, der so ein bisschen Interesse hat an so Luftaufnahmen und sich vielleicht mal einen schwebenden Menschen angucken möchte, der vielleicht einen Eindruck von Ungarn und der aktuellen politischen Situation bekommen möchte. Aber ansonsten kann ich den Film mit der Form leider jetzt nicht großartig weiterempfehlen. Da gibt es sicherlich viele andere Sachen, die man sich angucken kann. Wisse Bescheid. Hinterlasst mir bitte Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder eben beim YouTube-Upload. Könnt ihr fleißig Kommentare hinterlassen und mir sagen, wie ihr den Film fandet, ob er euch überhaupt interessiert und auch, was ihr von der Filmkritik hier haltet. Ihr seid herzlich eingeladen, an dieser auch mal dran teilzunehmen. Vielleicht habt ihr vorab mal irgendwo irgendeinen Film gesehen, sei es in einer Preview oder seid im Ausland und da läuft bereits ein Film, der in Deutschland erst später startet. Da seid ihr herzlich eingeladen, euch bei mir zu melden und dann eben selbst mal bei so einer Filmkritik hier teilzunehmen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wünsche euch noch ganz viel Spaß im Kino. Bis dann, ciao!